Die Geschichte Sindbads des Seefahrers. Man behauptet, o glückseliger und verständiger König, dass unter der Regierung des Kalifen Harun al-Raschid, Gott erbarme sich seiner, in Bagdad zwei Männer lebten. Der eine hieß Sindbad, der Seemann, und der andere Sindbad, der Lastträger. Sindbad, der Lastträger, war ein sehr armer Mann, der eine große Familie und einen kleinen Verdienst hatte. Sindbad, der Seemann, hingegen, war ein äußerst angesehener und weiser Kaufmann, der einen so ausgebreiteten Handel trieb, dass er am Ende gar nicht mehr wusste, wo er das viele gewonnene Gold und Silber und die mancherlei Waren aufbewahren sollte. Er kaufte Sklaven und Sklavinnen und besaß einen Palast, der einem Sultan zur Wohnung hätte dienen können. Die Wände waren mit den reizendsten Malereien und Zieraten bedeckt und glänzten von Gold und Edelsteinen. Alle Zimmer wurden mit Ambra und mit Aloe vermischten Rosenwasser besprengt. Köstliche Räucherwerke vermengten sich mit dem Dufte der Blumen, welche in den ans Haus grenzenden Gärten wuchsen, die alles enthielten, was sich das Herz nur wünschen kann. Viele Sklavinnen waren zur Bedienung aufgestellt und fortwährend erscholl Gesang und Musik von Zimbeln, Harfen und anderen Instrumenten. Während der Seemann dies alles besaß, war der andere ein armer Teufel, der um Lohn den Leuten ihre Lasten da und dorthin trug. Eines Tages nun kam ein Mann auf ihn zu und sagte: »Willst du mir diese Last da und dahin tragen?« Sindbad erklärte sich bereit dazu, und nachdem ihm der Fremde den geringen Lohn gegeben und gesagt hatte, wo er den Pack hintragen soll, ging er fort. Sindbad lud sich die Bürde auf und verfolgte den ihm angegebenen Weg. Dieser führte an dem Haus Sindbad des Seefahrers vorüber, und da der Träger sehr ermüdet war, so legte er seinen Pack nieder, um ein wenig zu ruhen. Vor dem Haus war sauber gekehrt und bespritzt, der Ort war kühl und von Wohlgerüchen geschwängert, welche das Herz erquicken und die Müdigkeit verscheuchen. Wie er nun so dasaß und den süßen Duft einatmete und sich abkühlte und ausruhte, hörte er aus dem Inneren des Hauses muntere Vogelstimmen von Tauben und Nachtigallen, Töne der Laute und Harfe und entzückenden Gesang von Mädchen. Er sah in das Haus hinein und erblickte viele Diener und Sklaven und die feinsten Speisen und allerlei Gewürz, wie man es gewöhnlich nur bei Königen und Sultanen findet. Da erhob er sein Auge zum Himmel empor und sagte: »O Schöpfer, o Erhalter, o allmächtiger Gott, verzeihe mir meine Sünden. Ich kehre von all meinen Beirrungen zu dir zurück. O Herr, niemand ist unter den Sterblichen, der etwas einwenden könnte gegen das, was du tust. Niemand darf sich fragen, warum du so handelst und nicht anders. Du weißt alle Geheimnisse und deine Macht kennt keine Grenze. Sei gelobt und gepriesen, o Herr. Wie groß und verhaben ist deine Herrschaft. Du verteilst Armut und Reichtum, Glück und Unglück, wie es dir gefällt. Wie groß, o Herr. Wie erhaben ist deine Macht. Du hast diese Diener und diese Jungen und den Herren dieses Ortes glücklich gemacht. Sie leben Tag und Nacht in jeglicher Lust und Freude. Dein Befehl wird an all deinen Geschöpfen vollzogen, die einen führen und ein ruhiges Leben, die anderen, wie ich, ein mühevolles, von allen Freuden beraubtes.« Dann sprach er folgende Verse: »Wie viele Qual ohne Ruhe, während andere den Schatten des Glückes genießen. Ich lebe in täglichen Beschwerden und Sorgen, und übergroß ist meine Last. Andere sind selig ohne Leid, und nie gibt ihnen das Schicksal eine Last wie mir zu tragen. Sie sind immer vergnügt im Leben, haben Reichtum und Ansehen, Essen und Trinken. Und doch entstehen alle Geschöpfe aus einem Tropfen. Und doch gleichen die anderen mir, und ich bin wie sie. Aber unsere Leben und Schicksal ist mehr verschieden, ihre Bürde gleicht der meinigen nicht. Ich erfinde nichts, meine Worte gehen zu dir, o gerechter Richter, dein Spruch ist doch Gerechtigkeit.« Kaum hatte Sindbad diese Verse geendigt, so sah er einen sehr hübschen, reich gekleideten Jungen von feinem, schönen Ansehen zur Türe herauskommen und auf sich zugehen. Der Junge ergriff ihn an der Hand und sagte:
Mein Gebieter, der Eigentümer dieses Hauses, schickt mich zu dir. Er will dich sprechen.« Der Träger sträubte sich, anfangs einzutreten. Doch fand er keinen Grund, sich zu weigern. So hob er denn seine Last auf, legte sie in die Vorhalle des Hauses zum Pförtner und folgte dem Jungen ins Haus, das sehr geräumig und solid gebaut war, bis sie in einen großen Saal kamen. An seinen vier Seiten waren Erhöhungen mit kostbaren Divanen angebracht. In der Mitte sprang ein Springbrunnen. Die Fenster gingen auf einen schönen Garten. Ein erfrischender Zephyr führte den Duft der Blumen, den Gesang der Vögel und das Murmeln der Bäche durch die Fenster zu den Ohren der ehrwürdigen Versammlung, welche in weitem Kreise um den Hausherrn herumsaß. Dieser nahm den Ehrenplatz auf einer Erhöhung ein und war ein ehrwürdiger Greis. Als der Lastträger eintrat, grüßte er und küsste die Erde vor den Gästen und dem Hausherrn und dachte, nur im Paradiese gibt es einen solchen Ort. Dann blieb er wie ein wohlgebildeter, anständiger Mann ruhig stehen. Alle erwiderten seinen Gruß und hießen ihn willkommen. Der Hausherr aber grüßte und empfing ihn noch besonders, lud ihn ein, sich neben ihn niederzulassen und fragte ihn, wie er hieße, wo er her sei und was für ein Geschäft er treibe. Der Lastträger antwortete ihm: »Wisse, mein Herr, ich heiße Sindbad der Landmann oder Lastträger, denn meine Beschäftigung besteht darin, den Leuten um Lohn ihre Lasten zu tragen. Dies ist mein einziges Geschäft, das mich ernährt. Ich bin ein sehr armer Mann und weiß nichts anderes zu treiben, um mich vor dem Hungertod zu schützen.« Der Hausherr sagte zu ihm: »Sei nochmals willkommen, du Lastträger. Wisse, auch ich heiße Sindbad, wie du. Ich bin Sindbad der Seemann und du Sindbad der Landmann. Ich heiße dich daher als meinen Bruder willkommen.« Er ließ ihm dann kostbare Speisen vorsetzen, und da er hungrig war, aß er, bis er satt war, worauf dann die Sklaven den Tisch wegtrugen. Der Hausherr hieß ihn dann nochmals willkommen und versicherte ihn, dass ihm seine Gesellschaft sehr angenehm sei. Dann fuhr er fort: »Ich möchte nun, dass du die Verse wiederholtest, welche ich dich vorhin sprechen hörte, da ich zufällig am Fenster stand.« Bei diesen Worten senkte Sindbad, der sich schämte, voll Verlegenheit das Haupt und sagte: »Bei Gott, Herr, nimm mir diese Worte nicht übel. Die große Müdigkeit und die Qual der Armut führt oft den Menschen zu törichten und unanständigen Reden.« »Glaube ja nicht«, erwiderte der Hausherr, »dass ich dir darum zürne. Ich betrachte dich nun als meinen Bruder, und du hast nichts vor mir zu befürchten. Ich bitte dich daher, sage mir jene Verse noch einmal her.« Der Träger trug nun einmal die Verse vor, und sie gefielen dem Hausherrn ungemein. Nachdem er ihnen seinen Beifall und Danke ausgedruckt hatte, sagte er zu ihm: »Wisse, o Bruder, man nennt mich Sindbad den Seemann. Ich will dir alles erzählen, was mir widerfahren ist, ehe ich zu diesem Haus und zu einer solchen Gesellschaft gelangte. Denn erst nach schweren Verlusten, großen Mühseligkeiten und unendlichen Qualen habe ich solchen Wohlstand erreicht. Was habe ich nicht in früherer Zeit leiden müssen? Ich habe 7 Reisen gemacht und jede bildet eine wunderbare Erzählung, die mit Gold geschrieben werden sollte, um jedermann zum Beispiel zu dienen.« Hierauf begann er folgendermaßen: »Wisset, ihr geehrten Herren, mein Vater, der ein sehr reicher Kaufmann war, starb, als ich noch ein kleiner Junge war, und hinterließ mir ein ungeheures Vermögen an liegenden Gütern, Geld und kostbaren Waren. Ich ließ mir wohl sein und verbrachte meine Zeit mit guten Speisen und Getränken und Gesellschaft, die ich meinen guten Freunden gab, und glaubte, das würde mir von Nutzen sein oder ewig so fortgehen. Jahrelang hatte ich so gelebt, bis ich zur Vernunft zurückkehrte und aus meinem Leichtsinn erwachte. Da fand ich mein Vermögen geschwunden und meine Lage verändert. Ich war ganz betäubt und zerknirscht, als all mein Geld dahin war und ich einsah, dass ich dem Schicksal nicht entfliehen könnte. Da fielen mir die Worte ein, die ich als Kind oft von meinem Vater als einen Spruch von dem Herrn Suleiman, Friede sei mit ihm, sagen hörte. 3 Dinge sind 3 anderen vorzuziehen: der Sterbetag, dem Geburtstag, ein lebendiger Hund, einem toten Löwen und ein Grab, dem festesten Palaste. Dann ging ich mit mir zu Rate, was ich tun sollte.
Nach einiger Überlegung verkaufte ich, was ich an Kleidungsstücken, Gerätschaften und liegenden Gütern noch besaß. Ungefähr 3000 Dirham war der Erlös davon. Mich trieb es nun zu reisen, fremde Länder und Städte zu sehen, und ich gedachte der Verse eines Dichters, welcher sagte: Eine hohe Stufe wird nach dem Maße der Anstrengung erreicht. Wer hochsteigen will, muss manche Nacht durchmachen. Wer Perlen wünscht, muss in die Tiefe des Meeres tauchen, dann erst kann er Ansehen und Reichtum erwerben. Wer aber Hoheit und Ansehen wünscht, ohne mit Kraft danach zu streben, der verliert sein Leben in unerfüllbaren Wünschen. Erste Reise Sindbads. Ich machte mich also auf, erzählte Sindbad, und kaufte allerlei Waren. Da ich aber besonders Lust zu einer Seereise hatte, ließ ich alles auf ein Schiff laden, das nach Basra ging. Das Schiff war sehr groß und es waren viele Kaufleute darauf. Wir reisten nun von einer Insel zur anderen, von einem Meer ins andere, von einem Ufer ans andere. Überall, wo wir ankehrten, verkauften oder vertauschten wir unsere Waren. So ging es lange gut fort auf dem Meer, bis wir an eine schöne Insel kamen mit Bäumen, auf welchen viele Vögel herumflogen und die Einheit Gottes verkündigten. Diese Insel war herrlich grün und schien ein Lustgarten des Paradieses zu sein. Der Kapitän des Schiffes rief seinen Leuten zu, die Segel einzuziehen und vor dieser Insel Anker zu werfen. Nun verließ alles das Schiff und lief auf die Insel. Es wurden Fische bereitet, Herde aufgerichtet und Pfannen darüber gehängt und Feuer angezündet. Der eine wusch seine Kleider, der andere kochte, der dritte ging auf der Insel spazieren, um Gottes Schöpfung zu bewundern. Alle waren munter, aßen und tranken auf der Insel. Während wir so in der größten Freude waren, schrie auf einmal der Kapitän ganz laut vom Schiffe auf uns zu: Wehe, ihr Reisenden! Kommt schnell auf das Schiff, lasst all eure Gerätschaften im Stiche und rettet nur schnell euer Leben vor dem Untergange! Denn die Insel, auf der ihr seid, ist nichts als ein großer Fisch, der nun zu wenig Wasser hat und nicht auf dem Lande leben kann. Auch hat der Wind den Sand von ihm weggeblasen, da er jetzt das Feuer auf seinem Rücken spürt, fängt er an, sich zu bewegen und wird nun mit euch ins Meer tauchen. Kommt daher schnell aufs Schiff und rettet euer Leben. Aber noch ehe der Kapitän ausgeredet hatte, fing die Insel an, sich zu bewegen und mitten in stürmendem Meer unterzutauchen, sodass alle, die darauf waren, untergingen. Auch ich sank in die schäumenden Wellen, aber Gott half mir durch ein großes Brett, auf dem die Reisenden gewaschen hatten. Mit leichtem Herzen bestieg ich es, und der Wind spielte mit mir mitten im Meere. Der Kapitän, der die Leute, die auf der Insel waren, untergehen sah, spannte die Segel auf und fuhr mit der Mannschaft, die bei ihm auf dem Schiffe geblieben, davon. Ich sah das Schiff von Ferne, konnte es aber nicht mehr einholen. Der Tag war schon vorüber, die Nacht brach herein mit ihrer Dunkelheit, und das Schiff entschwand nun ganz meinem Blicke. So blieb ich auf dem Brett die ganze Nacht hindurch. Am anderen Morgen warf mich eine große Woge glücklicherweise auf eine Insel. Die Ufer aber waren so abschüssig, dass man nirgends hinaufsteigen konnte. Und ich wäre angesichts derselben untergegangen, wenn nicht einer der Bäume, welche längs der Küste standen, seine Äste so weit erstreckt hätte, dass ich sie ergreifen konnte. Ich hing mich mit aller Kraft und Anstrengung daran fest, kletterte auf den Baum hinauf und von da herunter auf die Insel. Als ich meine Füße betrachtete, sah ich, dass die Fische das Innere meiner Zehen abgefressen hatten, ohne dass ich es vor vieler Anstrengung bemerkt hatte. Ich warf mich nun auf den Boden nieder, denn ich war von meinen vielen Leiden bewusstlos wie ein Toter. So blieb ich vom ersten Nachmittag bis zum folgenden Morgen liegen und erwachte erst, als die Sonne sich schon über die Erde verbreitet und die Insel beschienen hatte. Ich richtete mich auf und versuchte zu gehen, was mir aber bei dem Zustande meiner Füße, die in der Nacht noch angeschwollen waren, sehr schwer wurde. Dessen ungeachtet schleppte ich mich weiter, blieb dann wieder stehen und dachte über meine Lage nach.
Dann machte ich einige Schritte auf den Fersen, aß an Früchten dieser Insel und trank aus den Bächen. Mitten in der Insel fand ich eine frische, süße Wasserquelle und blieb hier einen Tag und eine Nacht. Und der Schlaf und die Ruhe, die ich hier fand, gaben mir meine Kräfte wieder und ich konnte mich leichter bewegen. Ich ging unter den Bäumen spazieren und schnitt mir einen Stock, um mich darauf zu stützen. Auf einmal leuchtete etwas von der Seite des Meeres her wie ein hoher Hügel. Ich ging darauf los, mich immer an den Ästen festhaltend, und erblickte ein Pferd, welches an einen Baum gebunden war. Als es mich sah, wieherte und tobte es so heftig, dass ich erschrak. Dann rief auf einmal eine männliche Stimme und sagte: »Wie kommst du hierher? Und woher kommst du? Aus welchem Lande bist du?« Ich sagte: »Wisser, Fragender, ich bin ein fremder Mann, der auf einem Schiffe Schiffbruch erlitt und sich auf dieser Insel rettete. Nun weiß ich nicht, wohin ich mich wenden soll.« Als der Fremde, ein kräftiger, starker Mann, mich angehört hatte, kam er zum Vorschein, ergriff meine Hand und stieg mit mir in eine Höhle ab, in welche sich ein schönes großes Zimmer befand, das mit Teppichen bedeckt war. Er ließ mich an der oberen Seite des Zimmers niedersetzen und brachte mir einige Speisen, von denen ich aß, bis ich ganz satt war. Mein Geist erholte sich und mein Schrecken ließ nach. Als er sah, dass ich meinen Hunger gestillt und ausgeruht hatte, erkundigte er sich nach meinem Zustand und nach meinen Abenteuern. Ich erzählte ihm meine ganze Geschichte von der frühesten Zeit bis jetzt. Er hörte mit vielem Erstaunen zu und ich sagte zu ihm: »Nimm mir nicht übel, mein Herr, da ich dir nun alles, was mich betrifft, erzählt habe. Willst du mich wohl auch über deine Lage aufklären und mir sagen, wer du bist und warum du hier so abgeschlossen lebst?« Da antwortete er: »Wisse, ich bin der Oberstallmeister des Königs Mirjan und habe die Aufsicht über seine Stallknechte und andere Diener. Wir erziehen ihm echte Rassepferde. Zu dieser Zeit nämlich bringen wir eine Stute von echter Rasse hierher, binden sie an den Ort, den du gesehen hast, und verbergen uns dann in dieser Höhle. Sobald es nun still ist, kommt ein Meerhengst und bespringt die angebundene Stute, welche er dann mit sich ins Meer nehmen will, weil sie aber angebunden ist und ihm nicht folgen kann, zu zerreißen sucht. Sobald er aber mit dem Maul nach ihr greift, um sie umzubringen, stürzen wir bewaffnet aus der Höhle hervor, sodass er sich fürchtet, entflieht und ins Meer zurückkehrt. Die Stute trägt dann von diesem Hengste, und die Jungen werden so gute Pferde, wie man sie nur bei den Sultanen der Insel und des Meeres trifft. Wir warten eben, dass der Hengst komme, und sind wir mit unserer Arbeit fertig, so gehen wir nach Hause und nehmen dich mit. Es ist ein Glück für dich, dass du uns hier getroffen hast, sonst hättest du niemanden gefunden, der dir einen Weg gezeigt hätte. Und du wärest nie mehr in ein bewohntes Land gekommen, denn du bist weit davon entfernt. Du wärest hier in Trauer gestorben und niemand hätte etwas von deinem Tode gewusst.« Während wir so sprachen, stieg ein Pferd aus den Meereswogen hervor wie ein reißender Löwe. Er war höher und breiter als gewöhnliche Pferde und hatte stärkere Füße. Er ging auf die Stute los, belegte sie und wollte sie mitnehmen. Da schrie es aber der Mann mit seinem Gefolge an und sie stürzten mit Lanzen aus der Höhle hervor, sodass es entfloh und wie ein wütendes Kamel ins Meer zurückkehrte. Der Mann band darauf die Stute los und ließ sie eine Weile auf der Insel springen. Es kamen dann noch viele andere dazu, die auch mit Stuten auf der anderen Seite der Insel waren. Als nun alle versammelt waren, nahmen sie die Polster aus der Höhle und ließen sie, was noch von Lebensmitteln übrig war, zurück. Wir gingen dann fort, bis wir zur Stadt des Königs Mirjan kamen, der sich sehr freute, als er die Pferde ankommen sah. Man erzählte ihm mein Abenteuer und stellte mich ihm vor. Er hieß mich willkommen, erkundigte sich nach meinem Wohle und ich erzählte ihm alles, was mich betraf. Der König war sehr erstaunt und sprach: »Bei Gott, du betrittst nun ein neues Leben. Gelobt sei Gott, der dich gerettet hat.« Er schenkte mir Kleider, zog mich in seine Nähe und sein Großmut ging so weit, dass er mich zum Aufseher über die Küsten des Meeres machte. Lange genoss ich seine Freigebigkeit, wofür ich ihm seine Geschäfte besorgte, bei denen ich auch meinen eigenen Vorteil fand. So oft Kaufleute und andere Reisende uns besuchten, erkundigte ich mich nach Bagdad, denn ich hoffte immer, jemanden zu finden, der dahin reisen würde.
aber niemand war je dort gewesen. Niemand wusste was von Bagdad. Mir ward nun bald unheimlich in der Fremde, nach einer so langen Entfernung vom Vaterlande und von meinen Leuten. Einst kam ich zum König und grüßte ihn. Da fand ich indische Kaufleute bei ihm. Wir grüßten uns gegenseitig, sie fragten mich nach meinem Lande und erzählten mir dafür von Indien und wie seine Einwohner in verschiedene Stämme eingeteilt wären. Unter diesen seien die Shakire die vornehmsten, weil sie nie ein Unrecht begehen, noch jemand beneiden, denn das Völkchen der Brahmanen, das nie Wein trinkt, aber doch immer munter und heiter in Scherz und Freude lebt. In ihrem Lande gibt es Pferde, Kamele und Rindvieh. Sie sagten mir auch, dass die Inder sich in 42 Sekten teilen. In dem Lande des Königs Mirjan sah ich eine Insel, Kasel genannt, in der man Tag und Nacht Tamburin und andere Instrumente spielen hört. Die Seeleute sagten mir, die Einwohner seien recht wackere und verständige Leute. Auch sah ich in jenem Meere zwei Fische. Einen 200 Ellen lang und einen anderen 100 Ellen lang, deren Kopf dem einer Nachteule glich. Überhaupt begegnete mir auf dieser Reise so viel Wunderbares, dass ich gar nicht alles beschreiben kann. Nachdem ich einige Zeit in diesem Königreich hier zugebracht hatte, ging ich einst nach meiner Gewohnheit ans Meeresufer. Da landete ein Schiff, sehr reich beladen. Ich blieb stehen, bis die ganze Ladung ausgeschifft war, um sie aufzunehmen. Da kam der Kapitän des Schiffes zu mir und sagte, »Ja, wir haben noch Waren auf dem Schiff, deren Eigentümer wir auf einer Insel verloren haben. Wir wissen nicht, ob er noch am Leben oder ob er umgekommen ist.« Ich fragte ihn nach dessen Namen und er sagte, »Sein Name steht auf seiner Ladung. Er heißt Sindbad, der Seemann, und war von Bagdad aus auf unser Schiff gekommen.« Der Kapitän erzählte mir dann alles, was vorgefallen, und, setzte er hinzu, »Wir haben ihn nicht mehr gesehen.« Wir wollen daher seine Ladung verkaufen, ihren Wert aufnehmen und das Geld seiner Familie bringen. Nun erhob ich meine Stimme und sagte dem Kapitän, ich bin Sindbad der Seemann, den du aus deinem Schiff auf jene Insel ausgeschifft und dieser und jener war mit uns. Als der Fisch sich zu bewegen anfing, riefst du den Reisenden zu, sich zu retten. Einige stiegen schnell aufs Schiff, andere blieben zurück. Zu diesen gehörte auch ich. Und so erzählte ich ihm alles, was mir widerfahren, von Anfang bis zu Ende. Er sagte, gelobt sei Gott für deine Rettung. Der Kapitän neigte jedoch nachdenkend seinen Kopf und schwieg. Dann sagte er, es gibt keinen Schutz und keine Macht, außer bei Gott, dem Erhabenen. Es ist keine Redlichkeit und kein Glauben mehr unter den Menschen. Ich fragte ihn, warum er dies sage. Und er antwortete, weil du mich den Namen Sindbads nennen hörtest und ich dir schon seine ganze Geschichte erzählt habe, gibst du dich für ihn aus, um dich dieser Ladung zu bemächtigen. Bei Gott, das ist eine Sünde, denn ich und alle, die mit auf dem Schiff waren, sahen ihn mit eigenen Augen ertrinken. Ich sagte ihm, »Och, Kapitän, höre meine Erzählung und merke wohl auf, denn Lüge ist nur Sache der Heuchler. Ich habe dir ja schon alles erzählt, wie es mir gegangen und wie ich gerettet worden bin.« Ich erinnerte ihn dann doch an das, was zwischen mir und ihm auf dem Schiffe vorgefallen war, ehe wir zur Insel kamen, und an verschiedene Zeichen zwischen uns, von dem Tage an, wo wir von Basra abreisten. Als er von mir diese Zeichen vernahm und meine Sache ihm klar ward und er sich unserer Gespräche erinnerte, überzeugte er sich, dass ich wirklich Sindbad sei und benachrichtigte davon alle, die auf dem Schiffe waren. Sie versammelten sich um mich, grüßten mich, erkannten mich und glaubten mir, sodass nun auch der Kapitän von meiner Aufrichtigkeit überzeugt ward. Ich erzählte den Kaufleuten alles, was ich gelitten und gesehen und wie ich gerettet wurde, und sie waren sehr erstaunt darüber. Der Kapitän übergab mir dann alles, was mir gehörte. Ich öffnete sogleich einen Ballen, nahm einiges Kostbares heraus, schenkte es dem König Mirjan und sagte ihm, dass dieser Kapitän der Herr des Schiffes sei, auf dem ich war, und dass meine sämtlichen Waren angelangt seien, worauf er mich sehr ehrte und mir viele Geschenke machte. Ich verkaufte dann meine Ladung und gewann sehr viel daran. Dann kaufte ich andere Waren von dieser Stadt, packte sie ein und brachte sie aufs Schiff. Nachdem ich vom König Mirjan, der mir noch viele Geschenke machte, Abschied genommen hatte, reisten wir mit Erlaubnis des erhabenen Gottes ab.
Die Bestimmung begünstigte uns mit einem guten Wind und wir reisten glücklich Tag und Nacht von Insel zu Insel und von Meer zu Meer, bis wir in Basra ankamen. Freudig über unser Wohl gingen wir in die Stadt und nach einem kurzen Aufenthalt daselbst reisten wir nach Bagdad. Ich begab mich mit den vielen Waren, die ich mitgebracht, in mein Stadtviertel, grüßte meine Nachbarn und Freunde, kaufte mein Haus wieder und bewohnte es mit all meinen Verwandten, die sich sehr über mein Glück freuten. Dann kaufte ich viele Sklavinnen und Sklaven, Häuser und Güter, schöner als die früheren Waren, die ich hatte verkaufen müssen. Ich schaffte mir alles wieder neu an, was ich früher vergeudet. Alle meine Leiden vergaß ich in kurzer Zeit und lebte wieder ganz in der schönsten Freude, in angenehmer Gesellschaft, bei gutem Essen und Trinken. Das ist's, was meine erste Reise betrifft. Doch die Nacht umgibt uns schon. Du hast uns durch deinen Besuch viel Freude gemacht. Bleibe daher noch bis zum Nachtessen. Komme dann morgen wieder, damit ich dir mit Gottes Segen erzählen kann, was mir auf der zweiten Reise begegnet ist. Als das Nachtessen vorüber war, ließ Sindbad dem Lastträger 100 Dinare auszahlen. Derselbe nahm sie an und ging mit seiner Last seines Weges, ganz erstaunt über das, was er gehört hatte, ebenso alle anwesenden Freunde Sindbads. Der Lastträger konnte kaum den Tag erwarten, als er aufstand, sich wusch, sein Morgengebet verrichtete und zu Sindbad, dem Seefahrer, ging. Er wünschte ihm guten Morgen, küsste die Erde zu seinen Füßen und dankte ihm für seine Wohltaten. Darauf, da die übrigen Freunde auch schon da waren, bildeten sie einen Kreis um ihn wie am ersten Tage. Sindbad, der Seefahrer, bewillkommte den Lastträger und sagte zu ihm: »Deine Gesellschaft ist uns sehr angenehm.« Hierauf hieß er sich zum Tische, der mit den köstlichsten Speisen bedeckt war, setzen, und sie ließen sich es wohl schmecken. Dann wurde der Weintisch gebracht, auf welchem es an auserlesenen, frischen und trockenen Früchten, Leckerbissen, Wohlgerüchen von Blumen und allerlei Sorbets nicht fehlte. Als sie sich satt gegessen und getrunken hatten, sprach der Seefahrer zu dem Lastträger: »Höre mir, Bruder, aufmerksam zu, was ich von den Abenteuern meiner zweiten Reise erzählen werde. Sie sind weit merkwürdiger als die der ersten und ich habe noch Härteres auf derselben gelitten.« Er begann hierauf wie folgt. Zweite Reise Sindbads. Nach meiner ersten Reise war ich, wie ich gestern erzählt habe, wieder zu meinem früheren Wohlleben in Gesellschaft von Freunden zurückgekehrt. Diese Lebensweise dauerte eine Weile. Eines Tages, als ich sehr vergnügt war, ergriff mich die Lust zu reisen und zu handeln wieder. Ich kaufte Waren, die sich an eine Seereise eigneten, und schiffte mich auf einem guten Schiffe mit anderen Handelsleuten ein. Nachdem wir uns den Segen Gottes erfleht hatten, lichteten wir die Anker und gingen unter Segel. Wir fuhren von Insel zu Insel, von Land zu Land, von Stadt zu Stadt, sahen uns alles an und machten vorteilhafte Tauschgeschäfte. Eines Tages warf uns das Geschick nach Gottes Willen auf eine Insel, die reich an verschiedenen Fruchtgattungen, Blumen und Vögeln, aber so verlassen war, dass wir weder eine Wohnung noch überhaupt ein menschliches Wesen entdecken konnten. Der Kapitän ankerte vor dieser Insel. Die Reisenden stiegen aus und ergötzten sich an diesen Bäumen, Bächen und Vögeln und bewunderten die Schöpfung Gottes. Auch ich verließ das Schiff, setzte mich an einer sprudelnden Quelle nieder und ließ mir von einem Sklaven kostbare Speisen auftragen. Nachdem ich gegessen und getrunken hatte, schickte ich den Diener wieder mit dem Tische aufs Schiff zurück. Ich aber erquickte mich an der klaren Luft, die mich umwehte, und schlief ein. Als ich erwachte, sah ich das Schiff nicht mehr und fand mich ganz allein. Das Schiff war abgesegelt und niemand hat an mich gedacht. Da überfiel mich so großer Kummer und Ärger, dass mir fast die Galle zersprang, denn ich hatte keinerlei Lebensmittel, noch sonst was bei mir, war innerlich und äußerlich erschöpft und verzweifelte am Leben. Ich gab mich allerlei Gedanken hin,
seufzte und jammerte, schalt mich selbst, dass ich eine zweite Reise unternommen, da ich doch zu Hause mit meiner Familie bei größtem Überflusse an Speisen, Getränken und Kleidung in Ruhe hätte leben können. Ich bereute es, Bagdad verlassen und mich nochmals auf die See begeben zu haben, nachdem ich das erste Mal schon so viel gelitten und sogar ohne Gottes besondere Gnade umgekommen wäre. Ich geriet fast vor den Sinn. Zuletzt ergab ich mich den Willen Gottes, ging eine Weile gnadenlos umher, dann stieg ich auf einen hohen Baum und von da aus nach allen Seiten zu spähen, ob ich einen Menschen entdecke. Meine Blicke schweifen über die Meeresfläche hin, konnten jedoch nichts als Himmel und Wasser entdecken. Endlich erblickte ich auf der Insel etwas Weißes. Ich stieg vom Baum und wendete mich nach der Seite, wo ich den Gegenstand meiner Aufmerksamkeit wahrgenommen hatte. Schon in einiger Entfernung bemerkte ich, dass es eine außerordentlich große weiße Kugel war. Näher gekommen berührte ich sie und fand, dass sie zarter als Seide war. Ich ging um dieselbe herum, um nach einer Öffnung zu sehen, ohne dass ich jedoch eine entdecken konnte. Ich hielt es auch für unmöglich, hinaufzusteigen, da sie sehr glatt war. Sie konnte 50 Schritte im Umfang haben. Als die Sonne sich zum Untergang neigte, verfinsterte sich auf einmal die Luft, wie wenn sie von einer dunklen Wolke bedeckt gewesen wäre. Großes Erstaunen über diese Erscheinung befiel mich, denn wir waren im Sommer. Ich entdeckte aber, dass sie von einem Vogel von außerordentlicher Größe herrührte. Es fiel mir bei, dass mir die Matrosen oft von einem Vogel, den sie Rock nannten, erzählt hatten. Und dass die große Kugel, die mich in ein solches Erstaunen versetzt hatte, ein Ei dieses Vogels sein müsse. In der Tat, er schlug sein Gefieder auseinander und ließ sich darauf nieder, gleichsam um es auszubrüten. Als der Vogel auf dem Ei saß und seine Füße ausstreckte, erhob ich mich, band mich daran fest mit der Binde meines Turbans, denn ich dachte bei mir, morgen wird der Vogel seinen Flug fortsetzen und könnte dich auf diese Weise von dieser verlassenen Insel auf bewohntes Land bringen. Dann machst du die Binde wieder los, brauchst nicht mehr auf Inseln umherzuziehen und bist vor wilden Tieren sicher. So brachte ich die Nacht wachend zu. Am folgenden Morgen flog er, sobald der Tag anbrach, davon und trug mich tief in die Wolken hinein, dass ich nichts mehr unter mir sah. Er schien das Gewicht, das an einem seiner Füße hing, durchaus nicht mehr zu spüren, als wenn eine Feder an seinen Krallen hinge. Darauf stieg er aus der schreckhaften Höhe wieder herab mit einer Schnelligkeit, die mir die Besinnung raubte. Als er wieder mit mir Boden gefasst hatte, band ich schnell die Binde los, die mich an ihn gefesselt hatte. Kaum war mir dies jedoch gelungen, als er mit dem Schnabel eine Schlange von unerhörter Größe erfasste und mit ihr davonflog. Hierüber war ich sehr erstaunt und verlor meinen Mut. Nachdem ich mich wieder etwas gefasst hatte, stellte ich Betrachtung über meine Lage an. Der Ort, wo ich mich befand, war ein großer Hügel. Unter mir war ein großes, weites Tal, von allen Seiten mit Bergen umgeben, deren Spitzen sich in den Wolken verloren, sodass kein Auge sie sehen konnte, noch jemand imstande war, sie zu ersteigen. Ich machte mir Vorwürfe über das, was ich getan, und sagte, »Es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott, dem Erhabenen. So wie ich einer Gefahr entgehe, gerate ich in eine andere.« Während ich im Tale umherging, entdeckte ich, dass dessen Boden aus Diamant bestand. Es ist ein sehr harter, fester Stein, den man weder mit Eisen noch mit Stahl brechen kann und der zum Zerschneiden von Porzellan und Perlen und Mineralien gekauft wird. In dem Tale gibt es auch eine große Anzahl Schlangen, so lang und dick wie ein großer Dattelbaum, sodass jeder von ihnen einen Elefanten hätte verschlingen können. Während des Tages zogen sie sich in ihre Höhlen aus Furcht vor dem Vogel Rock zurück und kamen erst des Nachts zum Vorschein. Ich ging im Tale umher, bis ich eine große Höhle erblickte. Ich ging auf sie zu und trat hinein. Den Eingang, der nieder und eng war, verstopfte ich mit einem großen Stein. Als ich mich aber in der Höhle umsah, entdeckte ich eine große Schlange, welche auf Eiern von der Größe eines Elefanten lag. Ich konnte die ganze Nacht vor Furcht nicht schlafen, denn ich erblickte bald noch andere von gleicher Art. Doch nahm ich mich zusammen und hielt mich wach, bis der Tag anbrach und einen Schein in die Höhle warf.
Da schob ich den Stein von der Höhle weg, ging heraus und wandelte vom langen Bachen und von Furcht wie eine Leiche aussehend im Tale umher. Auf einmal fiel ein geschlachtetes Tier vom Berge herab. Als ich dies sah, fiel mir ein, was mir früher ein Kaufmann erzählt hatte. Es gibt einen Berg von Diamantstein, der aber so hoch ist, dass ihn niemand besteigen kann. Die Kaufleute gebrauchen aber eine List, um sich Diamantsteine zu verschaffen. Sie schlachten ein Lamm, ziehen ihm die Haut ab und werfen das Fleisch in das Tal, sodass die Steine an dem frischen Fleisch hängen bleiben. Wenn dann die Adler dieses Fleisch nehmen und damit auf die Höhe fliegen, so gehen die Landsleute auf die Adler los und zwingen sie, durch starkes Geschrei davonzufliegen und das Fleisch im Stich zu lassen, worauf die Kaufleute die Diamanten von den Fleischstücken lösen und mitnehmen und das Fleisch den Raubtieren überlassen. Sie bedienen sich dieser List, weil es kein anderes Mittel gibt, um Diamanten und Magnetsteine zu gewinnen. Ich fing an, viele Diamanten zu sammeln und einzustecken. Ich nahm also das Stück Fleisch und band es mit dem Tuche meines Turbans an meine Brust fest. Bald kam ein Adler und fasste mit seinen Krallen dasjenige Stück, in das ich mich hineingebunden hatte, und trug es auf den Gipfel des Berges und wollte es verzehren, aber die Handelsleute, die in der Nähe waren, schrien laut und machten großen Lärm mit Brettern, um den Adler von seiner Beute zu verscheuchen, was ihnen auch gelang. Ich aber machte mich, sobald der Adler das Lamm verlassen hatte, los und blieb daneben stehen. Einer derselben näherte sich hierauf und suchte nach Steinen an dem Tiere. Als er keine fand, schrie er: »Wehe, wehe, alle meine Mühe war vergebens. Meine Reise bringt mir keinen Vorteil.« Als er dann seinen Blick auf mich warf, erschrak er. Ich sagte: »Fürchte nichts, mein Bruder. Ich bin ein Mensch wie du. Ich bin auf wunderbare Weise hierher gekommen. Auch sollst du keinen Schaden haben. Ich besitze viele Diamantsteine und gebe dir mehr, als du an diesem Tiere gefunden hättest, dem ich meine Rettung verdanke, da ich mit demselben auf diesen Berg gekommen bin. Sei nur ohne Sorge.« Ich hatte nicht so bald geendigt, als die anderen Handelsleute, die mich bemerkt hatten, sich um mich versammelten und ihr Erstaunen, mich zu sehen, ausdrückten, das ich noch durch Erzählung meiner Geschichte vermehrte. Sie sagten mir, dass ein jeder von ihnen ein solches geschlachtetes Tier ins Tale werfe, und zeigten mir die Diamanten, die jeder gewonnen hatte. Da zog ich eine Handvoll aus meiner Tasche und gab sie dem Kaufmann, mit dessen Lamm ich auf den Berg gekommen war. Und da es mehr war, als er gefunden hätte, freute er sich sehr und dankte mir. Die übrigen Diamanten verkaufte ich den Kaufleuten und ließ mir einen Beutel geben und legte das übrige Geld in einen Gurt, den ich bei mir trug. Ich reiste dann mit ihnen von Land zu Land und von Stadt zu Stadt, machte überall Geschäfte, bis wir glücklich in Basra angelangten. Unter vielen Inseln, die wir durchwanderten, war auch eine, auf welcher der Kampferbaum wächst, der so dick und laubig ist, dass 100 Menschen in seinem Schatten Platz haben. Die Flüssigkeit, die den Kampfer gibt, fließt aus einer Öffnung, die man mit einer langen Lanze oben am Baume macht. Dieselbe sieht wie Milch aus, verdichtet sich wie Gummi und bildet den Saft des Baumes. Nachdem die Flüssigkeit ausgelassen, dörrt der Baum und stirbt ab. Auf der nämlichen Insel gibt es Rhinoceros, Tiere größer und stärker als der Elefant. Sie weiden wie Büffel, deren es so viele Sorten auf dieser Insel gibt, und wie Stiere bei uns frei umher. Sie tragen ein 10 Ellen langes starkes Horn, so dick wie ein Dattelbaum. Man sieht darauf Umrisse, die einen Menschen vorstellen. Das Rhinoceros schlägt sich, wie mir ein Reisender erzählt hat, mit dem Elefanten, durchbohrt ihm den Leib mit seinem Horn und trägt ihn auf seinem Kopfe, ohne eine Last zu spüren, umher, bis er tot ist. Bald jedoch fließt im Sommer bei der Hitze das Fett des Elefanten über seine Augen und macht sie blind. Darauf kommt der Vogel Rock, umfasst sie beide mit seinen Krallen, um sie in sein Nest zu tragen und seine Jungen damit zu füttern. Ich habe auf jener Insel noch andere Merkwürdigkeiten und Wunderdinge gesehen. Als wir nach Basra kamen, hielten wir uns einige Tage auf, dann reisten wir nach Bagdad. Meine Familie freute sich über meine glückliche Ankunft und meine Freunde beglückwünschten mich. Und ich machte ihnen sowohl als meinen Nachbarn viele Geschenke, setzte wieder mein Handelsgeschäft fort mit allerlei Waren und Edelsteinen, derer ich mehr als früher besaß,
schaffte mir schöne Diener an und ließ es wohl sein bei gutem Essen, Trinken und allerlei Zerstreuungen. Ich ward wegen meiner Abenteuer bewundert und von jedem, der eine große Reise unternehmen wollte, zu Rat gezogen. Hiermit schloss Sindbad die Erzählung seiner zweiten Reise. Er gab noch 100 Dinare dem Lastträger und lud ihn auf den folgenden Tag ein, die Erzählung der dritten Reise zu hören. Der Lastträger ging nach Hause und kam den darauffolgenden Tag wieder. Man setzte sich zu Tische. Sindbad fuhr nach genommener Mahlzeit folgendermaßen fort. Dritte Reise Sindbads. Wisset, meine Freunde, nachdem ich, wie ich euch gestern erzählt habe, einige Zeit in Bagdad mich dem Wohlleben hingegeben hatte, kam mir wieder die Lust zu reisen und zu Erwerb. Denn der Mensch sehnt sich immer nach etwas. Ich packte daher viele Waren für eine Seereise zusammen, vergaß meine früheren Leiden, reiste nach Basra und ging am Ufer des Meeres umher. Da sah ich ein großes Schiff, auf welchem angesehene, rechtschaffene und fromme Kaufleute sich befanden. Ich ließ meine sämtlichen Waren auf das Schiff bringen und die Kaufleute freuten sich mit meiner Gesellschaft. Wir reisten mit Gottes Segen ohne Unfall und machten großen Gewinn. Eines Tages, als wir ganz vergnügt auf wogendem Meere waren, stieß der Kapitän ein Jammergeschrei aus, schlug sich ins Gesicht, riss sich die Haare vom Barte aus und zerriss seine Kleider. Dann rief er laut: »Oh, ihr Kaufleute, wir sind alle verloren!« Als wir fragten, was es gäbe, sagte er: »Wisset, dass die heftigen Stürme uns am Wege abgeführt haben und unser Missgeschick hat uns an die Affeninsel gebracht, auf welcher Affen wie Heuschrecken umherspringen. Noch ist kein Mensch auf diese Insel gekommen, der nicht seinen Tod gefunden hätte.« Der Kapitän warf die Anker aus und ließ die Segel einziehen, aber alsbald kamen die Affen von der Insel her auf uns zu, stiegen von allen Seiten her auf das Schiff in so großer Zahl, dass wir sie weder töten noch fortjagen konnten. Bald bissen sie auch mit ihren Zähnen das Ankertau und die Segelstricke durch, zogen das Schiff an Land, ließen uns aussteigen und verschwanden mit dem Schiffe samt allem, was darauf war. Diese Affen hatten gelbe Augen, schwarze Gesichter und klebrige Haare. Wir gingen, ohne zu wissen, was aus uns werden sollte, auf der Insel umher und nährten uns von Pflanzen. Da leuchtete uns eine Wohnung mitten in der Insel entgegen, und als wir uns näherten, bemerkten wir ein großes, wohlgebautes, hohes Schloss mit einem großen Tore und zwei Flügeln von Ebenholz. Wir traten hinein und befanden uns in einem großen Hofe, in welchem viele Gebeine umherlagen und viel grünes und trockenes Holz aufgespeichert war. Wir wunderten uns sehr darüber, blieben jedoch, da wir sehr müde und niedergeschlagen waren, im Schlosse, in welchem wir keinen Menschen sahen. Während wir in diesem Zustande der Verzweiflung waren, bebte auf einmal die Erde mit uns, und mit einem Geräusch ähnlich dem Brausen des Sturmwindes trat eine schwarze Menschengestalt, groß wie ein Palmenbaum, zu uns heran. Sie hatte rote Augen, ein schwarzes Gesicht, weite Nasenlöcher und einen großen Mund. Sie setzte sich auf eine Bank und ruhte ein wenig aus. Dann heftete sie ihre Augen auf uns und trat uns näher. Beim Blick dieses Riesen bebten und zitterten wir vor Angst. Er fasste mich an, setzte mich auf seine Hand wie einen Sperling, drehte mich herum und befühlte mich, wie es ein Metzger mit einem Schlachttiere tut, und stellte mich dann auf die Seite, fern von meinen Reisegefährten. Er verfuhr dann mit diesen in gleicher Weise, bis er an den Kapitän kam, welcher der fetteste von uns war. Diesen packte er am Nacken, warf ihn aufs Gesicht, setzte seinen Fuß auf das Genick und zerbrach es. Hierauf holte er viel Holz herbei und zündete ein Feuer an, und als das Holz zu Kohlen ward, nahm er einen großen Bratspieß, durchbohrte damit den Kapitän, hob ihn über die Kohlen, drehte ihn rechts und links über denselben, bis er gebraten war, legte den Leichnam vor sich hin, bis er kalt war, darauf riss er mit den Nägeln von ihm herunter, aß davon, bis er satt war, und warf die abgenagten Beine auf die Seite. Dann kehrte er nach seinem Platz zurück,
legte sich auf die Bank und schnarchte wie ein Tier, das man schlachtet. Wir aber blieben voneinander getrennt stehen und wagten es nicht, aus Furcht uns wieder zu vereinigen, bis Gott den Morgen leuchten ließ und der Riese seines Weges ging, ohne dass wir wussten, wohin. Dann traten wir wieder zusammen und bedauerten den Kapitän und dachten, morgen wird es einem anderen von uns ebenso ergehen und wir werden alle hinsterben, ohne dass jemand etwas von uns wisse. Wir beschlossen, auf der Insel ein Versteck zu suchen oder zu entfliehen. Wir fanden aber keinen sicheren Ort. Wir kehrten daher, nachdem wir einige Pflanzen als Nahrung zu uns genommen, wieder in das Schloss zurück und setzten uns auf unseren früheren Platz. Kaum saßen wir, so erbebte die Erde. Der Riese erschien und traf auf uns zu, nachdem er ein wenig auf der Bank ausgeruht hatte, drehte uns einen nach dem anderen herum, ergriff dann einen von uns und verfuhr mit ihm wie mit dem ersten. Nachdem er ihn gebraten und verzehrt hatte, legte er sich wieder auf die Bank und schnarchte, wie wenn ein Sturmwind brauste, die ganze Nacht hindurch. Aber wir konnten vor Furcht nicht schlafen. Als der Tag leuchtete, verließ er uns. Wir traten dann zusammen, klagten über unsere Lage und dachten, bei Gott, besser ertrinken als gebraten werden. Da sagte einer von uns, meine Freunde, lasst uns eine List ersinnen, diesen Verruchten zu töten und uns allen Gläubigen Ruhe zu schaffen. Die übrigen Kaufleute stimmten mit diesem Vorschlag überein. Ich aber sagte, guter Rat ist noch besser als Totschlagen. Wollt ihr durchaus töten, so lasset uns vorher von diesem Holz ein Floß bauen, das wir am Ufer bereithalten. Gelingt es uns, den Riesen zu töten, so mag daraus werden, was Gott will. Wenn nicht, so steigen wir auf das Floß und rudern in die hohe See und vertrauen auf Gott. Werden wir gerettet? Nun gut. Ertrinken wir, so sterben wir als Märtyrer und werden doch nicht getötet und verbrannt. Mein Rat wurde gut geheißen. Wir trugen alsbald Holz nach dem Ufer, nahmen Stricke, die um das Schloss herum lagen, und allerlei Fetzen, die wir zusammenflochten, und banden damit das Floß fest, das wir am Ufer befestigten. Hierauf kehrten wir in das Schloss zurück, und kaum hatten wir unseren früheren Platz wieder eingenommen, so bebte die Erde, und jenes Ungeheuer kam wieder mit einem Getöse wie ein Sturmwind, fasste einen von uns und verfuhr mit ihm wie mit dem ersten. Als er ihn gebraten und verzehrt hatte, schlief er wie gewöhnlich wieder ein. Dann nahmen wir den eisernen Spieß, an dem er die Menschen gebraten hatte, legten ihn auf die Kohlen, trugen noch mehr Holz hinzu und legten einen zweiten Spieß daneben. Als sie rot wie feurige Kohlen waren, gingen wir damit auf den verruchten Schwarzen zu, der wie der Donner schnarchte, und bohrten die Spieße in seine Augen. Er stieß einen fürchterlichen Schrei aus, erhob sich von der Bank und ging im Hofe umher, nach uns greifend. Wir verbargen uns aber, doch überfiel uns große Angst, und wir sahen schon den Tod vor Augen. Indessen hatte er das Gesicht verloren, und er ging unter grässlichem Geheul und Gestampf zur Türe hinaus, sodass die Erde unter uns bebte. Wir verließen das Schloss und begaben uns an das Ufer der Insel, wo wir unsere Flöße stehen hatten, und wir sagten zueinander, wenn der Verruchte bis nach Sonnenuntergang ausbleibt, so dürfen wir annehmen, dass er umgekommen ist. Kehrt er aber wieder ins Schloss, so müssen wir uns auf die Flöße begeben und fortrudern und uns in den Willen Gottes ergeben. Während wir uns so besprachen, kam der Schwarze mit zwei anderen, die noch stärker und gräulicher waren als er und wie Werwölfe aussahen, mit Augen wie glühende Kohlen. Als wir ihn so auf die Schultern seiner beiden Gefährten gestützt dem Schlosse zugehen sahen, begaben wir uns auf unsere Flöße, die wir so schnell als möglich vom Ufer wegzurudern suchten. Die Riesen bemerkten dies zeitig, bewaffneten sich mit großen Steinen, liefen auf das Ufer zu und warfen uns die Steine nach, von denen uns viele trafen und töteten, während andere ins Meer fielen. Da ich und meine Kameraden mit allen Kräften ruderten, so befanden wir uns bald auf der hohen See und wurden ein Spiel der Winde und Wellen, die uns hin und her warfen. Wir waren nur noch unserer drei, die übrigen waren umgekommen und wurden, wie sie tot waren, von uns ins Meer geworfen. Trotz aller Hungerqual hörten wir doch nicht auf, mit aller Kraft zu rudern und uns gegenseitig zu ermutigen, bis wir vom Winde gegen eine Insel getrieben wurden, auf welche wir Bäche, Bäume und Vögel fanden.
Da wir vor Ermüdung, Hunger und Furcht wie Leichen waren, freuten wir uns über unsere Rettung und stärkten uns an den Früchten dieser Insel. Als der Abend nagte, legten wir uns nieder und schliefen ein. Auf einmal wurden wir von einem Geräusch ähnlich dem eines Sturmwindes geweckt. Und groß war unsere Furcht, als wir uns von einer mächtigen großen Schlange umzingelt sahen. Sie fuhr auf einen meiner Kameraden los und würgte ihn hinunter. Man sah nur noch seine Schultern und seinen Kopf aus ihrem Rachen hervorstechen. Er schrie laut, und die Schlange machte eine schnelle Bewegung, indem sie sich zusammen und gleich darauf wieder auseinanderrollte. Wir hörten seine Gebeine krachen, und verschlungen war der ganze Mann. Darauf ging die Schlange wieder ihres Weges. Wir beide übrigen fürchteten, die Schlange möchte auch bald in ähnlicher Weise mit uns verfahren. Und wir sagten, es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott, dem Erhabenen. Schon fühlten wir uns glücklich, der Grausamkeit der Riesen und der Wut der Wellen entgangen zu sein. Und jetzt befanden wir uns in Lagen, die noch schrecklicher sind. Wir gingen auf der Insel umher, um eine Zuflucht zu suchen, fanden aber keine. Wir aßen von den Früchten, die darauf wuchsen, mit der schrecklichen Vermutung, dass einer von uns von der Schlange noch an diesem Abend aufgefressen werde. Endlich bemerkten wir einen hohen Baum, auf den wir stiegen, um uns die Nacht über in Sicherheit zu bringen. Gleich darauf nahte sich die Schlange dem Baum, auf dem wir waren. Sie legte sich an dessen Stamm und erreichte meinen Kameraden und würgte ihn hinunter. Ich stieg auf die obersten Zweige und dachte, wenn ich herunterstürze und umkomme, so habe ich doch Ruhe vor dieser Angst, vor dem Hunger und den Strapazen in der Fremde. Indessen ging die Schlange, nachdem sie meinen Gefährten am Baume zermalmt hatte, wieder ihres Weges. Und ich brachte die Nacht allein auf dem Baume zu, erschüttert von dem, was ich gesehen, und entschlossen, mich vom Baume herunterzustürzen, falls die Schlange wiederkehren sollte. Denn ich dachte, lieber so sterben, als von der Schlange verschlungen zu werden. Am folgenden Morgen wollte ich mich ins Meer werfen. Aber mein Innerstes sträubte sich dagegen, denn der Mensch hängt doch am Leben. Ich machte mich daher auf, suchte verschiedenes Holz und trockenes Gesträuch zusammen, aus dem ich Stricke flocht. Ich umgab mich dann von allen Seiten mit festgebundenen Brettern und Scheitern, sodass ich wie in einer Kiste lag und die Schlange mich nicht erreichen konnte. Die Schlange kam des Abends und schlich um mich herum. Sie konnte meiner jedoch nicht habhaft werden, wegen des Walds, der mir zum Schutz diente, und trieb es so bis zum Tage, in dem sie unter fortwährendem Gezische sich bald näherte, bald wieder entfernte. Ich sah alles und war dem Tode nahe vor Furcht. Als der Tag nahte, zog sie sich zurück. Ich machte mich alsbald von dem Holze los, lief auf der Insel umher, aß einige Früchte und gelangte auf einen Hügel, von welchem ich ein Schiff mitten in den Meereswellen erblickte. Ich rief aus voller Kehle demselben entgegen, winkte mit dem Zweige eines Baumes und ward sogleich von der Schiffsmannschaft gesehen. Das Schiff näherte sich dem Ufer und die Leute fragten mich, wer ich sei. Ich antwortete, »Ich bin ein Mensch, nehmt mich auf, ich will euch erzählen, wie ich hierher gekommen.« Sie nahmen mich auf, brachten mir einige Proviant und als ich mich gestärkt hatte, erzählte ich ihnen meine ganze Leidensgeschichte von meiner Abreise aus der Heimat an bis zum Augenblick, wo ich aufs Schiff kam. Und sie waren sehr erstaunt über meine Abenteuer. Sie zogen mir dann meine zerfetzten und übel riechenden Kleider aus, warfen sie in das Meer, brachten mir andere, reine Kleider sowie auch verschiedene Lebensmittel und frisches Wasser. So ward ich wieder neu belebt, nachdem ich schon der Verzweiflung preisgegeben war. Und ich wähnte mich im Traume, als ich, nach so schweren Leiden, mich wieder in solchem Wohlbehagen sah. Wir hielten eine Zeit lang das Meer bei günstigem Winde und landeten endlich bei Calaset, woher man das Sandelholz bezieht, und gingen im Hafen dieser Insel vor Anker. Meine Reisegefährten und sämtliche Handelsleute fingen an, ihre Waren ausschiffen zu lassen, um sie zu verkaufen oder um Tauschhandel zu treiben. Unterdessen rief mir der Schiffskapitän und sprach zu mir, »Höre, mein Herr, du bist fremd und arm und hast uns erzählt, was du gelitten, und darum will ich dir Gutes zuwenden und um Gottes Willen Nutzen verschaffen.«
Als ich hierauf antwortete, ich sei allerdings in größter Dürftigkeit, er möge tun, was ihm gut dünke, fuhr er fort. Wisse, auf dem Schiffe befinden sich Waren, die einem Handelsmanne von Bagdad gehörten, der mehrere Jahre mit uns gereist ist und den wir dann verloren haben. Wir wollen seine Waren verkaufen, das Geld dafür nehmen und es nach Rückkunft seinen Erben zustellen, so wie sie sich als solche ausweisen werden. Du aber sollst sie verkaufen und einen entsprechenden Lohn dafür in Empfang nehmen, wovon du auf der Reise leben kannst. Ich dankte Gott, sprach kein Wort und nahm mich zusammen, bis alle Waren ausgeladen waren und die Kaufleute sich miteinander unterhielten. Da wendete ich mich zum Kapitän und bat ihn, Mineris über den Eigentümer dieser Waren zu berichten. Und als er erzählte, wie sie ihn auf einer Insel zurückgelassen, weil sie ihn ganz vergessen hatten und dabei auch meinen Namen nannte, war meine Freude grenzenlos. Und ich rief laut, »Oh, Kapitän! Oh, ihr Kaufleute! Bei Gott, ich bin Sindbad der Seefahrer. Die Waren gehören mir. Alle Kaufleute werden es bezeugen.« Da sagte der Kapitän, »Wie magst du dies behaupten?« Und er wollte nichts von allem glauben. Bald versammelten sich die übrigen um uns, die einen glaubten mir, während mich die anderen für einen Lügner hielten. Da trat auf einmal ein Handelsmann aus ihrer Mitte hervor, grüßte mich und sprach, »Du hast wahr gesprochen, Sindbad der Seemann! Dieses Geld und diese Waren gehören dir!« Doch höre, so erzählte Sindbad, wie dies zuging. Dieser Kaufmann sagte, »Ich erzähle euch vor kurzem das Wunderbarste, was mir jemals auf Reisen begegnet, als ich nämlich einen Diamanten sammelte und vom Diamantenberge herab Fleischstücke auswarf, wie einst ein Mensch daran festgebunden war. Dies war Sindbad, der mir dann viele Diamanten schickte, von denen er die Taschen voll hatte. Wir reisten dann zusammen nach Basra, von wo er sich nach Bagdad begab. Ich weiß nicht, was ihm inzwischen zugestoßen. Danke aber Gott, dass er wieder bei uns ist, um euch zu überzeugen, dass ich die Wahrheit berichtet und dass ihn der Herr wieder zu seinen Waren geführt.« Nachdem dieser Kaufmann so gesprochen, gab ich dem Kapitän noch andere Zeichen, sodass er keinen Zweifel mehr hatte und mich aufs Neue willkommen hieß und umarmte und sagte, »Gott sei für deine Rettung gepriesen.« Nachdem ich dann meine ganze Geschichte erzählt und noch andere Beweise angeführt hatte, wurden mir meine Waren ausgeliefert. Ich handelte damit und machte ungewöhnlich großen Gewinn. Von der Insel Kalasset segelten wir nach Indien, wo ich Gewürznelken, Ingwer und andere Spezereien einkaufte. Von hier segelten wir nach Sindh, wo wir auch Handel trieben und uns das Land ansahen. Auf dieser Reise sah ich unzählbare Merkwürdigkeiten, unter anderem Fische wie Stiere und Esel, auch Vögel, die aus einer Seemuschel hervorgingen und auf dem Wasser Eier legen und ausbrüten und nie das trockene Land betreten. Endlich kam ich nach einer langen Reise von Insel zu Insel in Basra an und erreichte schließlich wieder Bagdad mit mehr Geld und Waren, als ich selbst wusste. Ich machte meinen Freunden und Bekannten viele Geschenke, kleidete Waisen und Witwen, schaffte mir wieder Sklaven und Sklavinnen an und lebte in süßer Behaglichkeit an guten Speisen und Getränken, an Musik, Gesang und schönen Mädchen, mich ergötzend, froh und heiter und gedachte nicht mehr der ausgestandenen Leiden. Das ist der Schluss meiner dritten Reise. Sindbad ließ dann Speisen auftragen, gab dem Lastträger wieder 100 Goldstücke und sprach, »Komme morgen wieder. Du sollst dann hören, was mir noch Merkwürdigeres auf der vierten Reise begegnet ist.« Der Lastträger versprach es und ging nach Hause, verwundert über das, was er von Sindbad gehört hatte. Des anderen Tages ging er wieder zu ihm. Als sie alle beisammen waren, schmausten sie wie den vorhergehenden Tag. Später begann Sindbad. Vierte Reise Sindbads. Ich lebte einige Zeit, allen Lebensgenüssen hingegeben, und vergaß alle früheren Strapazen im Übermaße meines Glücks und meiner blühenden Geschäfte. Eines Tages besuchten mich vornehme Kaufleute, die durch ihr Gespräch über Handel und Reisen auch meine Wanderlust wieder weckten, sodass ich beschloss, mit ihnen zu reisen, um neue Länder zu sehen. Ich kaufte kostbare Waren für den Seehandel ein und begab mich mit meinen Freunden auf ein großes Schiff.
Wir waren längere Zeit unterwegs, als wir eines Tages bei einer bisher außerordentlich günstigen Fahrt von einem Windstoß getroffen wurden, der den Kapitän zwang, die Segel einzuziehen und die Anker auszuwerfen. Der Sturm kam aber dann von vorne, zerriss unsere Segel sowie das Ankertau und schlug den Mastbaum um, sodass das Schiff unterging und eine große Anzahl Handelsleute ertranken und die Ladung zugrunde ging. Ich und einige andere Handelsleute hatten das Glück, uns an einem Brette festhalten zu können, auf dem wir einige Zeit bei stillem Winde mit Händen und Füßen fortruderten. Dann erhob sich der Sturm wieder und die Wellen trieben uns nach Gottes Bestimmung gegen eine große Insel. Wir stiegen ans Land, außer uns vor Erschöpfung, Hunger, Durst und Kälte, und nährten uns von einigen Pflanzen. Die Nacht aber ruhten wir am Ufer aus. Den darauffolgenden Tag entfernten wir uns mit dem ersten Strahl der Sonne vom Ufer, drangen auf der Insel vor und bemerkten Wohnungen, denen wir uns näherten. Sogleich kam ein Schwarzer aus den Hütten uns entgegen. Ohne uns zu grüßen, ergriff er uns und führte uns zu ihrem Oberhaupte. Man stellte uns eine Speise vor, die wir nicht kannten, noch je gesehen hatten. Meine Kameraden, an denen Hunger gezehrt hatte, aßen davon. Ich aber hatte einen Ekel davor und wollte trotz meines Hungers nicht einmal davon kosten. Dies war mein von Gott beschiedenes Glück. Denn kurz darauf bemerkte ich, dass meine Kameraden den Verstand verloren hatten und wie Rasende weiter aßen. Man reichte uns darauf Kokosnussöl. Meine Kameraden, die schon von Sinnen waren, aßen auch hiervon und rieben sich damit ein. Ich erstaunte darüber und sah dann, dass es Magier waren, die jeden Fremden, der zu ihnen kam, mästeten und ihrem König, der ein Werwolf war, gebraten zu essen gaben. Dies geschah meinen Kameraden, die durch diese Speisen ihren Verstand verloren hatten. Ich aber blieb 2 Tage bei ihnen und enthielt mich aus Furcht und Angst jeder Speise und jedes Getränks. Ich zehrte sichtbar ab und meine Haut dorrte aus. Die Schwarzen bemerkten meinen krankhaften Zustand und ließen mich hier leben und kümmerten sich gar nicht um mich. Auf diese Weise konnte ich mich eines Tages von den Wohnungen der Schwarzen entfernen und mich von den Pflanzen der Insel nährend verstohlen weitergehen. Da bemerkte ich in der Ferne einen Greis und ging auf ihn zu, um zu sehen, wer er sei. Er war der Hirt, der die Menschen auf die Weide führte, welche vom König verzehrt werden sollten. Er musste sie, nachdem sie von der genannten Speise gegessen hatten, ins Freie führen, wo sie von den Früchten der Insel gemästet wurden, bis sie recht fett wurden. Als ich dies wahrnahm, fürchtete ich mich und wollte umkehren. Der Greis, welcher merkte, dass ich verständiger war als die anderen, gab mir durch ein Zeichen zu verstehen, dass ich den Weg nach rechts einschlagen sollte, um zu meinem Ziele zu gelangen. Ich folgte dieser Weisung, schlug den bezeichneten Weg rechts ein, fürchtete immer verfolgt zu werden, lief bald, ging dann wieder und ruhte aus. Und endlich, als die Nacht hereinbrach und ich weit entfernt vom Greis war, legte ich mich nieder, konnte aber vor Angst und Müdigkeit nicht schlafen. Ich stand wieder auf, ging die ganze Nacht durch, des Morgens ruhte ich wieder aus und stärkte mich an einigen Pflanzen und Früchten und setzte so meinen Marsch 7 Tage lang fort. Am 8. Tage bemerkte ich in der Ferne einen Greis. Ich ging auf ihn zu und erreichte ihn beim Sonnenuntergang. Da fand ich bei ihm weiße Menschen, die beschäftigt waren, Pfeffer zu sammeln. Sie kamen mir sogleich, als sie meiner ansichtig wurden, entgegen und fragten mich, wer ich sei und woher ich komme. Ich erzählte ihnen, wie ich Schiffbruch gelitten, auf diese Insel gekommen und in die Hände der Schwarzen gefallen sei. Sie unterbrachen mich mit der Frage, durch welche Wunder ich den Schwarzen habe entkommen können, welche diese Insel beherrschen. Ich erzählte ihnen alles von Anfang bis zu Ende, was hier zu wiederholen überflüssig wäre, und sie waren höchstlich verwundert darüber. Sie brachten mir dann etwas zu essen, und als ich gegessen und ausgeruht hatte, schiffte ich mich mit ihnen ein. Und wir begaben uns auf die Insel, woher sie gekommen waren. Sie brachten mich zu ihrem König, der mich begrüßte und begierig, meine Geschichte zu hören, sich dieselbe genau erzählen ließ. Nachdem ich alles erzählt hatte, beglückwünschte er mich, hieß mich sitzen und ließ mir zu essen geben. Ich pries Gott, dankte ihm für seine Güte und blieb in seiner Hauptstadt, welche sehr bevölkert war und großen Handel trieb.
Dieser reizende Aufenthalt tröstete mich mächtig über mein Unglück. Und die Güte, die der König für mich hatte, machte mich vollends zufrieden. Und ich befreundete mich bald mit den Bewohnern der Stadt. Ich bemerkte in diesem Lande etwas, das mir sehr ungewöhnlich schien. Jedermann ritt auf den besten Pferden ohne Steigbügel und ohne Sattel. Ich fragte eines Tages den König, warum er sich keines Sattels bediene. Seine Antwort war, ich spreche ihm von Dingen, deren Anwendung er nicht kenne. Ich bat um die Erlaubnis, einen Sattel zu verfertigen und ging sogleich zu einem Schreiner und lehrte ihn, einen Sattel nach einer Zeichnung bauen, die ich ihm gab. Als dieselbe fertig war, fütterte ich ihn mit Wolle aus und besetzte ihn mit Leder. Darauf ging ich zum Spiet, der mir eine Gebissstange und Steigbügel, wie ich ihm zeigte, machte. Als alles dies aufs Beste fertig war, ging ich hin zum König, suchte eines seiner besten Pferde aus, legte ihm Sattel und Zaum an und bat ihn, das Pferd zu besteigen. Der König bestieg dasselbe und hatte an der Erfindung solchen Gefallen, dass er mir seine Freude durch die glänzendsten Geschenke bezeigte. Darauf machte ich verschiedene Sättel für die übrigen Großen des Reichs, die mir alle Dinge schenkten, die mich binnen kurzem zum reichen Mann machte. Auch bei den übrigen Einwohnern kam ich in großen Ruf und war allgemein geschätzt und geachtet, weil ich den Schreiner gelehrt hatte, das Gerippe zum Sattel zu verfertigen und den Schmied Zaum und Steigbügel zu schmieken. Eines Tages sagte mir der König, »Sindbad, ich habe dich gern und weiß auch, dass all meine Untertanen dasselbe tun. Ich habe eine Bitte an dich. Du musst mir versprechen, sie zu erfüllen. Dann wirst du alles Gute erlangen.« »König«, war meine Antwort, »was verlangst du von mir?« Der König erwiderte, »Mein Wunsch ist, du nehmest eine der vornehmsten Töchter meiner Stadt zur Frau, damit ich dieselbe fessle und du einer der unsrigen werdest. Ich will dir Einkünfte verschaffen, die dir gestatten, im Überfluss zu leben.« Da ich nicht wagte, dem Befehl des Königs zuwiderzuhandeln, so erwiderte ich, »Du hast so gebieten, o König der Zeit.« Er ließ alsbald den Kadi und die Gerichtszeugen rufen und verheiratete mich mit einer vornehmen, adeligen, sehr schönen Frau, die viel Geld und Güter besaß. Er wies mir dann eine Wohnung an, schenkte mir Sklaven und gab mir Diener und bestimmte mir ein Gehalt und Rationen. Ich freute mich damit und dachte, ich gebe mich der Fügung Gottes hin, weil er mich einst wieder in meine Heimat zurückführen. So kann niemand hindern und es bleibt mir dann die Wahl, ob ich die Frau mitnehme oder entlasse. Indessen liebte ich bald meine Frau und ward auch von ihr geliebt, sodass wir eine geraume Zeit sehr glücklich lebten. Eines Tages hörte ich ein Jammergeschrei aus dem Hause meines Nachbarn, mit dem ich befreundet war. Ich fragte nach der Ursache dieses Jammerns und vernahm, seine Gattin sei gestorben. Ich hielt es für meine Pflicht, ihn zu besuchen. Ich ging zu ihm, um ihn zu trösten und fand ihn tief bekümmert. Gott stärke dich, vermehre deinen Lohn, erbarme sich der Verstorbenen und verleihe dir ein langes Leben, war meine Anrede. Ach, rief er aus, was können mir deine Wünsche nützen? Ich habe bloß noch eine Stunde zu leben. Ich sehe dich und all meine Freunde nicht wieder bis zum Auferstehungstage. Ich fragte, wieso dies? Wisse, erwiderte er. Man wird alsbald meine Frau waschen und in ein Totengewand hüllen und beerdigen und mich mit ihr begraben. Dies ist der Gebrauch unseres Volkes. Der lebende Mann wird mit seiner gestorbenen Frau und die lebende Frau mit ihrem gestorbenen Mann begraben, damit sie auch nach dem Tode vereinigt bleiben. Ich sagte, bei Gott, das ist eine abscheuliche Sitte, der sich niemand gern unterwirft. Während wir uns so unterhielten, kamen die meisten Stadtbewohner herbei, um die Trauernden zu trösten. Man legte dann die Frau in einen Sarg und ging damit ans Ende der Insel bis zu einem großen Stein, der eine große Zisterne bedeckte. Der Stein wurde aufgehoben und der Leichnam, sowohl als der lebendige Mann, wurden an einen Strick hinabgelassen. Der Mann, dem man einen Krug Wasser und 7 Brötchen mitgab, löste den Strick ab, der wieder heraufgezogen wurde, worauf dann die Öffnung wieder mit dem Stein geschlossen wurde und jeder seines Weges ging. Als ich hierauf wieder zum König kam, sagte ich ihm, »O mein Herr, wie mögt ihr Menschen lebendig begraben?« Er antwortete, »So ist es Sitte bei uns. Stirbt ein Mann, so wird seine Gattin mit ihm begraben. Stirbt eine Frau, so folgt ihr der Gattin ins Grab. So war es Sitte bei unseren Vätern und Ahnen und den Königen vor uns.«
Ich sagte, das ist eine schlimme Sitte. Dann fragte ich, gilt dieses Gesetz auch für Fremdlinge? Allerdings, erwiderte Mermir, sind Sie nicht davon ausgenommen. Die Furcht, dass meine Frau vor mir sterben könnte und ich dann lebend mit ihr begraben würde, flößte mir sehr trübe Gedanken ein. Ich befand mich wie in einem Gefängnis durch diese Worte des Königs und verabscheute meinen Aufenthalt in einer solchen Stadt. Am Ende beruhigte ich mich wieder und dachte, vielleicht sterbe ich vor meiner Frau oder wird mir Gott helfen, dass ich vor ihrem Tode in meine Heimat zurückkehre. Aber nach einiger Zeit erkrankte sie, hütete das Bett und starb. Mein Schmerz war groß, denn ich konnte nicht mehr entfliehen. Viele Leute kamen, um mich und die Verwandten der Frau zu trösten, und der König selbst erschien auch, um mir sein Beileid zu bezeugen. Man stattete alsbald meine Frau aus und trug sie in einem Sarge nach jenem Berge, hob den Stein von der Zisterne, dann sprach man mir Trost zu und verabschiedete sich von mir. Ich schrie, ist es erlaubt von Gott, einen Fremden lebendig zu begraben? Ich bin nicht von eurigen, kannte eure Sitte nicht. Hätte ich sie gekannt, so würde ich keine eurer Frauen geheiratet haben. Sie hörten mich aber nicht an und hatten kein Mitleid mit mir. Sie banden mich fest, ließen mich in die Zisterne hinab und riefen mir zu, mach den Strick los! Als ich dies nicht tat und fortwährend schrie, warfen sie den Strick auf mich herab und deckten die Öffnung wie gewöhnlich zu. Da sie gewohnt waren, dem Verstorbenen die schönsten Kleider und den kostbarsten Schmuck anzuziehen, so geschah dies auch bei meiner Frau, welche wertvolle Edelsteine an ihrem Schmucke hatte. Als die Leute fort waren, sah ich mich in der Zisterne um, welche von einem abscheulichen Gestank angefüllt war, und vernahm ein leises Stöhnen, das meine Angst noch vermehrte. Es kam von einem Manne, der wenige Tage vor mir hinabgelassen worden war. Ich wurde fast rasend vor Verzweiflung und dachte, es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott. Gottes Wille geschehe. Warum musste ich mich in dieser Stadt verheiraten? Ich war doch früher so vergnügt. Ich erinnerte mich an mein früheres glückliches Leben und dachte, wäre ich doch wenigstens einen schönen Tod gestorben und gewaschen und beerdigt worden. Bei Gott, so wie ich in einem Unheil entkomme, stürze ich in ein anderes und am Ende soll ich so jämmerlich umkommen und lebendig begraben werden. Gott verdamme das Gelüste nach weltlichen Dingen, nur meine Gier hat mich in so verzweifelte Lage gebracht. Ich fuhr dann fort, mir selbst Vorwürfe zu machen und mir zu sagen, dass ich dies und noch mehr von Gott verdient habe, da ich ein freies, ruhiges Leben geführt hatte und nicht geruht, bis ich in eine dunkle Zisterne zu Leichen geworfen wurde. Ich wünschte mir den Tod und wendete mich dann vom Satan ab und flehte Gottes Schutz an. Ich hatte jedoch eine schlimme Nacht, war hungrig und durstig und befand mich in solcher Dunkelheit, dass ich den Tag nicht von der Nacht unterscheiden konnte. Ich streckte die Hand nach dem Brote aus und aß etwa die Hälfte eines Brötchens, nahm auch ein wenig Wasser aus dem Krug, denn ich dachte, ich will wenig essen, vielleicht rettet mich Gott noch. Dann ging ich an den Seiten der Zisterne umher und sah, dass es eine große Höhle war, in welcher viele Leichen und Knochen umherlagen. Plötzlich ging die Öffnung der Zisterne wieder auf. Es kam Licht von oben und ich dachte, es wird vielleicht wieder jemand begraben. Ich blickte hinauf, ohne gesehen zu werden, und bald ließ man einen toten Mann und eine hübsche, lebendige Frau zu mir herab, der man wie gewöhnlich einen Krug Wasser und 7 Brötchen mitgab. Sobald die Leute von der Öffnung fern waren, machte ich mich auf und gab ihr schnell mit einem der Knochen, die umherlagen, 2 Schläge auf den Kopf, wovon sie die Besinnung und das Leben verlor. Ich nahm dann ihr Brot und ihr Wasser und was sie an Schmuck und Edelsteinen an sich hatte und näherte mich von diesem Brot, nahm aber nie zu viel zu mir, somit der Vorrat lang währte, denn ich hoffte immer noch auf Gottes Hilfe. So lebte ich längere Zeit, indem ich immer die Leute, die man lebendig herabließ, erschlug und mich ihres Vorrats bemächtigte. Eines Tages, als ich so dasaß, hörte ich ein Rasseln an den Knochen, die an der Seite der Zisterne lagen. Ich stand auf, um zu sehen, was dies bedeutete, denn ich fürchtete mich, da bemerkte ich, wie etwas vor mir herging. Ich ergriff einen Knochen und verfolgte den Gegenstand, er lief aber vor mir weg. Ich verfolgte ihn so lange, bis ich ein Licht entdeckte, das in der Ferne einem Sterne glich. Ich ging diesem Licht immer näher und dachte, vielleicht hat die Zisterne eine zweite Öffnung,
und entdeckte zuletzt, dass es von einer Öffnung des Felsens kam, die nach dem Meere ginge und durch welche Tiere kamen, um die toten Gebeine zu fressen. Als ich dessen gewiss war, beruhigte ich mich und sah wieder neues Leben vor mir, nachdem ich mich dem Tode verfallen geglaubt hatte. Und mir war, als träumte ich. Ich gab mir Mühe, um durch die Öffnung zu gelangen und befand mich am Ufer des Meeres, durch einen hohen Berg von der Stadt getrennt, nach welcher gar kein Weg führte. Ich dankte Gott für meine Rettung. Drauf ging ich in die Höhle zurück, um das Brot und Wasser zu suchen, das ich noch darin hatte. Dann kehrte ich wieder zurück und nahm alle Diamanten, Perlen, Rubinen, goldene Armspangen mit den übrigen Goldstoffen, die sich in den Bahren befanden, weg, um sie ans Meeresufer zu tragen. Ich machte mehrere Packen daraus und hüllte sie in Totengewänder ein. Ich ging dann jeden Tag wieder in die Höhle, erschlug die Leute, die man lebendig herabgelassen, und nahm ihr Brot und ihr Wasser. Nach einiger Zeit, als ich so am Ufer des Meeres saß, bemerkte ich ein Schiff, das vorübersegelte. Ich rief aus vollem Halse, damit man mich hörte, und winkte mit einem Fetzen von einem Totengewande, das neben mir lag. Man bemerkte mich, und die Schaluppe ward abgesandt, um mich an Bord zu führen. Auf die Frage der Matrosen, wer ich sei und wie ich mich an diesem Ort befinde, wo sie vor mir noch keinen Menschen gesehen, antwortete ich, ich sei ein Kaufmann und habe mich auf einem Schiffe befunden, das untergegangen ist, und mit großer Anstrengung mich hierher mit einigen Effekten und etwas Schmuck gerettet. Ich sagte ihnen aber nichts von dem, was mir in der Stadt und in der Höhle widerfahren, weil ich fürchtete, es möchte jemand aus der Stadt auf dem Schiffe sein. Sie nahmen mich mit meinen Effekten auf. Und als ich auf das Schiff kam, sammelte ich alles um mich herum, und als der Kapitän mich ausfragte, wiederholte ich, was ich den Matrosen erzählt hatte, und bemerkte, dass ich meine ganze Ladung verloren, kein Geld besitze und nur einigen Schmuck aus dem Schiffbruch gerettet habe. Ich bot ihm dann einiges davon an, da er mich doch aufgenommen. Er nahm jedoch aber nichts an, indem er sagte, dass er Gott zu Ehren jeden, der Schiffbruch gelitten oder auf einer Insel verlassen ist, aufnehme und mit Proviant versorge, und dass er sich freue, mich außer aller Gefahr auf seinem Schiffe zu sehen. In der Tat versorgte mich der Kapitän unentgeltlich, bis wir glücklich nach Basra kamen, von wo ich, nach kurzem Aufenthalt, mich nach Bagdad begab. Ich teilte meine Schätze mit meiner Familie und mit meinen Freunden, beschenkte die Armen und Waisen und lebte wieder einige Zeit in Lust und Wonne mit meinen Freunden. Das sind die Abenteuer meiner vierten Reise, komme aber morgen wieder, sagte er hierauf zu Sindbad, dem Landmanne, um die Geschichte meiner fünften Reise zu vernehmen, die noch wunderbarer als die der früheren ist. Er ließ ihm dann wieder 100 Dinare geben, und am folgenden Morgen, als er wiederkehrte und man gegessen und getrunken hatte, begann der Seefahrer folgende Erzählung. Fünfte Reise Sindbads. Die Genüsse übten solche Gewalt auf mich aus, dass ich schnell die ausgestandenen Leiden und Strapazen vergaß. Aufs Neue reizte mich der Trieb, fremde Länder zu sehen. Ich kaufte daher Waren, ließ sie einpacken und reiste damit nach Basra. Als ich an das Ufer des Meeres kam, sah ich ein großes Schiff, auf dem viele Kaufleute waren. Ich kaufte es, nahm einen Kapitän und Matrosen in Sold und bestieg es mit meinen Sklaven und Dienern. Wir lasen die erste Sure des Korans und reisten mit Gottes Hilfe Tag und Nacht von Stadt zu Stadt und von Land zu Land, bis uns das Geschick auf eine verlassene Insel trieb, wo wir ein Ei des Vogels Rock fanden, das in der Ferne einer Kuppel gleich sah. Das Junge war gerade im Begriff herauszuschlüpfen und dessen Schnabel war schon sichtbar. Die Handelsleute, die sich mit mir eingeschifft hatten und auch mit mir an Land gestiegen waren, schlugen mit Steinen auf das Ei los, brachten darin eine Öffnung an, aus der sie das Junge des Vogels Rock herausnahmen. Sie schlachteten es und nahmen viel Fleisch davon. Ich schlief neben dem Schiffe. Als ich erwachte, rief ich ihnen zu, das Ei nicht zu berühren, da sonst der Vogel unser Schiff zertrümmern würde, aber sie hörten nicht auf meine Worte, so sehr ich sie auch deshalb anschrie. Während wir so sprachen, verfinsterte sich die Atmosphäre.
und die Sonne verhüllte sich, obgleich es zur Mittagszeit war. Die Sonne ward wie von einer schwarzen Wolke überzogen, und als wir gen Himmel sahen, bemerkten wir, dass die vermeintliche Wolke die Flügel des Vogels Rock waren, der in der Luft über seinem Ei umherkreiste. Der Kapitän rief uns zu, so schnell als möglich das Schiff zu besteigen, um nicht vom Rock getötet zu werden. Wir eilten auf das Schiff und entfernten uns eilig vom Ufer. Inzwischen sah sich der Vogel nach seinem Ei um und stieß ein furchtbares Geheul aus, als er es zerbrochen fand. Er verfolgte uns dann mit seinem Weibchen. Und trotz aller Anstrengung, das Schiff so schnell als möglich in Bewegung zu setzen, fanden sie sich doch bald über unserem Schiffe. Und wir bemerkten, dass jeder zwischen seinen Krallen ein Felsenstück von ungeheurer Größe hielt. Der Rock ließ hierauf das Felsstück, das er hielt, über uns herfallen. Der Steuermann konnte jedoch schnell genug dem Schiff eine andere Wendung geben, wodurch jenes ins Meer fiel und dasselbe bis auf den Grund aufwühlte, sodass das Schiff in die Höhe gehoben und dann wieder niedergeworfen ward und nahezu unterging. Kaum waren wir durch Gottes Hilfe dieser Gefahr entronnen, so ließ das Weibchen die noch größere Felsenmasse mitten auf unser Schiff fallen, sodass es zerschmettert ward. Die Matrosen und Reisenden ertranken. Ich selbst kam unter Wasser. Glücklicherweise konnte ich mich an einem Stücke der Schiffstrümmer halten, indem ich mich so 3 Tage mit der Hand hielt und mit den Füßen ruderte, wurde ich endlich mit günstigem Winde gegen eine Insel getrieben. Ich war wie eine Leiche vor Hunger, Müdigkeit und Ärger. Und ich machte mir Vorwürfe, dass ich mein glückliches Leben aufgegeben und aus Übermut mich neuen Gefahren ausgesetzt hatte. Als ich indessen eine Weile geschlafen und mich gestärkt hatte, ging ich auf der Insel umher und fand sie reich an Vögeln, Bächen und Baumfrüchten. Ich aß und trank, bis ich gesättigt war, und legte mich des Abends nieder in großer Furcht, weil ich keine Spur von einem menschlichen Wesen entdeckt hatte. Als ich ein wenig auf der Insel zwischen Bäumen und Bächen vordrang, bemerkte ich einen Mann, der bei einem tätigen Wasserrade saß. Er war ganz nackt, hatte nur eine Schürze aus Palmfasern und einen Gürtel aus geflochtenen Blättern an. Ich dachte, er ist vielleicht fremd wie ich und näherte mich ihn grüßend. Er erwiderte meinen Gruß mit Anstand und Freundlichkeit und hieß mich willkommen. Ich fragte ihn, wer er sei, woher er komme und auf welchem Orte ich mich befände. Er gab mir durch Zeichen zu verstehen, dass ich ihn zu dem Brunnen des Wasserrads tragen sollte. Anfangs dachte ich mir, dass sein Zustand wirklich diese Hilfe nötig machte. Ich nahm ihn daher auf meinen Rücken und trug ihn bis an den bezeichneten Ort. Dann hieß ich ihn absteigen und wollte ihn niedersetzen. Ich konnte ihn aber nicht von den Schultern herunterbringen, denn er hatte mir die Beine um den Hals geschlungen, deren Haut der eines Büffels glich und die so schwer war wie ein Berg. Als ich sah, in welch neues Unglück ich mich gestürzt, rief ich: Es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott, dem Erhabenen. So oft ich von einem Übel frei bin, stürze ich in ein anderes. Mein Herz ward von Schrecken erfüllt. Die Welt schwarz vor meinen Augen und ich fiel wie eine Leiche zur Erde nieder. Er hob seine Beine ein wenig auf, und ich ruhte und sah, dass seine Beine meinen Hals noch ärger zerschunden hatten, als wenn er mit einer Peitsche geschlagen worden wäre. Ich erhob mich und wollte davonlaufen. Aber er rief mich zurück und befahl mir, ihn unter den Bäumen umherzutragen, und als ich mich nicht beeilte, sprang er wieder auf meine Schultern und stieß mir mit seinen Füßen, dass ich glaubte, er habe mir Brust und Rippen zerbrochen. So trug ich ihn dann mitten in die Insel, denn so oft ich stehen blieb, schlug er mich. Ich war wie sein Gefangener, sodass ich am Leben verzweifelte. Er aber aß von den Früchten der Bäume und verunreinigte mich und stieg weder bei Tag noch bei Nacht von meinem Nacken herunter. Selbst wenn er schlief, hatte er seine Beine fest um meinen Hals geschlungen, sodass ich mich nicht losmachen konnte. Und wenn ich nicht alsbald nach seinem Wunsche aufstand oder weiterging, so schlug er mich auf die Seiten und auf die Brust. Und seine Schläge waren ärger als Peitschenhiebe, sodass ich aus Furcht vor ihm ganz gehorsam sein musste. Ich wünschte den Tod herbei und machte mir Vorwürfe, dass ich mich von meiner Leidenschaft aus der Ruhe in solche Qualen habe stürzen lassen. Und nahm ich mir vor, in Zukunft mich keinem Menschen mehr zu nähern, der mich um Hilfe angeht. Eines Tages fand ich auf meinem Wege mehrere trockene Kürbisse.
Ich nahm einen ausgetrockneten, hüllte ihn schön aus und drückte den Saft mehrerer Trauben hinein. Als ich den Kürbis angefüllt hatte, schloss ich die Öffnung wieder, die ich am oberen Teile angebracht hatte, und legte ihn einige Tage in die Sonne, bis der Traubensaft sich in starken Wein verwandelt hatte. Dann trank ich jeden Tag davon, und er gab mir Kraft und berauschte mich, dass ich keine Müdigkeit mehr fühlte. Eines Tages ward ich vom Weine so munter, dass ich anfing zu singen, Verse zu rezitieren, die Hände zusammenzuschlagen und mit dem Greis hin und her zu hüpfen. Als der Greis die Wirkung merkte, die das Getränk auf mich gemacht hatte, gab er mir zu verstehen, dass er auch davon trinken wolle. Ich reichte ihm daher den Kürbis hin, den er ergriff und bis auf den letzten Tropfen leerte. Er wurde alsbald sehr heiter, klatschte mit den Händen, hüpfte auf meine Schultern, seine Beine fingen an, sich zu lockern, er zitterte an allen Gliedern und wurde ganz betäubt. Da löste ich ihm seine Beine von meinen Schultern, setzte ihn auf die Erde und freute mich sehr, als ich ihn noch immer ganz bewusstlos sah. Ich holte dann einen großen Stein zwischen den Bäumen hervor, warf ihn mit aller Kraft auf seinen Kopf, sodass ich ihm den Hirnschädel zerschmetterte und sein Blut sich mit seinem Fleische mischte. Gott eilte mit seiner Seele in die Hölle. Möge er kein Erbarmen mit ihm haben. Ich ging dann wieder an das Ufer, an der Stelle zurück, an der ich mich früher befand, und nährte mich von den Früchten der Insel und sah immer nach dem Meere hin. Groß war meine Freude, als eines Tages ein Schiff heransegelte und an dieser Insel ankerte. Ich ging auf die Mannschaft zu, grüßte sie, manche erwiderte meinen Gruß und bald sammelten sich alle Leute vom Schiffe um mich, um zu hören, wie ich hierher gekommen. Nachdem ich nun meine ganze Geschichte erzählt hatte, sagte der Kapitän, »Der Alte, den du erschlagen hast, wird der Scheich des Meeres genannt. Niemand ist ihm noch lebendig entkommen. Wer unter ihm umgekommen ist, den hat er gefressen.« Man wünschte mir Glück zu meiner Rettung, schenkte mir Lebensmittel und Kleidungsstücke und nannte mich mit auf das Schiff, das nach wenigen Tagen gegen eine große Stadt getrieben wurde, die am Ufer des Meeres lag, mit einem großen, festen Schlosse, welches Mauern mit einem eisenbeschlagenen Tore umgaben. Durch dieses Tor begeben sich die Bewohner der Stadt des Abends an das Ufer und besteigen ihre Nachen, auf denen sie mitten im Meere die Nacht zubringen, aus Furcht vor den Affen. Ich dachte mit Bewunderung darüber nach und erinnerte mich an meine früheren Abenteuer mit den Affen und gedachte auch meiner Freunde. Während ich aber so in Gedanken vertieft in der Stadt umherging, segelte das Schiff weiter, und ich bereute es, mich davon entfernt zu haben, aber meine Reue konnte mir nichts mehr nützen. Als ein Mann aus dieser Stadt mich so nachdenkend sah, sagte er zu mir, »Du scheinst hier fremd zu sein.« Ich antwortete, »Allerdings, ich befand mich auf dem Schiff, das hier geankert hatte, und während ich mich in der Stadt umsah, segelte es weiter und ließ mich zurück. Ich bin nun allein, ganz unbekannt mit der Stadt und ihren Bewohnern.« Der Mann erwiderte, »Sei ohne Furcht. Geh mit mir auf meinen Nachen, denn wenn du die Nacht in der Stadt bleibst, kommst du um.« Ich folgte ihm und stieg in seinen Nachen, der sich ungefähr eine Meile weit von der Küste entfernte und erst des Morgens wieder nach der Stadt zurückgebracht wurde, welche an der Grenze des Landes der Schwarzen lag. Denn wer die Nacht über in der Stadt blieb, wurde von den Affen aufgefressen. Den Tag über ging jeder seinem Geschäfte nach. Mich aber fragte der Mann, der mich aufgenommen hatte, »Verstehst du kein Handwerk?« Ich antwortete, »Bei Gott, ich bin kein Handwerker. Ich war ein reicher Kaufmann, trieb Handel, habe aber durch Schiffbruch alles verloren.« Ich erzählte ihm dann meine ganze Leidensgeschichte. Und als er sie mit großem Erstaunen angehört hatte, sagte er, indem er mir einen baumwollenen Beutel mit Steinen gefüllt überreichte, »Nimm diesen Beutel und folge mir.« Er führte mich dann zu einer Gesellschaft und sagte, »Hier ist ein fremder Mann, der Schiffbruch gelitten und nicht mehr besitzt und kein Handwerk versteht. Nehmt ihn mit, lehrt ihn euer Geschäft. Vielleicht erwirbt er so viel, dass er damit in seine Heimat zurückkehren kann.« Die Leute, denen er mich so empfohlen hatte, hießen mich willkommen und sagten, »Bei unserem Haupt und unseren Augen.« Hierauf sagte der Mann, »Nun tu, was sie tun, und wenn du zurückkehrst, so komme wieder zu mir.«
Er verließ mich dann, nachdem er mir noch einige Lebensmittel gegeben hatte. Ich dankte ihm und schloss mich den übrigen an, bis sie zu hohen, glatten Bäumen gelangten, auf die kein Mensch hinaufklettern konnte und unter welchen viele Affen lagen. Als die Affen uns sahen, stiegen sie auf die Bäume. Die Leute warfen ihnen Steine aus ihren Taschen nach, woraufhin die Affen Früchte pflückten und herabwarfen. Als ich sie näher betrachtete, waren es Kokosnüsse, und die Bäume waren Kokosnussbäume, deren Früchte nur auf diese Weise gewonnen werden konnten. Ich nahm dann auch Steine aus meinem Beutel und schleuderte sie gegen die Affen, die mich wieder mit Nüssen bewarfen, die ich in großer Zahl sammelte. So brachten wir den ganzen Tag zu, und des Abends kehrten wir in die Stadt zurück, und ich übergab dem Manne, der mich aufgenommen, was ich gesammelt hatte. Er freute sich und sagte, »Geh jeden Tag mit den Leuten und bringe, was dir Gott beschert. Vielleicht bringst du so viel zusammen, dass, wenn du sie verkaufst, du mit dem Erlös in deine Heimat zurückkehren kannst.« Ich dankte ihm und wünschte ihm viel Gutes für das, was er mich gelehrt, und fuhr fort, Nüsse zu sammeln und zu verkaufen und das Geld, um mich herum zu binden. Eines Tages ankerte ein Schiff vor der Stadt, auf welchem viele Kaufleute waren, die mit ihren Waren Tauschhandel trieben. Ich ging zu meinem Wirte und sagte ihm, dass ich die Absicht habe, mit dem angekommenen Schiffe abzureisen. Er ging zum Kapitän, mietete mir einen Platz, gab mir noch einige Lebensmittel und nahm Abschied von mir. Ich begab mich auf das Schiff mit vielen Kokosnüssen, denn ich hatte nur einen Teil derselben verkauft. Auch schenkten mir meine Gefährten noch viele Nüsse, und wir reisten von Insel zu Insel, bis wir an eine große Stadt kamen. Ich vertauschte meine Nüsse gegen Gewürznelken und Pfeffer und sah mir den Pfefferbaum an, von dem man mir sagte, er trage große Büschel, und neben jedem Büschel wachse ein großes Blatt, das ihn beschatte und gegen Regen schütze, und wenn er aufhört, sich wieder nach unten wende. Wir kamen auch auf andere Inseln, auf welchen verschiedenes Aloeholz wächst, deren Bäume im Meer wurzeln. Die Bewohner derselben sind dem Weine und der Unsittlichkeit ergeben und wissen nichts vom Gebete. Dann kamen wir auf die Insel der Perlensammler. Ich gab Tauchern viele Kokosnüsse und ließ sie für mich untertauchen und vertraute dabei auf Gott. Sie brachten viele kostbare Perlen herauf, und ich wurde reicher, als ich es je war. So reisten wir immer weiter bis nach Basra. Hier hielt ich mich einige Tage auf, um auszuruhen. Dann mietete ich ein Schiff und reiste mit all meinen Waren nach Bagdad zu meiner Familie und zu meinen Freunden, von denen ich geglaubt hatte, ich würde sie nie mehr wiedersehen. Nun lebte ich wieder wie früher, in Lust und Wonne, und vergaß bald all meine Leiden. Das sind meine Abenteuer der fünften Reise. So schloss Sindbad seine Erzählung, ließ dann Sindbad dem Landmann wieder 100 Dinare geben und lud ihn ein, am folgenden Morgen wiederzukehren, um die Ereignisse der sechsten Reise zu hören. Sechste Reise Sindbads. Am folgenden Morgen erzählte Sindbad, der Seefahrer, »Nachdem ich längere Zeit im höchsten Glück gelebt hatte und immer reicher wurde, kamen reisende Kaufleute zu mir und sprachen von ihren Reisen und von ihrem großen Gewinn. Da überkam mich auch wieder die Lust zu reisen und fremde Länder zu besuchen. Ich kaufte kostbare Waren für eine Seereise, schaffte mir Proviant an und mietete ein Schiff nach Basra. Hier fand ich ein großes Schiff mit vielen angesehenen Kaufleuten. Ich reiste mit ihnen nach dem Willen Gottes von Meer zu Meer, von Insel zu Insel und von Stadt zu Stadt, machte überall Geschäfte und lebte sehr vergnügt, bis eines Tages der Kapitän plötzlich seine Matrosen anschrie, sich wie ein Weib ins Gesicht schlug, den Turban vom Haupte warf und sich den Bart ausraufte und rief, »Hier, mein Haus ist verödet, meine Kinder sind Waisen!« Als wir ihn in solchem Zustand sahen, wurde das Licht zur Finsternis in unseren Augen. Wir gingen auf ihn zu und fragten ihn, was vorgefallen sei. Er antwortete, »Wir können diesem Berg nicht entrinnen. Er ist ein hoher Berg und darunter ein sehr harter.
Wir haben den Weg verfehlt und das Schicksal hat uns an einen Ort getrieben, von welchem noch niemand entkommen ist. Doch seid fest im Glauben und betet zu Gott. Vielleicht ist eine reine Seele unter euch, deren Gebet Gott erhört, dass wir gerettet werden. Wir fingen an zu beten. Der Kapitän stieg auf den Mastbaum, um zu sehen, wo wir uns hinwenden könnten. Er fand aber kein Mittel, das Schiff abzulenken. Er stieg daher wieder herunter und fiel vor Gram ohnmächtig auf das Schiff. Bald darauf wehte uns ein Wind vom Berg entgegen. Das Schiff drehte sich dreimal im Kreise herum, stieß dann zweimal gegen den Berg und wurde zerschmettert. Und was darauf war, ging unter. Manche Reisende, worunter auch ich, klammerten sich an der Seite des Berges an und es gelang ihnen, ihn zu erklimmen. Andere ertranken. Als wir auf dem Berg waren, sahen wir eine Insel mit großen Bäumen. Und am Ufer lagen viele Gebeine und Hirnschalen von Menschen und viele Waren und wertvolle Gegenstände von zertrümmerten Schiffen, welche der Wind und die Wellen dahingetrieben hatten. Ich ging, über meine Lage nachdenkend und mir Vorwürfe machend, dass ich mich neuen Gefahren ausgesetzt, mit den anderen Geretteten auf der Insel umher, bis wir an eine frische Quelle kamen, die aus dem Berg entsprang. Wir tranken und gingen weiter und waren erstaunt über die Masse kostbarer Güter, die am Ufer herumlagen und von gescheiterten Schiffen herrührten. Auch fanden wir allerlei Edelsteine auf dem Berg, sowohl auf dem Grund der Quelle, von welcher wir tranken. Desgleichen sahen wir verschiedene Sorten edler Aloe-Bäume. Auch fließt Ambra an der Seite eines Bächleins wie Wachs, das die Seetiere verschlingen, dann aber am Meere wieder ausspeien, worauf es Farbe und Beschaffenheit ändert. Alles dies findet sich auf dieser Insel, die aber wegen des Berges, an welchem die Schiffe scheitern, unzugänglich ist. Wir gingen nun ratlos umher, ohne zu wissen, wohin, und wurden immer schwächer, denn wir mussten uns von Pflanzen ernähren. So oft einer von uns starb, wuschen wir ihn, hüllten ihn in seine Kleider und beerdigten ihn am Ufer der Insel. Unsere Zahl ward immer geringer, sie schmolz bald auf drei zusammen, und schließlich blieb ich allein noch am Leben. Ich machte mir Vorwürfe und dachte, wäre ich doch vor meinen Gefährten gestorben, sie hätten mich doch gewaschen, eingehüllt und beerdigt, während jetzt niemand dies tun kann. Ich grub mir dann ein tiefes Grab und dachte, wenn ich meine Lebenskraft gesunken fühle, so lege ich mich hinein und sterbe darin. Während ich damit beschäftigt war, konnte ich mich nicht enthalten, mir Vorstellungen darüber zu machen, dass ich schuld an meinem eigenen Unglück sei, um meine Reue zu gestehen, dass ich abermals ohne Not mich auf die Reise begeben habe. Gott, der Allmächtige, flößte mir dann den Gedanken ein, dieser Bach, der unter der Erde fließt, müsse notwendig an irgendeiner Stelle wieder hervortreten. Wenn ich ein Floß baue und mich damit dem Laufe des Wassers anvertraue, so werde ich entweder mit Gottes Hilfe gerettet oder zugrunde gehen. Ist Letzteres der Fall, so ist es doch besser auf dem Bache als hier umzukommen. Ich fing sogleich an, das Floß zu bauen. Ich machte es aus Schiffstrümmern und dicken Seilen, die von den gescheiterten Schiffen am Ufer umherlagen, und band sie so stark zusammen, dass ein Fahrzeug daraus entstand wie ein Fischerkahn, so fest wie mit Nägeln beschlagen und ungefähr so breit wie der Bach. Als es fertig war, belud ich es mit einigen Packen Perlen, Edelsteinen, grauem Bernstein und Aloeholz. Ich packte alles mit einigen Pflanzen zur Nahrung fest zusammen und schiffte mich auf meinem Floß mit zwei kleinen Rudern ein und überließ mich dem Laufe des Stroms, indem ich mich dem Segen des Allmächtigen empfahl. So wie ich mich in der Höhle befand, sah ich keine Tageshelle mehr, und der Lauf des Flusses riss mich fort, ohne dass ich bemerken konnte, wohin. Ich fuhr während einiger Tage in dieser Dunkelheit, ohne dass ich einen Lichtstrahl entdecken konnte. Ich fand zuweilen die Wölbung der Höhle so nieder, dass ich nahe daran war, mir den Kopf zu verletzen. Auch war an manchen Stellen der Bach so eingeengt, dass ich die Ruder auf den Kahn legen musste. Ich bereute, was ich getan, und vor Todesangst vergaß ich Hunger und Durst. So ging das fort. Bald schlief ich ein, bald erwachte ich wieder, bald wurde der Bach eingeengt, bald war er wieder breit und die Strömung trieb den Kahn immer vorwärts. Endlich fiel ich vor Schwäche und Hunger in einen festen Schlaf. Und als ich erwachte, sah ich mich auf einem freien Felde, am Ufer eines Flusses,
wo selbst mein Floß angebunden war und mitten unter einer großen Zahl Indianer und Schwarzer. Sie redeten mich an. Ich verstand jedoch ihre Sprache nicht. In diesem Augenblick war ich so von Freude ergriffen, dass ich nicht wusste, ob ich wachte oder träumte, und rief mir die Worte des Dichters zu: »Lasse dem Schicksal seinen Lauf und schlafe ohne Sorgen. Im Augenblick, wo du darüber erschrickst, hat Gott schon alles anders gefügt.« Einer der Schwarzen, welcher sah, dass ich nicht antworten konnte, sagte in arabischer Sprache: »Der Friede Gottes sei mit dir.« Ich antwortete: »Mit dir sei Gottes Friede und Segen.« Darauf erzählte er mir: »Wir bewohnen das Feld, das du siehst, und sind gekommen, dasselbe aus dem Flusse zu bewässern. Wir bemerkten einen Kahn, an welchem du schliefst. Wir haben ihn festgebunden und gewartet, bis du aufwachtest. Erzähle uns, wer du bist und wo du herkommst.« Ich antwortete ihnen, dass sie mir vorher etwas zu essen geben sollten, da ich sonst verhungere, und dass ich dann ihre Neugier befriedigen würde. Sie brachten mir alsdann mehrere Speisen, womit ich meinen Hunger stillte. Als ich mich gestärkt und beruhigt hatte, erzählte ich ihnen ganz getreu alles, was mir zugestoßen war, und sie bezeugten mir ihre Verwunderung darüber. Sobald ich geendigt hatte, sagten sie untereinander: »Wir müssen unserem König Nachricht geben von diesem Fremden und ihn zu ihm führen.« Dann sagten sie mir: »Wir wollen dich zu unserem König führen.« Ich erwiderte, ich sei bereit, ihm zu folgen. Sie nahmen mich alsbald in ihre Mitte und zogen auch den Kahn mit, in welchem ich all meine Edelsteine, Perle und Ambra aufbewahrt hatte. Als ich vor dem König stand, bewillkommte er mich, hieß mich zu ihm sitzen und erkundigte sich nach meinen Verhältnissen. Ich erzählte alles, und der Mann, der mich angeredet hatte, verdolmetschte es ihm. Er war sehr erstaunt über mein Abenteuer und erwies mir viele Ehre, worauf ich ihm einige Perlen und Edelsteine zum Geschenk machte. Er nahm das Geschenk an, ließ Speisen und Getränke auftragen und mir eine Wohnung im Schlosse einräumen. So lebte ich eine geraume Zeit bei ihm hochgeehrt und erzählte ihm von meiner Heimat und von der Regierung Harun al-Raschids, wodurch mein Ansehen noch größer ward. Eines Tages, als ich so dasaß, hörte ich, dass Kaufleute nach Basra reisen wollten. Da ich sie kannte, beschloss ich, mich ihnen anzuschließen und dachte, der König wird mich ihnen empfehlen. Ich begab mich alsbald zu ihm, küsste die Erde vor ihm und teilte ihm meinen Entschluss mit. Er schickte alsbald zu den Kaufleuten, empfahl mich ihnen, machte mir viele Geschenke und stattete mich mit allen Reisebedürfnissen aus. So reisten wir dann im Vertrauen auf Gott von Meer zu Meer und von Insel zu Insel, bis wir nach Gottes Willen in Basra anlangten, von wo ich nach wenigen Tagen mich nach Bagdad begab. Meine Familie hatte mich schon tot geglaubt und freute sich daher sehr über meine Ankunft. Ich teilte wieder viele Geschenke an meine Freunde sowie an die Armen aus. Der Kalif hörte von meiner Rückkehr und ließ mich rufen. Ich küsste die Erde vor ihm und überreichte ihm seiner würdigen Edelsteine und Perlen sowie auch etwas Ambra und Aloeholz und erzählte ihm auf sein Verlangen, was mir auf der ganzen Reise widerfahren, vom Tag an, als ich Bagdad verlassen hatte. Er nahm mein Geschenk an, hörte mir mit Erstaunen zu, erwies mir große Ehre und befahl seinen Sekretären, die ganze Geschichte niederzuschreiben und zur Belehrung für jeden, der sie hört, in der Schatzkammer aufzubewahren. Ich lebte nun wieder in Bagdad, allen Genüssen des Lebens hingegeben, und vergaß bald, was ich gelitten hatte. »Das sind meine Abenteuer von der 6. Reise. Morgen komme wieder«, sagt er zu Sindbad, dem Landmann, »um die meiner 7. Reise zu vernehmen, die noch wunderbarer und entzückender ist.« Er ließ ihm wieder 100 Dinare geben, und als er am folgenden Tag wiederkehrte und die übrigen Freunde beisammen waren und gegessen und getrunken hatten, begann Sindbad, der Seefahrer, also: »7. Reise Sindbad. Nachdem ich einige Zeit höchst angenehm in Bagdad gelebt hatte, überwältigte mich wieder die Reiselust. Ich kaufte allerlei Waren, packte sie in Ballen zu einer Seereise
und begab mich blindlings, der Leitung Gottes vertrauend, nach Basra. Hier fand ich ein großes Schiff mit vornehmen Kaufleuten, mit denen ich mich befreundete und einschiffte. Als wir eine Strecke weit gefahren waren, erhob sich ein starker Sturm und es regnete so stark, dass wir unsere Ladung mit allerlei Kleidungsstücken und Tüchern zudeckten und zu Gott beteten, dass er die Gefahr von uns abwende. Der Schiffskapitän aber umgürtete sich, nahm seine Zuflucht zu Gott vor Satan, stieg auf den Mastbaum und sah sich nach allen Seiten um. Darauf schrie er die Leute, die auf dem Schiff waren, an, schlug sich am Kopf und ins Gesicht, warf seinen Turban ab und raufte sich mit folgenden Worten sein Bart. »Fleht Gott um Rettung an, weint um euer Leben und sagt einander, lebe wohl!« Wir fragten ihn, was geschehen sei. Er antwortete, »Wir sind von unserem Weg abgekommen und der Wind wird uns bald ans äußerste Ende der Welt gebracht haben.« Er stieg dann vom Mastkorb herunter, öffnete eine Kiste und nahm einen blauen, baumwollenen Beutel mit Erde gefüllt heraus. Darauf holte er eine Tasse Wasser, mischte die Erde unter dasselbe und roch daran, um davon zu kosten. Darauf brachte er ein Buch herbei, las darin und brach in Jammer aus, indem er sprach, »Wisset, dieses Buch sagt etwas Wunderbares, das darauf deutet, dass, wer auf dieses Meer gerate, untergehe. Es heißt das Meer des königlichen Landes. Hier ist das Grab des Propheten Salomo, Sohn Davids, Friede sei mit ihm. Kein Schiff, das auf dieses Meer kommt, bleibt unbeschädigt.« Wir waren sehr erstaunt über die Worte des Kapitäns. Kaum kamen wir jedoch wieder zu uns selbst, so krachte das Schiff nach einem heftigen Windstoß, von dem es getroffen worden war. Wir sagten einander, lebe wohl, weinten und beteten das Totengebet und ergaben uns in den Willen Gottes. Da schwammen drei ungeheure Fische, groß wie Berge, auf uns zu und umgaben unser Schiff. Und der größte unter ihnen öffnete seinen Rachen, um das ganze Schiff zu verschlingen, denn er war so weit wie ein Stadttor oder wie ein breites Tal. Wir flehten Gottes Hilfe an. Und kurz darauf hob ein starker Sturmwind das Schiff in die Höhe und schmetterte es im Herumfallen gegen den Kopf eines Fisches, sodass es in Stücke ging und wir alle ins Meer sanken. Aber der erhabene Gott ließ uns ein großes Brett ergreifen, worauf wir uns klammerten, und ich ruderte wieder mit den Füßen, wie bei früheren Schiffbrüchen. Wind und Welle warfen uns damit an das Ufer einer Insel. Todeskrank von Hunger, Kälte, Durst, Müdigkeit und Wachen, kamen wir das selbst wie elende Küchlein an. Ich machte mir Vorwürfe über das, was ich getan, und sagte zu mir, »Meine früheren Reisen haben mich nicht bekehrt. So oft ich in großer Gefahr war, habe ich mir vergebens vorgenommen, nicht mehr zu reisen. Darum verdiene ich bei Gott, was mir widerfährt, denn ich erlebte in größtem Wohlstand und Gottes Huld hatte mir geschenkt, was ich nur wünschen konnte.« Ich weinte lange, flehte Gottes Gnade an und rief ihn als Zeugen auf, dass ich, wenn ich diesmal gerettet werde, nie mehr meine Heimat verlassen und nie mehr von der Reise sprechen würde. Ging mit zerknirschtem Gemüt am Meeresufer umher, indem ich mir die Verse des Dichters ins Gedächtnis rief. Wenn die Dinge sich verwickeln und einen Knoten bilden, so kommt eine Bestimmung vom Himmel und entwirrt sie. Habe Geduld, was dunkel war, wird hell werden, und der, der den Knoten geknüpft hat, wird ihn vielleicht auch wieder lösen. So irrte ich lange am Meeresufer umher, aß von den Pflanzen der Erde und trank das Wasser der Quellen. Als ich so längere Zeit in Jammer und vielfacher Not gelebt und mir den Tod gewünscht hatte, fiel es mir ein, wieder einen kleinen Nachen zu bauen und darauf wie früher einmal das Meer zu befahren. Ich dachte, werde ich gerettet, so ist es eine Fügung Gottes. Gehe ich unter, so ist meine Qual zu Ende. Ich sammelte mir dann Holz und Bretter von den gestrandeten Schiffen, zerriss mein Kleid und flochte einen Strick daraus, womit ich die Bretter und das Holz fest zusammenband. Dann ließ ich den Nachen ins Meer und ruderte darauf 3 Tage lang, ohne zu essen oder zu trinken. Auch ließ mich die Furcht nicht schlafen. Am 4. Tage kam ich an einem hohen Berg an, aus welchem Wasser in die Erde floss. Ich hielt ihr an und sagte zu mir, »Es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott, dem Erhabenen. Wärest du doch an deinem Platze geblieben und hättest Datteln und andere Pflanzen gegessen, hier jedoch musst du umkommen.« Eine Rückkehr war jedoch nicht möglich, denn ich konnte den Kahn in seinem Laufe nicht aufhalten, den der Fluss unter den Berg wie unter eine Brücke durchtrieb.
Ich legte mich in den Nachen, doch war dessen Raum so eng, dass ich oft Seiten und Rücken an den Bergwänden aufstieß. Nach einiger Zeit kam ich mit Gottes Hilfe wieder unter dem Berge hervor in ein weites Tal, das Wasser sich hinab mit einem donnerähnlichen Geräusch ergoss. Ich hielt mich mit der Hand an dem Nachen fest, mit dem die Wellen rechts und links spielten. Ich fürchtete mich sehr, ins Wasser zu fallen und vergaß darüber Essen und Trinken. Indessen schwamm der Nachen von der Strömung und dem Winde pfeilschnell getrieben, bis mich die Bestimmung nach einer volkreichen Stadt von großem Umfang brachte. Da ich außerstande war, den Nachen anzuhalten, so warfen mir die Leute der Stadt, als sie mich sahen, Stricke zu, die ich jedoch nicht fassen konnte, bis sie zuletzt ein großes Netz über den ganzen Nachen zogen und mich damit ans Land brachten. Ich war nackt und abgehärmt wie ein Toter, vor Hunger und Durst, Wachen und Anstrengung. Da kam ein Mann auf mich zu, warf ein hübsches Kleid um mich und nahm mich mit sich nach Hause, wo er mich in ein Bad führte. Seine Leute bewillkommten mich, hießen mich sitzen und brachten mir zu essen. Ich aß, bis ich satt war, denn ich war sehr hungrig. Dann brachten mir Knaben und Sklavinnen warmes Wasser, womit ich mir die Hände wusch. Hierauf dankte ich Gott, der mich gerettet. Auch wurde mir ein besonderer Ort an der Seite des Hauses angewiesen, wo selbst ich von Sklaven und Sklavinnen bedient wurde. So blieb ich 3 Tage lang. Am 4. Tage kam der Alte und sagte: »Herr, du bist uns willkommen und das Jahr ist durch deine glückliche Ankunft gesegnet.« Meine Antwort war: »Gott erhalte dich und belohne dich für das, was du an mir tust.« Er jedoch sagte zu mir: »Wisse, mein Sohn, während du hier als Gast weilest, habe ich durch meine Diener deine Waren ans Land bringen und inzwischen trocknen lassen. Willst du nun mit mir auf den Markt gehen und sehen, wie sie verkauft werden?« Ich wusste nicht, was ich antworten sollte, da ich keine Waren mitgebracht hatte. Ich sagte ihm dann: »Mein Vater, du weißt das besser.« Er versetzte: »Das ist deine Sache. Lass uns gehen, um deine Waren zu verkaufen und andere einzutauschen. Und um auch selbst mit den Kaufleuten bekannt zu werden.« Ich gehorchte und folgte ihm. Auf dem Markt grüßten und bewillkommten mich alle anwesenden Handelsleute und wünschten mir Glück zu meiner Rettung. Zugleich fand ich, dass unter den Waren, wovon der Alte gesprochen hatte, die Balken und Bretter verstanden waren, die ich auf der Insel gesammelt hatte. Als der Makler das Holz ausrief, überboten sich die Kaufleute bis zu 10.000 Dinaren. Dann bot niemand mehr. Der Alte sagte zu mir: »Mein Sohn, das ist der jetzige Wert deiner Ware, die im Augenblick nicht gesucht ist. Wenn du willst, kannst du sie verkaufen. Wenn du sie aber noch liegen lassen willst, so kannst du einen höheren Preis erzielen.« Ich sagte: »Ich überlasse es deinem Gutdünken.« Darauf erwiderte er: »Nun, ich will dir noch weitere 100 Dinare geben, wenn du mir dein Holz verkaufen willst.« Ich schloss den Handel ab, worauf er das Holz in sein Magazin bringen ließ und mit mir in das Haus ging, das er mir angewiesen hatte. Und er schickte mir 10.100 Dinare und eine Kiste mit einem Schlosse und sagte mir, ich soll das Geld verschließen und den Schlüssel bei mir tragen, da ich nichts davon auszugeben brauche, solange ich bei ihm bleibe. Nach Verlauf einiger Zeit nahte er sich eines Tages mir mit den Worten: »Ich will dir einen Vorschlag machen. Willst du ihn annehmen?« »Lass hören«, war meine Antwort. »Wisse«, fuhr er fort, »ich bin ein alter, reicher Mann, habe keinen Sohn, wohl aber eine junge Tochter von schönem Gesichte und hübschen Wuchse. Ich wünsche, dass du sie heiratest, bei mir bliebest und mein Sohn werdest. Ich übergebe dir mein ganzes Vermögen.« Ich schwieg, denn so viele Güte beschämte mich. Er aber fuhr fort: »Tu, wie du willst. Du kannst meine Tochter heiraten oder auch so hier bleiben, ohne an etwas Mangel zu leiden. Oder mit Waren in deine Heimat zurückkehren. Unser Land«, fügte er hinzu, »ist die Grenze des bewohnten Landes. Hinter uns beginnt der 4. Weltteil, der unbewohnt ist.« Auf all dies konnte ich bloß erwidern: »Tue her mit deinem Knechte, wie du willst. Du bist ja wie ein Vater gegen mich. Ich bin hier fremd und habe auch infolge meiner vielen Leiden und Strapazen jede Einsicht verloren.« Er ließ hierauf den Kadi und Zeugen rufen und verheiratete mich mit seiner Tochter, dem er ein großes Fest veranstaltete und mich ihr zuführte. Ich fand sie, wie er gesagt hatte, wunderschön, liebenswürdig und hübsch gewachsen.
Sie hatte einen reichen Schmuck an Ketten, Juwelen und goldenen Ringen. Die waren wohl 1000 Dinare wert. Den Wert ihrer Kleider aber konnte niemand schätzen. Ich lebte eine Zeit lang mit ihr. Ihr Vater hatte mich zum Herrn all seiner Güter gemacht. Und ich war wie ein Eingeborener der Stadt und trieb großen Handel. Ich entdeckte, wie bei jedem Neumonde den Leuten Flügel wuchsen und ihre ganze Gestalt sich veränderte und die der Vögel annahm. Sie flogen gen Himmel und nur die Kinder blieben zu Hause. Und als nun wieder Neumond war und die Leute ihre Gestalten veränderten, hing ich mich an einen fest und sagte, »Bei Gott, du musst mich mitnehmen!« Er drehte sich herum und sagte mir, »Dies ist unmöglich!« Mit vieler Mühe brachte ich es endlich dahin, dass er mich auf den Rücken nahm, mit mir so hoch in die Luft flog, dass ich hören konnte, wie die Engel Gott preisen. Darauf rief ich, »Gelobt und gepriesen sei Gott!« Aber kaum hatte ich diese Worte gesagt, da fiel ein starkes Feuer vom Himmel auf sie, dass sie fast verbrannten. Sie entflohen sämtlich, und derjenige, der mich trug, warf mich auf den Gipfel eines hohen Berges. Sie waren alle ganz mutlos, schalten auf mich, gingen fort und ließen mich allein. Ich bereute, was ich mir selbst getan, und sagte, es gibt keinen Schutz und keine Macht außer bei Gott, dem Erhabenen. So oft mir Gott gnädig ist und mich aus einer schlimmen Lage befreite, stürze ich mich in eine andere. Ich machte mir Vorwürfe, etwas unternommen zu haben, das über meine Kräfte war. Ich ging an den Seiten des Berges herum, ohne zu wissen, wohin. Da begegneten mir zwei Jünglinge, welche wie der Mond aussahen. Jeder von ihnen hatte einen goldenen Stock in der Hand. Ich ging auf sie zu, grüßte sie, und sie bewillkommten mich. Dann sagte ich ihnen, »Ich beschwöre euch bei Gott, wer seid ihr?« Sie antworteten, »Wir sind Einsiedler, die auf diesem Berge wohnen und Gott anbeten.« Sie gaben mir auch einen Stock, wie sie einen hatten, gingen ihres Weges und ließen mich allein. Da kam auf einmal eine große Schlange unter dem Berge hervor und trug im Rachen einen Mann, der nur noch mit dem Kopfe heraussah. Der Mann schrie, »Wer von dieser Schlange mich befreit, den wird Gott vor jedem Unheil bewahren!« Ich schlug die Schlange mit dem goldenen Stocke, den mir die Jünglinge gegeben hatten, und sie spie den Mann aus. Ich schlug sie dann noch einmal und sie entfloh. Da kam der Mann und sagte mir, »Weil du mich so tapfer gerettet hast, so will ich dein Gefährte werden und dir beistehen.« Ich hieß ihn willkommen und ging eine Weile mit ihm auf dem Berge umher. Da nahte sich uns eine Menge Menschen und siehe da, der Mann, der mich auf dem Nacken getragen hatte, war unter ihnen. Ich grüßte ihn und sagte, »Ist es so, dass Brüder gegeneinander verfahren?« Der Mann antwortete, »Freund, du hättest uns beinahe ins Verderben gestürzt, dadurch, dass du den Namen Gottes erwähntest.« Ich bat ihm um Verzeihung, und er ließ sich bewegen, mich auf seinem Rücken zu nehmen. Jedoch musste ich die Bedingung eingehen, den Namen Gottes nicht mehr auszusprechen. Ich gab hierauf den goldenen Stock dem Mann, den ich vor den Schlangen befreit hatte, und nahm Abschied von ihm. Ich kam kurz darauf auf dem Rücken meines neuen Landmanns zu Hause an. Meine Frau, die ich von meiner Reise nichts gesagt hatte und jetzt erst erzählte, wie es mir ergangen, wünschte mir Glück zu meiner Rettung und riet mir, nie mehr mit den Leuten dieser Stadt umzugehen, da sie ungläubige Genien seien, die den Namen Gottes nicht kennen und ihn nicht anbeten. Sie fuhr dann fort, »Da mein Vater tot ist und wir hier niemanden mehr haben, so wollen wir unsere Güter verkaufen und in deine Heimat ziehen.« Ich gab meine Einwilligung dazu und wartete, bis jemand aus der Stadt auch abreisen wollte, um mich ihm anzuschließen. Eines Tages hörte ich, dass eine Anzahl Fremder, die sich in der Stadt aufhielten, abreisen wollten, dass sie ein großes Schiff gebaut hatten. Ich begab mich zu ihnen, mietete einen Platz, schiffte mich mit meiner Frau und all meiner beweglichen Habe ein und ließ die liegenden Güter zurück. Und wir reisten von Insel zu Insel und von Meer zu Meer, bis wir glücklich in Basra anlangten. In Basra hielt ich mich nicht auf, sondern ging schnell nach Bagdad, der Friedenstadt. Gelobt sei Gott, der mich mit meinen Freunden, worunter auch du, Sindbad, der Lastträger, gehörst, wieder vereint hat. Das ist der Schluss der Erzählung Sindbads.
Die Geschichte der Prinzessin von Deryabar. Auf einer Insel liegt eine große Stadt namens Deryabar. Hier herrschte lange Zeit ein mächtiger, reicher und tugendhafter König. Er hatte keine Kinder und dies allein mangelte zu seinem Glück. Unablässig bat er den Himmel darum, aber er wurde nur halb erhört, denn nach langem Harren brachte die Königin, seine Gemahlin, nur eine Tochter zur Welt. Diese unglückliche Prinzessin bin ich. Mein Vater war über meine Geburt mehr ärgerlich als erfreut, doch unterwarf er sich dem Willen Gottes. Er ließ mich mit aller erdenklichen Sorgfalt erziehen, und da er keinen Sohn hatte, beschloss er, mich die Regierungskunst zu lehren, damit ich einst nach ihm seinen Thron besteigen sollte. Eines Tages, als er sich auf der Jagd belustigte, erblickte er einen wilden Esel. Er verfolgte ihn, kam von seiner Jagdbegleitung ab und seine Hitze verleitete ihn, ihm bis in die Nacht nachzusetzen, ohne an ein Verirren zu denken. Endlich stieg er vom Pferd und setzte sich am Eingang eines Gehölzes, in das sich der Esel geworfen hatte. Kaum war die Nacht angebrochen, als er zwischen den Bäumchen ein Licht bemerkte, woraus er schloss, dass er nicht weit von einem Dorf entfernt sei. Er freute sich dessen in der Hoffnung, die Nacht dort zuzubringen und jemand zu seinem Gefolge schicken zu können, um ihn zu melden, wo er wäre. Er stand also auf und ging gegen das Licht zu, das ihm als Leitstern diente. Bald erkannte er, dass er sich getäuscht hatte. Das Licht war nichts anderes als ein Feuer, das in einer Hütte brannte. Er näherte sich und sah mit Erstaunen einen großen schwarzen Mann oder vielmehr einen schrecklichen Riesen, der auf einem Sofa saß. Das Ungeheuer hatte einen großen Krug mit Wein vor sich stehen und briet auf den Kohlen einen Ochsen, dem er soeben die Haut abgezogen hatte. Bald nahm er den Krug an den Mund, bald zerstückte er den Ochsen und fraß davon. Was aber die Aufmerksamkeit des Königs, meines Vaters, am meisten auf sich zog, war eine sehr schöne Frau, die er in der Hütte erblickte. Sie schien in tiefe Traurigkeit versunken, ihre Hände waren gebunden und zu ihren Füßen lag ein kleines Kind von 2 bis 3 Jahren, das ohne Unterlass weinte und die Luft mit seinem Geschrei erfüllte, gleich als ob es das Unglück seiner Mutter mitempfände. Gerührt von diesem jammervollen Anblick wollte mein Vater anfangs in die Hütte stürzen und den Riesen angreifen. Allein der Gedanke, dass der Kampf gar zu ungleich sein würde, hielt ihn zurück. Und er beschloss, da er mit offener Gewalt nichts ausrichten konnte, ihn durch List zu überwältigen. Indes wandte sich der Riese, nachdem er den Krug geleert und den Ochsen mehr als zur Hälfte aufgefressen hatte, zu der Frau und sagte ihr: »Schöne Prinzessin, warum zwingst du mich durch deine Hartnäckigkeit, dich mit Strenge zu behandeln? Es steht ganz in deiner Hand, glücklich zu werden. Du darfst dich nur entschließen, mich zu lieben und mir treu zu bleiben, so werde ich viel sanfter gegen dich sein.« »Garstiger Waldteufel!« antwortete die Frau. »Hoffe nicht, dass die Zeit meinen Abscheu vor dir vermindere. Du wirst in meinen Augen immer ein Ungeheuer sein.« Diese Worte wurden mit so viel Schimpfreden begleitet, dass der Riese in Zorn geriet. »Das ist so viel«, rief er mit wütendem Ton. »Meine verschmähte Liebe verwandelt sich in Wut. Dein Hass erregt nunmehr auch den meinigen. Ich fühle, dass er über meine Begierde siegt und ich wünsche jetzt noch heißer deinen Tod, als ich bisher deinen Besitz gewünscht hatte.« So sprechend ergriff er die Frau an den Haaren, hob sie mit der einen Hand in die Luft, zog mit der anderen seinen Säbel und war eben im Begriff, ihr den Kopf abzuhauen, als der König, mein Vater, einen Pfeil abschoss, der dem Riesen in den Bauch fuhr, so dass er taumelte und alsbald tot niederstürzte. Mein Vater trat nun in die Hütte, band die Frau los und fragte sie, wer sie wäre und infolge welchen Abenteuers sie sich hier befände. »Herr«, antwortete sie, »am Ufer des Meeres wohnen einige sarazenische Stämme, deren Oberhaupt und Fürst mein Gemahl ist. Der Riese, den du soeben getötet hast, war einer seiner vornehmsten Offiziere. Der Elende entbrannte von heftiger Leidenschaft gegen mich, die er aber sorgfältig verhehlte, bis er eine günstige Gelegenheit fand, seinen Plan ins Werk zu setzen und mich zu rauben. Das Glück begünstigt öfter schlechte Unternehmungen als gute Vorsätze. Eines Tages überfiel mich der Riese samt meinem Kind an einem abgelegenen Ort, nahm uns beide mit sich fort und um alle Nachforschungen, die er von Seite meines Gemahls zu befürchten hatte, zu vereiteln, verließ er das Land der Sarazenen und brachte uns in dieses Gehölz, wo er mich seit einigen Tagen festhielt. So beklagenswert nun auch mein Schicksal ist, so ist es mir immerhin ein geheimer Trost, dass der Riese, obgleich er tierisch roh und verliebt war, doch keine Gewalt gebraucht hat, um das zu erlangen, was ich seinen Bitten stets versagt habe.
Er hat mir zwar 100-mal gedroht, er würde zum Äußersten schreiten, wenn er meinen Widerstand nicht anders überwinden könne. Und ich gestehe dir, dass ich soeben, als ich durch meine Reden seinen Zorn reizte, mehr für meine Ehre als für mein Leben in Sorgen war. Dies, mein Herr, fuhr die Gemahlin des sarazenischen Herrn fort, ist meine Geschichte. Ich zweifle nicht, dass du sie mitleidenswürdig genug finden wirst, um die großmütige Hilfe, die du mir gebracht hast, nicht zu bereuen. Ja, edle Frau, sagte mein Vater. Dein Unglück hat mich gerührt, es geht mir tief zu Herzen. Ich werde jedoch nichts versäumen, um dir ein besseres Los zu bereiten. Morgen, sobald der Tag die Schatten der Nacht zerstreut haben wird, wollen wir diesen Wald verlassen und den Weg nach der großen Stadt Deryaba suchen, deren Beherrscher ich bin. Und wenn es dir so genehm ist, so wirst du in meinem Palast wohnen, bis dein königlicher Gemahl kommt, um dich abzuholen. Die sarazenische Fürstin nahm den Vorschlag an und ging am folgenden Tag mit dem König, meinem Vater, der am Ausgang des Waldes all seine Leute traf. Sie hatten ihn die ganze Nacht durchgesucht und waren sehr in Sorgen um ihn. Umso größer war ihre Freude, als sie ihn wiederfanden. Aber sie verwunderten sich sehr, dass sie ihn in Gesellschaft einer Frau sahen, deren Schönheit sie in Erstaunen setzte. Er erzählte ihnen, auf was für Art er sie gefunden und welcher Gefahr er sich ausgesetzt, indem er sich der Hütte näherte, denn der Riese würde ihn unfehlbar getötet haben, wenn er ihn bemerkt hätte. Einer der Offiziere nahm die Fürstin hinten sich aufs Pferd und ein anderer trug das Kind. In diesem Aufzug gelangten sie in den Palast des Königs, meines Vaters, welcher der schönen Sarazenin eine Wohnung einräumte und ihr Kind mit vieler Sorgfalt erziehen ließ. Die Fürstin war nicht unempfindlich gegen die Güte des Königs und bewies sich ihm so erkenntlich, als er nur wünschen mochte. Anfangs wurde sie sehr unruhig und ungeduldig darüber, dass ihr Gemahl sie nicht abholte. Nach und nach aber beruhigte sie sich. Die Aufmerksamkeiten meines Vaters beschwichtigten ihre Ungeduld, und ich glaube, sie hätte es dem Schicksal weniger Dank gewusst, wenn er sie zu den ihrigen zurückgeführt hätte, als dass er sie von ihnen entfernt hatte. Indessen wurde der Sohn der Fürstin groß. Er war sehr wohl gebildet, und da es ihm auch nicht an Geist fehlte, so wurde es ihm leicht, dem König, meinem Vater, zu gefallen, der große Zuneigung zu ihm fasste. Alle Höflinge bemerkten dies und dachten, der Jüngling würde mich heiraten. In dieser Voraussetzung, und da sie ihn bereits als den Kronerben betrachteten, machten sie ihm den Hof. Und jeder beeiferte sich, sein Vertrauen zu gewinnen. Er durchschaute den Grund ihrer Anhänglichkeit, freute sich darüber, verlor den Abstand zwischen uns gänzlich aus den Augen und schmeichelte sich mit der Hoffnung, mein Vater liebe ihn so sehr, dass er ihn bei dieser Verbindung allen Prinzen der Welt vorziehen würde. Er tat noch mehr. Da der König für seine Wünsche zu lange säumte, ihm eine Hand anzubieten, so hatte er die Kühnheit, ihn darum zu bitten. So strafbar nur noch diese Dreistigkeit war, so begnügte sich mein Vater doch mit der Erklärung, er habe andere Absichten mit mir und sehe ihn darum nicht scheel an. Den jungen Mann aber erbitterte diese abschlägige Antwort. Der Stolze fühlte sich durch diese Verschmähung seiner Bewerbung so beleidigt, wie wenn er um ein Mädchen aus dem gemeinen Volk angehalten hätte oder von gleicher Geburt mit mir gewesen wäre. Er ließ es dabei nicht bewenden, sondern beschloss, sich an dem König zu rächen, und mit einer Undankbarkeit, wovon es wenige Beispiele gibt, zettelte er eine Verschwörung gegen ihn an, ermordete ihn und ließ sich von einer großen Anzahl Missvergnügter, deren Unzufriedenheit er zu benutzen wusste, zum König von Deryaba ausrufen. Als er nun meinen Vater aus dem Weg geräumt hatte, war sein erstes, dass er an die Spitze eines Teiles seiner Mitverschworenen in mein Zimmer drang. Er wollte mich entweder töten oder mit Gewalt zwingen, ihn zu heiraten. Aber ich hatte Zeit gehabt, ihm zu entrinnen. Während er meinen Vater erwürgte, war der Großvezier, ein stets getreuer Diener seines Herrn, gekommen, hatte mich aus dem Palast geführt und bei einem seiner Freunde in Sicherheit gebracht. Dort hielt er mich so lange verborgen, bis ein Schiff, das er heimlich hatte ausrüsten lassen, imstande war, unter Segel zu gehen. Als dann verließ ich die Insel ohne eine andere Begleitung als seine Hofmeisterin und diesen edelmütigen Minister, der lieber der Tochter seines Herrn folgen und ihr Unglück teilen, als dem Tyrannen gehorchen wollte. Der Großvezier beabsichtigte, mich an die Höfe der benachbarten Könige zu führen, sie um Beistand anzuflehen und zur Rache der Ermordung meines Vaters aufzufordern. Allein der Himmel begünstigte einen Vorsatz, der uns umso vernünftiger schien, nicht. Nachdem wir einige Tage fortgesegelt waren, erhob sich ein so gewaltiger Sturm, dass unser Schiff trotz der Geschicklichkeit unserer Matrosen durch die Gewalt der Winde und Wellen an einen Felsen geschleudert wurde und scheiterte.
Ich will mich nicht mit der Beschreibung dieses Schiffbruches aufhalten. Meine Schilderung, wie die Hofmeisterin, der Großvisier und die ganze Mannschaft des Schiffes von den Abgründen des Meeres verschlungen wurden, konnte nur schlecht ausfallen. Der Schrecken, der sich meiner bemächtigt hatte, erlaubte mir nicht, die ganze Entsetzlichkeit meines Loses anzusehen. Ich verlor das Bewusstsein, und sei es nun, dass einige Trümmer des Schiffes mich an das Ufer trugen oder dass der Himmel mich zu weiterem Unglück aufsparte, ein Wunder tat, um mich zu retten. Genug. Als ich wieder zur Besinnung kam, befand ich mich am Ufer. Das Unglück macht uns oft ungerecht. Statt Gott für die besondere Gnade, die er mir angedeihen ließ, zu danken, erhob ich die Augen nur zum Himmel, um ihm Vorwürfe über meine Rettung zu machen. Es fiel mir nicht ein, den Visier und meine Hofmeisterin zu beweinen. Im Gegenteil, beneidete ich ihr Schicksal und nach wurde meine Vernunft durch die furchtbaren Vorstellungen, die mich beunruhigten, so verwirrt, dass ich den Entschluss fasste, mich ins Meer zu stürzen. Schon war ich im Begriff, hineinzuspringen, als ich hinter mir ein großes Getöse von Menschen und Pferden hörte. Ich drehte mich sogleich um zu sehen, was es wäre, und erblickte mehrere bewaffnete Reiter, unter denen einer ein arabisches Pferd ritt. Er hatte einen silbergestickten Rock mit einem Gürtel aus Edelsteinen und eine Krone auf dem Haupt. Hätte ich ihn auch nicht an seiner Kleidung als den Herrn der übrigen erkannt, so hätte ich es aus dem edlen Anstand schließen müssen, den seine ganze Erscheinung hatte. Er war ein ausgezeichnet wohlgebildeter Jüngling und schöner als der Tag. Verwundert, an diesem Ort ein junges Mädchen allein zu finden, schickte er einige seiner Offiziere ab und ließ mich fragen, wer ich wäre. Ich antwortete ihn nur durch Tränen. Da das Ufer mit den Trümmern unseres Schiffes bedeckt war, so schlossen sie daraus, ein Fahrzeug müsse hier gescheitert sein, und ohne Zweifel habe ich mich aus dem Schiffbruch gerettet. Diese Vermutung und die tiefe Betrübnis, die ich an den Tag legte, reizten die Neugierde der Offiziere. Sie fingen an, 1000 Fragen an mich zu stellen und versicherten mir, ihr König sei ein großmütiger Fürst, an dessen Hof ich gewiss Trost finden würde. Der König, dem seine Offiziere zu lange ausblieben und der sehr gern auf der Stelle erfahren hätte, wer ich wäre, ritt nun selbst auf mich zu. Er betrachtete mich mit vieler Aufmerksamkeit, und da ich vor lauter Tränen und Jammer denen, die mich fragten, nicht antworten konnte, verbot er ihnen, mich länger mit Fragen zu belästigen, und wandte sich selbst zu mir mit folgenden Worten: »Mein Fräulein, ich beschwöre dich, deine ungemessene Betrübnis zu mäßigen. Wenn dich der Himmel im Zorn seine schwere Hand fühlen lässt, ist dies wohl ein Grund, dich der Verzweiflung hinzugeben. Ich bitte dich, sei standhafter. Das Schicksal, das dich verfolgt, ist wechselnd. Dein Los kann sich bald ändern. Ja, ich versichere dir, wenn du irgendwo Trost in deinem Unglück finden kannst, so ist es in meinen Staaten. Ich biete dir meinen Palast an. Dort magst du bei der Königin, meiner Mutter, weilen, die sich bemühen wird, durch freundliche Behandlung deine Leiden zu lindern. Ich weiß noch nicht, wer du bist, aber ich fühle schon, dass ich herzlichen Anteil an dir nehme.« Ich dankte dem jungen König für seine Güte, nahm sein verbindliches Anerbieten an und um ihm zu zeigen, dass ich desselben nicht unwürdig sei, entdeckte ich ihm meine Herkunft. Ich schilderte ihm die Frechheit des jungen Sarazenen, und die einfache, schmucklose Erzählung meiner Unglücksfälle reichte hin, sein und aller seiner Offiziere Mitleid zu erwecken. Als ich mit meinem Bericht zu Ende war, nahm der Fürst das Wort und versicherte mir aufs Neue, dass er den innigsten Teil an mein Unglück nehme. Darauf führte er mich in den Palast und stellte mich der Königin, seiner Mutter, vor. Hier musste ich meine Unglücksfälle aufs Neue erzählen und einen Strom von Tränen vergießen. Die Königin zeigte sich ebenfalls sehr teilnehmend und gewann mich außerordentlich lieb. Der König, ihr Sohn, verliebte sich sterblich in mich und bot mir bald seine Krone und Hand an. Ich aber war mit meinem Unglück noch so beschäftigt, dass dieser Fürst, so liebenswürdig er auch war, nicht den ganzen Eindruck auf mich machte, den er zu einer anderen Zeit hätte machen können. Gleichwohl wollte ich aus Dankbarkeit seinem Glück nicht im Wege stehen, und unsere Vermählung wurde mit aller ersinnlichen Pracht vollzogen. Während das ganze Volk mit den Vermählungsfeierlichkeiten seines Königs beschäftigt war, landete eines Nachts ein benachbarter feindlicher Fürst mit einem gewaltigen Kriegsheer auf der Insel. Dieser furchtbare Feind war der König von Zangueba. Er schlug alle Untertanen meines Gemahls mit der Schärfe des Schwerts. Wenig fehlte, so hätte er uns beide gefangen genommen, denn er war schon mit einem Teil seiner Leute in den Palast gedrungen.
Aber wir waren so glücklich, um uns zu retten, wo wir uns in eine Fischerbarke warfen, die wir dort zufällig antrafen. 2 Tage lang segelten wir ein Spiel der Winde und Wogen dahin, ohne zu wissen, was aus uns werden sollte. Am 3. Tag erblickten wir ein Schiff, das mit vollen Segeln auf uns zusteuerte. Anfangs freuten wir uns darüber, in der Meinung, es sei ein Kaufschiff, das uns aufnehmen könne. Aber wer beschreibt unsere Verwunderung, als das Schiff näher kam und wir auf dem Verdeck 10 bis 12 bewaffnete Seeräuber erblickten? 5 bis 6 warfen sich in unser Fahrzeug, bemächtigten sich unserer, banden den Fürsten meinen Gemahl und brachten uns auf ihr Schiff, wo sie mir sogleich den Schleier abnahmen. Meine Jugend und meine Gesichtszüge machten großen Eindruck auf die Räuber und alle erklärten, sie seien von meinem Anblick bezaubert. Statt das Los zu werfen, verlangte jeder den Vorzug und mich als Beute zu haben. Sie wurden hitzig, gerieten in Streit und schlugen wie wütend aufeinander los. In einem Augenblick war das ganze Verdeck mit Leichnamen übersät. Mit einem Wort, alle wurden erschlagen, bis auf einen einzigen, der sich nun im Besitz meiner Person sah und zu mir sagte: »Du bist mein. Ich werde dich nach Kahira führen und einem meiner Freunde übergeben, dem ich eine schöne Sklavin versprochen habe. Aber«, fügte er mit einem Blick auf den König, mein Gemahl, hinzu, »wer ist dieser Mann da? Welche Bande knüpfen ihn an dich? Bande des Bluts oder der Liebe?« »Herr«, antwortete ich, »es ist mein Gemahl.« »Wenn dem so ist«, versetzte der Cousin, »so muss ich mich aus Mitleid seiner entledigen. Er würde gar zu viel leiden, wenn er dich in den Armen meines Freundes sehen müsste.« So sprechend ergriff er den unglücklichen Fürsten, der gebunden war, und stürzte ihn ins Meer, so sehr ich mir auch Mühe gab, es zu verhindern. Bei dieser grausamen Tat erhob ich ein fürchterliches Geschrei und hätte mich ganz gewiss in die Wellen gestürzt, wenn der Seeräuber mich nicht zurückgehalten hätte. Er sah wohl, dass ich keinen anderen Wunsch mehr hatte. Deswegen band er mich mit Stricken an den großen Mast, spannte sodann die Segel auf und schiffte ans Land, wo er aufstieg. Hier band er mich los und führte mich in eine kleine Stadt, wo er Kamele, Zelte und Sklaven kaufte. Dann nahm er seinen Weg nach Kahira in der Absicht, wie er immer sagte, mich seinem Freund zu bringen und so sein Wort zu lösen. Wir waren schon mehrere Tage unterwegs, als wir gestern durch diese Ebene zogen und den Schwarzen erblickten, der das Schloss hier bewohnte. Anfangs hielten wir ihn für einen Turm, und als er schon in unserer Nähe war, konnten wir kaum glauben, dass es ein Mensch sei. Er zog sein breites Schlachtschwert und forderte den Seeräuber auf, sich samt all seinen Sklaven und der Frau, die er mit sich führte, zu ergeben. Der Seeräuber war ein Mann von Wut, und mit Hilfe seiner Sklaven, die ihm Treue gelobten, griff er den Schwarzen an. Der Kampf dauerte lange. Endlich erlag der Seeräuber unter den Streichen seines Feindes, und ebenso all seine Sklaven, die lieber sterben, als ihn verlassen wollten. Hierauf führte mich der Schwarze in das Schloss, wohin er auch den Leichnam des Seeräubers brachte, den er zu seinem Abendbrot verzehrte. Am Ende dieser grässlichen Mahlzeit sagte er zu mir, da er sah, dass ich unaufhörlich weinte: »Mägdlein, mache dich bereit, meine Begierden zu befriedigen, statt dich zu betrüben. Ergib dich gutwillig der Notwendigkeit. Ich lasse dir bis morgen Zeit, die Sache zu überlegen. Dann aber will ich dich ganz getröst über dein Unglück wiedersehen und du solltest dich freuen, für mich bestimmt zu sein.« Mit diesen Worten führte er mich in ein Zimmer und legte sich in dem seinigen zu Bett, nachdem er mit eigener Hand alle Türen im Haus geschlossen hatte. Heute früh hat er sie geöffnet und sogleich wieder geschlossen, um einigen Reisenden nachzusetzen, die er in der Ferne bemerkte. Sie scheinen ihm entwischt zu sein, denn er kam allein und ohne Beute zurück, als du ihn angriffst. Sobald die Prinzessin die Erzählung ihrer Unglücksfälle beendigt hatte, bezeigte ihr Chodadad seine herzlichste Teilnahme. »Aber meine Herrin«, setzte er hinzu, »es steht ganz in deiner Hand, von nun an ruhig zu leben. Die Söhne des Königs von Haran bieten dir am Hofe ihres Vaters eine Zuflucht an. Ich bitte dich, schlage sie nicht aus. Du wirst dem Fürsten teuer und von aller Welt geehrt sein. Und wenn du die Hand deines Befreiers nicht verschmähst, so erlaube, dass ich sie dir von all diesen Prinzen anbiete und dich heirate. Sie mögen die Zeugen unserer Verbindung sein.« Die Prinzessin willigte ein, und noch am selben Tag wurde die Hochzeit im Schloss gefeiert, wo sich alle möglichen Vorräte fanden.
Die Küchen waren voll mit Fleisch und solchen Gerichten, die der Schwarze zu sich zu nehmen pflegte, wenn er genug Menschenfleisch gegessen hatte. Auch fanden sie hier eine Menge Früchte, alle ausgezeichnet in ihrer Art und um das Maß der Freude vollzumachen, eine Fülle von gebrannten Wassern und ausgesuchten Weinen. Sie setzten sich alle zu Tische und nachdem sie gegessen und getrunken hatten, so viel ihnen behagte, nahmen sie die noch übrigen Vorräte mit und verließen das Schloss, um sich an den Hof des Königs von Hadan zu begeben. Sie reisten mehrere Tage und lagerten an den angenehmsten Orten, die sie finden konnten. Als sie nur noch eine Tagreise von Hadan entfernt waren, machten sie Halt und tranken den übrigen Wein vollends aus, weil sie nun nicht mehr zu sparen brauchten. Nun ergriff Shodadad das Wort und sagte, »Prinzen, ich will euch nicht länger verbergen, wer ich bin. Ihr erblickt in mir euren Bruder Shodadad. Ich stamme so gut als ihr von dem König von Hadan ab. Der Fürst von Samarien hat mich erzogen und die Prinzessin Piraza ist meine Mutter. Geliebte«, fügte er gegen die Prinzessin von Diriyaba hinzu, »verzeih, dass ich auch dir aus meiner Geburt ein Geheimnis gemacht habe. Vielleicht hätte ich dir durch meine frühere Entdeckung derselben einige unangenehme Gedanken erspart, welche die Rücksicht auf die Ungleichheit unseres Standes in dir hat hervorrufen können.« »Mein Herr«, antwortete ihm die Prinzessin, »die Empfindung, die du mir gleich anfangs eingeflößt, haben mit jedem Augenblick an Stärke gewonnen, und um mein Glück zu machen, bedurftest du nicht dieser hohen Geburt.« Die Prinzen wünschten Shodadad Glück zu seiner Abkunft und äußerten große Freude darüber. Im Grunde ihres Herzens aber war ihnen die Sache durchaus nicht angenehm und ihr Hass gegen einen so liebenswürdigen Bruder vermehrte sich nur dadurch. Sie versammelten sich bei Nacht an einem abgelegenen Ort, während Shodadad und seine Gemahlin in ihrem Zelt die Süßigkeit des Schlafes genossen. Diese undankbaren und neidischen Brüder vergaßen, dass sie ohne Piruzas mutigen Sohn samt und sonders die Beute des Schwarzen geworden wären und beschlossen unter sich, ihn meuchelings zu ermorden. »Es bleibt nichts anderes übrig«, sagte einer der Bösewichter, »sobald der Vater erfährt, dass dieser Fremdling, den er so sehr liebt, sein Sohn ist und dass er allein tapfer genug war, einen Riesen zu überwältigen, den wir alle zusammen nicht besiegen konnten«, so wird er ihn liebkosen, ihm 1000 Lobsprüche erteilen und ihn mit Hintersetzung all seiner übrigen Söhne zum Thronerben erklären. Wir werden dann gezwungen sein, uns vor unserem Bruder zu Boten zu werfen und ihm zu gehorchen. Diese und ähnliche Worte machten auf den neidischen Burschen solchen Eindruck, dass sie auf der Stelle hingingen und Shodadad im Schlaf überfielen. Sie durchbohrten ihn mit vielen Dolchstößen und ließen ihn für tot in den Armen seiner Gattin. Sodann setzten sie ihren Weg nach der Stadt Hadan fort, wo sie am folgenden Tag anlangten. Der König, ihr Vater, war über ihre Ankunft umso erfreuter, als er bereits die Hoffnung aufgegeben hatte, sie je wiederzusehen. Er fragte sie nach der Ursache ihres langen Ausbleibens, allein sie hüteten sich wohl, die Wahrheit zu gestehen. Sie erwähnten weder des Schwarzen noch Chodadads und sagten bloß, sie haben die Begierde nicht widerstehen können, das Land zu sehen, und sich zu diesem Behuf in einigen benachbarten Städten aufgehalten. Indessen lag Shodadad im Blute und wie tot unter seinem Zelt. Bei ihm die Prinzessin, seine Gemahlin, die nicht minder beklagenswert war als er. Sie erfüllte die Luft mit ihrem Wehgeschrei, riss sich die Haare aus. »Ach, Shodadad«, rief sie jeden Augenblick, »mein teurer Shodadad, muss ich dich ins Grab sinken sehen? Welche grausamen Hände haben dich in diesen Zustand versetzt? Kann ich es glauben, dass es deine eigenen Brüder sind, die dich so mitleidlos zerfleischt haben? Deine Brüder, die dein tapferer Arm gerettet hat? Nein, Teufel haben diese geliebten Züge angenommen und sind hierher gekommen, um dir das Leben zu rauben. Ha, ihr Unmenschen, wer ihr auch sein möget, konntet ihr mit so schwarzen Undank den Dienst vergelten, den euch geleistet hat. Doch warum soll ich deinen Brüdern grollen, unglücklicher Shodadad? Ich allein bin an deinem Tode schuld. Du wolltest dein Schicksal an das meine knüpfen und all das Unheil, das mich verfolgt, seit ich den Palast meines Vaters verlassen habe, hat sich über dich ausgegossen. O Gott, der du mich zu einem unsteten und unglückseligen Leben verdammt hast! Wenn du mir keinen Gatten gönnst, warum lässt du mich einen finden? Dies ist der zweite, den du mir entreißt, nachdem ich gerade angefangen habe, ihn lieb zu gewinnen. In solchen und noch weit rührenderen Wehklagen machte die bejammernswerte Prinzessin von Diriyaba ihrem Schmerz Luft, indem sie unaufhörlich den unglücklichen Shodadad anblickte, der sie nicht hören konnte. Dennoch war er nicht tot. Und als seine Gattin bemerkte, dass er noch atmete, lief sie nach einem großen Flecken, den sie in der Ebene bemerkte, um dort einen Wundarzt zu holen.
Man wies sie zu einem, der sogleich mit ihr ging. Als sie aber ins Zelt kamen, fand sie Schodadad nicht mehr darin, woraus sie schlossen, irgendein wildes Tier habe ihn weggetragen und gefressen. Die Prinzessin begann von neuem ihr Wehklagen auf die jammervollste Weise von der Welt. Der Wundarzt wurde im Innersten gerührt und wollte sie in ihrem schrecklichen Zustand nicht verlassen. Er schlug ihr vor, in den Flecken zurückzukehren und bot ihr sein Haus und seine Dienste an. Sie ließ sich bereden und ging mit dem Wundarzt, der sie, ohne zu wissen, wer sie war, mit aller erdenklichen Achtung und Ehrfurcht behandelte. Er bemühte sich, ihr Trost zuzusprechen, aber vergeblich bekämpfte er ihren Schmerz. Er reizte ihn nur noch mehr, statt ihn zu lindern. »Herrin«, sagte er eines Tages zu ihr, »ich bitte dich, erzähle mir deine Unglücksfälle. Sage mir, aus welchem Land und von welchem Stande du bist. Vielleicht kann ich dir einen guten Rat geben, wenn ich von allen Umständen deines Missgeschicks unterrichtet bin. Du härmst dich ab und bedenkst nicht, dass es auch gegen die verzweifeltsten Übel noch Mittel gibt.« Der Wundarzt sprach so eindringlich, dass die Prinzessin sich überreden ließ, ihm ihre ganze Geschichte zu erzählen. Als sie damit zu Ende war, sprach er zu ihr, »Herrin, da sich die Sache so verhält, so erlaube mir, dir vorzustellen, dass du dich deinem Kummer nicht hingeben sollst. Waffne dich vielmehr mit Standhaftigkeit und tue, was der Name und die Pflicht deiner Gattin von dir fordern. Räche deinen Gemahl. Ich will, wenn du es wünschst, dein Begleiter sein. Lass uns an den Hof des Königs von Haran gehen. Er ist ein guter und sehr gerechter Fürst. Du darfst ihm nur mit lebhaften Farben die Behandlung schildern, die der Prinz Schodadad von seinen Brüdern erfahren hat. Und ich bin überzeugt, dass er dir Gerechtigkeit verschaffen wird.« »Du hast recht«, antwortete die Prinzessin. »Ja, es ist meine Pflicht, Schodadad zu rächen. Da du so gefällig und großmütig bist, mich begleiten zu wollen, so bin ich bereit, mit dir zu gehen.« Sobald sie diesen Entschluss gefasst hatte, ließ der Wundarzt zwei Kamele bereithalten, welche die Prinzessin und er bestiegen, und sich dann nach der Stadt Haran begaben. Sie stiegen in dem erstbesten Karawanserei ab und fragten den Wirt, was es Neues am Hofe gebe. »Es ist«, antwortete dieser, »gegenwärtig in großer Unruhe. Der König hatte einen Sohn, der sich bei ihm sehr lange als Unbekannter aufgehalten hat, und man weiß nicht, was aus diesem jungen Prinzen geworden ist. Eine der Frauen des Königs, namens Piruza, ist seine Mutter, und sie hat schon 1000 vergebliche Nachforschungen anstellen lassen. Alle Welt bedauert den Verlust des Prinzen, denn er war ein vorzüglicher junger Mann. Der König hat noch 49 andere Söhne, alle von verschiedenen Müttern, aber unter diesen ist kein einziger, der ihn vermöge seiner Tugenden über Schodads Tod zu trösten vermöchte. Ich sage über seinen Tod, denn er ist unmöglich, dass er noch lebt. Wenigstens hat man ihn trotz aller Nachforschung nicht finden können.« Auf diesen Bericht des Wirts hin meinte der Wundarzt, die Prinzessin von Diriyabar könnte nichts Besseres tun, als hinzugehen und sich der Frau Piruza vorzustellen. Dieser Schritt war aber nicht ohne Gefahr und erforderte große Vorsicht. Es war zu fürchten, dass die Söhne des Königs von Haran die Ankunft und Absicht ihrer Schwägerin erfahren und sie auf die Seite schaffen könnten, bevor sie Gelegenheit hätte, mit Schodadads Mutter zu sprechen. Der Wundarzt sah hin und her und bedachte auch seine eigene Gefahr dabei. Er wollte daher behutsam bei der Sache zu Werke gehen und bat die Prinzessin, in der Karawanserei zu bleiben, während er selbst nach dem Palast ging, um zu erkunden, auf welche Art er sie sicher zu Piruza bringen könnte. Er ging also in die Stadt und näherte sich dem Palast wie einer, den bloß die Neugier den Hof zu sehen dahin zieht, als er eine Frau auf einem reich geschmückten Maultier erblickte. Sie war von mehreren Fräulein ebenfalls auf Maultieren, ferner von einer starken Abteilung Soldaten und einer Menge schwarzer Sklaven begleitet. Alle Leute stellten sich in Reihen, um sie vorbeiziehen zu sehen, und begrüßten sie mit dem Gesicht auf den Boden fallend. Der Wundarzt begrüßte sie ebenso und fragte einen neben ihm stehenden Kalender, ob dies eine von den Frauen des Königs sei. »Ja, mein Bruder«, antwortete der Kalender, »es ist eine von seinen Frauen, und zwar diejenige, die das Volk am meisten ehrt und liebt, weil sie die Mutter des Prinzen Schodadad ist, von dem du gewiss schon gehört hast.« Mehr wollte der Wundarzt nicht hören. Er folgte der Frau Piruza bis in eine Moschee, welche sie betrat, um Almosen zu verteilen und dem öffentlichen Gebet anzuwohnen, das der König für Schodadad zur Rückkehr verrichten ließ. Das Volk, welches an dem Schicksale dieses jungen Prinzen außerordentlich viel Anteil nahm, lief scharenweise herbei, um sein Gebet mit dem Geistlichen zu vereinigen, und die Moschee war voll Menschen. Der Wundarzt bahnte sich einen Weg durchs Gedränge und gelangte bis zu Piruzas Wachen. Er hörte alle Gebete mit an, und als die Prinzessin wieder hinausging, näherte er sich einem der Sklaven und flüsterte ihm ins Ohr, »Bruder,
Ich habe die Prinzessin Peluzza ein wichtiges Geheimnis zu entdecken. Könnte ich nicht durch deine Vermittlung in ihr Zimmer geführt werden? Wenn dieses Geheimnis, antwortete der Sklave, den Prinzen Shodadat betrifft, so kann ich dir noch heute die gewünschte Audienz versprechen. Wo nicht, so hoffst du vergeblich, der Prinzessin vorgestellt zu werden, denn sie ist einzig und allein mit ihrem Sohne beschäftigt und will von nichts anderem reden hören. Eben, nur von diesem geliebten Sohne will ich mit ihr sprechen, sagte der Wundarzt. In diesem Fall, versetzte der Sklave, darfst du uns nach dem Palast folgen und du wirst bald mit ihr sprechen können. Es war dem wirklich so. Peluzza war kaum auf ihr Zimmer zurückgekehrt, als ihr der Sklave meldete, ein unbekannter Mann habe ihr etwas Wichtiges mitzuteilen, was den Prinzen Shodadat betreffe. Kaum hat er diese Worte gesprochen, als Peluzza eine lebhaftige Ungeduld an den Tag legte, den Unbekannten zu sehen. Der Sklave ließ ihn sogleich ins Gemach der Prinzessin treten, die all ihre Frauen wegschickte, mit Ausnahme von zweien, vor denen sie kein Geheimnis hatte. Sobald sie den Wundarzt ansichtig wurde, fragte sie hastig, welche Nachricht er ihr von Shodadat zu bringen hatte. »Herrin«, antwortete dieser, nachdem er sich mit dem Gesicht auf den Boden geworfen hatte, »ich habe dir eine lange Geschichte zu erzählen und Dinge, worüber du dich ohne Zweifel verwundern wirst.« Hierauf erzählte er ihr umständlich alles, was zwischen Shodadat und seinen Brüdern vorgefallen war. Sie hörte ihn mit gieriger Aufmerksamkeit an. Als er aber auf den Meuchelmord zu sprechen kam, fiel die zärtliche Mutter, gleich als würde sie von denselben Stichen durchbohrt wie ihr Sohn, ohnmächtig auf ein Sofa. Die beiden Frauen kamen ihr schleunig zur Hilfe und brachten sie wieder zur Besinnung. Der Wundarzt fuhr nun in seinem Berichte fort, und als er geendigt hatte, sagte die Prinzessin zu ihm, »Ich schnell zur Prinzessin von Diriyabad zurück und verkündige ihr in meinem Namen, dass der König sie alsbald als Schwiegertochter anerkennen wird. Was aber dich betrifft, so sei überzeugt, deine Dienste werden dir gut belohnt werden.« Als der Wundarzt sich entfernt hatte, blieb Peluzza auf dem Sofa in einem Zustand der Traurigkeit, wie man sich wohl denken kann. Durchdrungen von der Erinnerung an Shodadat rief sie aus, »Oh mein Sohn, so bin ich denn auf immer deines Anblicks beraubt! Als ich dich aus Samarien ziehen ließ, um an diesen Hof zu reisen, als du mir lebewohl sagtest, ach, da ahnte ich nicht, dass ein grauenvoller Tod fern von mir deiner harrte. O du unglücklicher Shodadat, warum hast du mich verlassen? Du hättest dir freilich nicht so hohen Ruhm erworben, aber du lebtest noch und würdest deiner Mutter nicht so viele Tränen kosten.« Bei diesen Worten weinte sie bitterlich, und ihre beiden Vertrauten, gerührt von ihrem Schmerz, vermischten ihre Tränen mit den Tränen ihrer Gebieterin. Während sie so alle drei in maßloser Betrübnis dasaßen, trat der König ins Zimmer, und als er sie in diesem Zustand erblickte, fragte er Peluzza, ob sie vielleicht traurige Nachrichten von Shodadat erhalten hätte. »Ach hier«, sagte sie, »es ist um ihn geschehen. Mein Sohn ist tot. Und um das Maß meines Kummers vollzumachen, kann ich ihm nicht einmal die Ehre des Begräbnisses erweisen, denn allem Anschein nach haben ihn wilde Tiere gefressen.« Hierauf erzählte sie ihm, was sie von dem Wundarzt gehört hatte, und ließ sich namentlich über die grausame Art aus, wie Shodadat von seinen Brüdern ermordet worden war. Der König ließ Peluzza nicht Zeit, ihre Erzählung zu verenden. Er fühlte sich von Zorn entbrannt und sagte in seiner Entrüstung zu ihr, »Ihr liebtes Weib, die Schurken, die deine Tränen fließen machen und ihrem Vater einen tödlichen Schmerz bereiten, sollen ihre gerechte Strafe erleiden.« So sprechend begab sich der König mit wutfunkelnden Augen in den Audienzsaal, wo alle seine Höflinge und diejenigen von seinen Untertanen, die ihn um etwas bitten wollten, versammelt waren. Alle erstaunten, als sie die Wut auf seinem Gesicht sahen. Schon fürchteten sie, er möchte über sein Volk erbost sein und ihre Herzen erstarrten vor Schrecken. Er bestieg den Thron, er ließ den Großvezier nahen und sagte zu ihm, »Hassan, ich habe dir einen Befehl zu geben. Geh auf der Stelle hin, nimm 1000 Mann von meiner Leibwache und verhafte alle Prinzen, meine Söhne. Sperre sie in den Turm der Mochelmörder und vollziehe dies sogleich.« Bei diesem außerordentlichen Befehl erbebten alle Anwesenden. Der Großvezier legte, ohne ein einziges Wort zu sprechen, die Hand auf seinen Kopf, um zu zeigen, dass er bereit sei zu gehorchen, und verließ den Saal, um einen Befehl zu vollziehen, der ihn so sehr überraschte. Indes schickte der König alle Personen, die Audienz bei ihm verlangten, zurück und erklärte, er wolle binnen Monatsfrist von keinem Geschäft mehr hören. Er war noch im Saal, als der Großvezier zurückkam. »Nun, Vezier«, sagte er zu ihm, »sind alle meine Söhne im Turm?« »Ja, Herr«, antwortete der Minister, »dein Befehl ist erfüllt.« »Ich habe dir noch einen anderen zu geben«, sagte der König. Mit diesen Worten verließ er den Audienzsaal und kehrte in Peluzzas Zimmer zurück, wohin der Vezier ihm folgte.
Er fragte die Fürstin, wo die Witwe Shodadats wohne. Biruzavs Frauen sagten es ihm, denn der Wundarzt hatte es in seinem Bericht nicht vergessen. Sofort wandte sich der König zu seinem Minister und sprach: Geh in diesen Karawanserei und führe eine junge Prinzessin, die da selbst wohnt, hierher. Behandle sie aber mit aller Ehrfurcht, die einer Frau von ihrem Range gebührt. Der Vezier vollzog auch diesen Befehl sogleich. Er stieg samt allen Emiren und den übrigen Hofleuten zu Pferd, begab sich nach dem Karawanserei, wo die Prinzessin von Deryaba war, öffnete ihr seinen Auftrag und ließ ihr auf Befehl des Königs ein schönes weißes Maultier vorführen, dessen Sattel und Zaum von Gold und mit Rubinen und Smaragden besät war. Sie bestieg es und ritt mitten unter diesen Herren nach dem Palast. Der Wundarzt begleitete sie ebenfalls auf einem schönen tatarischen Ross, das der Vezier ihm hatte geben lassen. Alles Volk stand an den Fenstern oder auf den Gassen, um den prächtigen Zug vorbeikommen zu sehen, und als bekannt wurde, dass die Prinzessin, die man so feierlich nach dem Hof geleitete, die Gemahlin Shodadats war, so entstand ein allgemeiner Jubel. Die Luft erscholl von tausendfältigem Freudengeschrei, das sich ohne Zweifel in Wehklagen verwandelt hätte, wenn das traurige Schicksal dieses Prinzen bekannt gewesen wäre. So sehr war er bei aller Welt beliebt. Die Prinzessin von Deryaba traf den König an der Pforte des Palastes, so er sie erwartete und empfing. Er nahm sie bei der Hand und führte sie in Piruzas Gemach, wo selbst ein höchst rührender Auftritt stattfand. Die Gemahlin Shodadats fühlte sich beim Anblick des Vaters und der Mutter ihres Gatten aufs Neue von ganzem Gewicht ihres Kummers darniedergedrückt, so wie der Vater und die Mutter die Gemahlin ihres Sohnes nicht ohne gewaltige innere Bewegung ansehen konnten. Sie warf sich zu den Füßen des Königs, badete sie mit ihren Tränen und konnte vor Kummer und Herzeleid kein Wort hervorbringen. Nicht minder beklagenswert war Peduzas Zustand. Ihr Unglück schien ihr das Herz abzudrücken und der König, der diesem rührenden Anblick nicht widerstehen konnte, überließ sie seiner eigenen Trostlosigkeit. So vermischten diese drei Personen ihre Seufzer und Tränen und beobachteten eine Zeit lang das Stillschweigen tiefen Seelenleids. Endlich erholte sich die Prinzessin von Deryaba und erzählte das Abenteuer im Schloss und das Unglück Shodadats. Schließlich bat sie um eine Gerechtigkeit für den Meuchelmord des Prinzen. »Ja, meine Tochter«, sagte der König, »die Undankbaren sollen sterben. Zuvor aber muss ich Shodadats Tod öffentlich bekannt machen lassen, damit die Hinrichtung seiner Brüder keinen Aufruhr im Volk erweckt. Übrigens wollen wir, obschon wir den Leichnam meines Sohnes nicht haben, dennoch nicht unterlassen, ihm die letzte Ehre zu erweisen.« Nach diesen Worten wandte er sich an seinen Vezier und befahl ihm, auf der schönen Ebene, in deren Mitte die Stadt Harran liegt, ein Grabmal mit einer Kuppel von weißem Marmor erbauen zu lassen. Inzwischen aber wies er der Prinzessin von Deryaba, wie er als Schwiegertochter anerkannte, eine prächtige Wohnung in seinem Palast an. Hassan ließ sich mit solcher Emsigkeit arbeiten und verwendete so viele Handwerksleute dazu, dass das Kuppelgebäude in wenigen Tagen vollendet war. Unter der Kuppel wurde ein Grabmal errichtet und auf dasselbe Shodadats Bildsäule gestellt. Sobald das Werk fertig war, befahl der König, Gebete anzustellen und setzte einen Tag zur Trauerfeier seines Sohnes fest. Als dieser Tag erschien, strömten alle Einwohner der Stadt auf die Ebene, um der Feierlichkeit anzuwohnen, die auf folgende Weise geschah. Der König zog in Begleitung des Großveziers und der vornehmsten Herren seines Hofes nach dem Kuppelgebäude. Und als er hier angekommen war, trat er hinein und setzte sich mit ihnen auf goldgeblümte schwarze Atlasteppiche. Hierauf zog eine zahlreiche Schar der Leibwache zu Pferd mit gesenktem Haupt und halbgeschlossenen Augen vor das Gebäude. Sie ritten zweimal in tiefem Schweigen ringsumher, beim dritten Mal aber hielten sie vor der Tür still und sprachen einer nach dem anderen mit lauter Stimme folgende Worte: »O Prinz, Sohn des Königs, wenn wir durch die Schärfe unseres Schwertes und durch menschliche Tapferkeit dein Missgeschick irgendwie erleichtern könnten, so sollst du bald das Licht wieder schauen. Aber der König der Könige hat geboten, der Engel des Todes hat gehorcht.« Nach diesen Worten zogen sie sich zurück, um 100 Greisen mit langen weißen Bärten Platz zu machen, die sämtlich auf schwarzen Maultieren ritten. Es waren Einsiedler, die sich ihr Leben lang in Höhlen verborgen hielten und niemals den Augen der Menschen zeigten, außer um den Leichenbegängnissen der Könige von Harran und der Prinzen seines Hauses anzuwohnen. Diese ehrwürdigen Alten trugen auf dem Kopf jeder ein dickes Buch, das sie mit einer Hand hielten. Sie machten dreimal die Runde um das Gebäude, ohne ein Wort zu sagen. Hierauf hielten sie an der Tür still und einer von ihnen sprach folgende Worte:
Oh, Prinz, was können wir für dich tun? Wenn man durch Gebet oder Wissenschaft dir das Leben wiedergeben könnte, so würden wir unsere weißen Bärte an deinen Füßen reiben und Gebete hersagen. Aber der Beherrscher des Weltalls hat dich auf immer hinweggenommen. Nachdem die Greise also gesprochen, entfernten sie sich von dem Gebäude und alsbald nahten sich 50 Fräulein von ausgezeichneter Schönheit. Sie ritten kleine weiße Pferde, waren ohne Schleier und trugen goldene Körbe voll kostbarer Edelsteine. Auch sie machten dreimal die Runde um das Gebäude, hielten dann an derselben Stelle wie die anderen an, worauf die Jüngste das Wort ergriff und also sprach: »O Prinz, der du einst so schön warst, welche Hilfe kannst du von uns erwarten? Wenn wir dich durch unsere Reize wiederbeleben könnten, so wollten wir alle deine Sklavinnen sein. Aber du hast kein Gefühl mehr für die Schönheit und bedarfst unserer nicht mehr.« Nachdem die jungen Mädchen sich entfernt hatten, stand der König mit seinen Höflingen auf, machte ebenfalls dreimal die Runde ums Gebäude, nahm dann selbst das Wort und sprach: »O mein teurer Sohn, Licht meiner Augen, so habe ich dich denn auf immer verloren.« Er begleitete diese Worte mit Seufzern und benetzte das Grab mit seinen Tränen. Die Höflinge weinten ebenfalls. Hierauf verschloss man die Tür des Grabmals und alles kehrte nach der Stadt zurück. Am anderen Tag wurden in den Moscheen öffentliche Gebete gehalten und dies 8 Tage hintereinander fortgesetzt. Den 9. beschloss der König, die Prinzen, seine Söhne, enthaupten zu lassen. Das ganze Volk war empört über ihre Missetat an Schodadad und schien ihrer Hinrichtung mit Ungeduld entgegenzusehen. Schon fing man an, Schafotte zu errichten, allein die Exekution musste aufgeschoben werden, weil plötzlich die Nachricht kam, dass die benachbarten Fürsten, die den König von Haradan schon früher bekriegt hatten, mit zahlreicheren Heeren als das erste Mal heranrückten und nicht mehr weit von der Stadt entfernt wären. Man hatte zwar schon lange gewusst, dass sie sich zum Kriege rüsteten, allein man hatte sich über diese Rüstung nicht beunruhigt. Diese Nachricht verbreitete allgemeine Bestürzung und gab neuen Anlass, Schodadad zu beklagen, der sich in dem früheren Krieg gegen eben diese Feinde so herrlich hervorgetan hatte. »Ach«, sagten die Leute, »wenn der hochherzige Schodadad noch lebte, so würden wir uns wenig um diese Fürsten bekümmern, die uns überfallen.« Der König gab sich aber nicht feiger Furcht hin, er hob schleunigst Mannschaft aus, brachte ein ansehnliches Kriegsheer zusammen und, zu mutig, um sich von den Feinden in seinen Mauern aufsuchen zu lassen, zog er ihnen entgegen. Die Feinde ihrerseits, als sie von ihren Kundschaftern vernommen, dass der König von Haran heranrückte, um mit ihnen zu streiten, machten auf einer Ebene Halt und stellten ihr Heer in Schlachtordnung. Sobald der König sie erblickte, ordnete er seine Truppen ebenfalls zum Kampf, ließ zum Angriff blasen und griff mit ungemeiner Tapferkeit die Feinde an. Sie leisteten hartnäckigen Widerstand. Von beiden Seiten wurde viel Blut vergossen und der Sieg blieb schwankend. Endlich aber wollte er sich schon für die Feinde des Königs von Haran erklären, die an Anzahl überlegen waren und ihn umzingelten, als man plötzlich auf der Ebene eine große Schar Reiter in schönster Ordnung auf das Schlachtfeld daherspringen sah. Der Anblick dieser neuen Streiter machte beide Teile stutzig, und sie wussten nicht, was sie davon denken sollten. Doch blieben sie nicht lange in dieser Ungewissheit, denn die Reiter fassten die Feinde des Königs von Haran in der Seite und drangen mit solcher Wucht auf sie ein, dass sie beide in Unordnung brachten und in die Flucht schlugen. Damit noch nicht zufrieden, verfolgten sie die Fliehenden lebhaft und machten fast alle nieder. Der König von Haran hatte mit großer Aufmerksamkeit den ganzen Vorgang beobachtet. Die Kühnheit dieser Reiter bewundert, deren unverhoffte Hilfe den Sieg zu seinen Gunsten entschieden. Ganz besonders wohlgefallen hat er an ihrem Anführer gefunden, den er mit löwenmütiger Tapferkeit fechten sah. Er wünschte sehr, den Namen dieses edlen Helden zu erfahren, und voll Ungeduld, ihn zu sehen und ihm zu danken, ritt er auf ihn zu. Dieser aber eilte, ihm zuvorzukommen. Die beiden Fürsten begegneten sich und der König von Haran erkannte seinen Sohn Schodadad in dem tapferen Krieger, dem zu Hilfe gekommen oder vielmehr seine Feinde geschlagen hatte. Er blieb lange Zeit sprachlos vor Überraschung und Freude. »Herr«, sagte Schodadad, »du bist ohne Zweifel erstaunt, auf einmal wieder einen Menschen erscheinen zu sehen, den du vielleicht tot glaubtest. Ich wäre es auch, wenn mich der Himmel nicht erhalten hätte, um dir gegen deine Feinde zu dienen.« »Ach, du mein Sohn«, rief der König, »ist's möglich, dass du mir wieder geschenkt bist? Ach, ich hatte schon alle Hoffnung aufgegeben.« So sprechend streckte er seine Arme gegen den jungen Prinzen aus und drückte ihn voll Zuversicht an seine Brust.
Ich weiß alles, mein Sohn, hob der König an, nachdem er ihn lange in seinen Armen gehalten hatte. Ich weiß, wie deine Brüder dir für die Befreiung aus der Hand des Schwarzen lohnten. Aber du sollst morgen gerecht werden. Lass uns jetzt nach dem Palast gehen. Deine Mutter, die viele Tränen um dich vergossen hat, erwartet mich, um sich mit mir über die Niederlage unserer Feinde zu freuen. Wie groß wird ihr Entzücken sein, wenn sie erfährt, dass mein Sieg dein Werk ist? Herr, antwortete Shodadat, erlaube mir, dich zu fragen, wie du das Abenteuer im Schloss erfahren konntest. Sollte es vielleicht einer meiner Brüder durch Gewissensbisse gepeinigt gestanden haben? Nein, erwiderte der König. Die Prinzessin von Diriabar hat uns von allem unterrichtet. Sie weilt in meinem Palast, wohin sie gekommen ist, um Rache für den Frevel deiner Brüder zu fordern. Shodadat war außer sich vor Freude, dass die Prinzessin, seine Gemahlin, am Hofe war. Entzückt rief er aus, »Lass uns eilen, Herr, zu meiner Mutter, die uns erwartet. Ich brenne vor Ungeduld, ihre Tränen und die der Prinzessin von Diriabar zu trocknen.« Der König kehrte alsbald mit seinem Heer in die Stadt zurück und verabschiedete dasselbe. Er zog siegreich in seinen Palast ein unter dem Zujauchzen des Volks, das ihm scharenweise folgte, indem es den Himmel um Verlängerung seiner Jahre anrief und den Namen Shodadats bis zu den Sternen erhob. Die beiden Fürsten trafen Peruzza und ihre Schwiegertochter beisammen, die den König erwarteten, um ihm Glück zu wünschen. Aber wer vermochte das freudige Entzücken der beiden Frauen zu beschreiben, als sie den jungen Prinzen an seiner Seite erblickten? Bei diesen Umarmungen flossen ganz andere Tränen, als sie bisher um ihn vergossen hatten. Nachdem die vier Glücklichen allen Eingebungen des Blutes und der Liebe Genüge getan hatten, fragte man Peruzzas Sohn, durch welche Wunder er noch am Leben sei. Er antwortete, ein Bauer auf einem Maulesel sei zufällig in das Zelt gekommen, worin er ohnmächtig gelegen. Und als er ihn allein verwundet und von Stichen durchbohrt gesehen, habe er ihn auf sein Tier gelegt und in sein Haus gebracht. Dort habe er ihm gewisse gekaute Kräuter auf seine Wunden gelegt, wodurch sie in wenigen Tagen geheilt worden seien. Als ich mich wiederhergestellt fühlte, fügte er hinzu, dankte ich dem Bauern und gab ihm alle Diamanten, die ich bei mir hatte. Hierauf näherte ich mich der Stadt Hadan. Da ich aber unterwegs erfuhr, dass einige benachbarte Fürsten Truppen gesammelt hatten, um den König zu überfallen, so gab ich mich in den Dörfern umher zu erkennen und ermunterte den Eifer des Volkes, sich zur Verteidigung zu erheben. Ich bewaffnete eine große Anzahl junger Leute, stellte mich an ihre Spitze und langte in dem Augenblick an, als die beiden Heere handgemein waren. Als er seine Erzählung geendet hatte, sprach der König, »Lasst uns Gott danken, dass er Shodadat erhalten hat. Die Schurken aber, die ihn töten wollten, müssen heute noch sterben.« »Herr«, entgegnete der edelmütige Sohn Peruzzas, »so undankbar und boshaft sie auch sein mögen, so bedenke doch, dass sie aus einem Blut entsprungen sind. Es sind meine Brüder. Ich verzeihe ihnen ihr Verbrechen und bitte dich um Gnade für sie.« Diese edlen Gesinnungen entlockten dem König Tränen. Er ließ sein Volk zusammenrufen und erklärte Shodadat für seinen Thronerben. Hierauf ließ er die gefangenen Prinzen in ihren schweren Ketten vorführen. Peruzzas Sohn nahm ihnen ihre Fesseln ab und umarmte sie, einen nach den anderen, ebenso herzig, wie er es im Schlosshof des Schwarzen getan hatte. Das Volk war entzückt über Shodadats Gutherzigkeit und gab ihm auf tausenderlei Art seinen Beifall zu erkennen. Schließlich wurde auch der Wundarzt mit Gnadenbezeugungen überschüttet, zur Anerkennung der Dienste, die er der Prinzessin von Diriabar geleistet hatte. Geschichte vom Zauberpferde. Herr, man erzählt, es herrschte einmal, vor undenklichen Zeiten, ein König in Persien namens Sabur. Er war der größte und mächtigste unter allen Herrschern seiner Zeit und besaß unermessliche Länder und Reichtümer, die von einer zahllosen Armee verteidigt wurden. Er war aber ebenso berühmt wegen seiner schönen Tugenden als wegen seiner furchtbaren Macht und Größe, denn er war nicht allein ein Mann von ausgebreiteten Kenntnissen, Gewand und voll Unternehmungsgeist, sondern sein Herz war auch ebenso weich und teilnahmsvoll als sein Verstand scharf und durchdringend. Seine Hand war ebenso mildtätig und freigebig gegen die Armen, als für den Bösen furchtbar und strafend. Er war ein Trost für den Unglücklichen und Beladenen, und der Verstoßene und Verfolgte fand stets eine Freistätte bei ihm.
Seine Verwandten liebte er zärtlich, gegen die Fremden war er milde und nie wurde ein Fall bekannt, dass ein Unterdrückter ihn vergebens um Recht gegen die Gewalt angefleht hätte. Er war Vater von 3 Mädchen und einem Sohne. Dieser König feierte jährlich 2 Feste, Niraji und Mirjan. An diesem Festtage pflegte er all seine Paläste zu öffnen, Geschenke zu machen, Amnestien zu veröffentlichen, Pförtner und andere Aufseher zu entfernen, sodass all seine Untertanen freien Zutritt zu ihm hatten, um ihn zu begrüßen, zu beglückwünschen und Geschenke dazu bringen. Dieser König war ein großer Liebhaber von Philosophie und Geometrie. Nun traf es sich an einem dieser Festtage, dass 3 äußerst gelehrte und erstaunlich weise Männer mit kostbaren, bewunderungswerten Geschenken in seine Stadt kamen. Sie waren alle 3 aus verschiedenen Ländern und sprachen auch verschiedene Sprachen. Der eine war ein Inder, der andere ein Grieche und der dritte ein Perser. Der Inder ging zuerst zum König, warf sich vor ihm nieder und übergab ihm, indem er zum Feste Glück wünschte, ein höchst bewunderungswürdiges Geschenk. Es war eine mit kostbaren Edelsteinen verzierte goldene Bildsäule, die ein goldenes Horn in der Hand hielt. Nachdem der König dasselbe von allen Seiten genau betrachtet hatte, sagte er zu dem Inder: »Weiser Mann, zu welchem Zweck soll dies dienen?« »Herr«, erwiderte der Inder, »dies Bildnis hat die Eigenschaft, dass, wenn ein Spion in die Stadt kommt, es sogleich in das goldene Horn stößt. Der Spion wird sogleich zu zittern anfangen und tot niederfallen.« Der König, im höchsten Grade überrascht von den Worten des Inders, sagte zu ihm: »O Weiser, bei Gott, wenn du wahr sprichst, so werde ich all deine Wünsche erfüllen.« Hierauf traf der griechische Weise vor, warf sich dem König zu Füßen und überreichte ihm ein silbernes Becken, in dessen Mitte ein goldener Pfau saß, rundherum umgeben von 24 Jungen. Nachdem der König es betrachtet hatte, fragte er den Weisen, was der Zweck dieses Werkes sei. »Herr«, erwiderte der Grieche, »dieser Pfau hier wird nach Verfluss jeder Stunde eines deiner Jungen picken und so die Tageszeit anzeigen. Nach einem Monat aber wird er jedes Mal den Schnabel öffnen und darin wird der Mond erscheinen.« Als der König das hörte, sagte er: »O Weiser, sprichst du wahr, so soll jeder deiner Wünsche erfüllt werden.« Sodann trat der persische Weise hervor, beugte sich zur Erde und überreichte dem König ein Pferd aus Ebenholz, mit Gold und Edelsteinen beschlagen, vollkommen ausgerüstet, mit prächtigem königlichem Sattel, Zaum und Steigbügeln, und dem nur die Sprache fehlte. Der König war sehr erstaunt beim Anblick dieses kunstreich gebildeten Pferdes und fragte, wozu dieses leblose Pferd diene. »Mein Gebieter«, antwortete der Weise, »dieses Pferd legt mit seinen Reitern einem Tag eine Strecke von einem Jahre zurück, denn es fliegt durch die Luft.« Der König war im höchsten Grade erstaunt über das Zusammentreffen dieser 3 Wunder an einem Tag und sagte zu dem Perser: »Bei dem erhabenen Gott, dem Schöpfer und Erhalter der Menschen durch Getränke und Nahrung, wenn du die Wahrheit gesprochen hast und deine Rede sich bewährt, so gewähre ich dir im Voraus jede Bitte, die du an mich stellen magst.« Er bewirtete dann die Weisen 3 Tage lang, um ihre Gaben zu prüfen. Jeder brachte sein Werk mit und machte den König mit dessen Bewegung bekannt. Das Bildnis stieß alsbald ins Horn, der Pfau pickte die Jungen und der Weise schwang sich aufs Pferd, stieg in die Höhe und ließ sich wieder herunter. Der König geriet beinahe außer sich vor Freude und sagte zu den Weisen: »Ihr habt eure Versprechen erfüllt und die Wahrheit eurer Worte durch die Tat bewiesen. Nun ist es an mir, auch mein Versprechen in Erfüllung gehen zu lassen. Fordere jeder von mir, was er will. Er soll es auf der Stelle haben.« Die Weisen hatten aber schon von den 3 Prinzessinnen gehört. Sie sagten daher: »Wenn der König, unser Herr, mit uns zufrieden ist, unsere Geschenke annimmt und uns erlaubt, etwas zu erbitten, so möchten wir, dass der König, der doch gewiss sein Wort nicht brechen wird, uns seine 3 Töchter geben und uns zu seinen Schwiegersöhnen annehmen.« Der König sagte: »Ich werde eurer Bitte willfahren.« Und er ließ sogleich beim Kadi die Ehekontrakte abfassen.
Die Prinzessinnen hatten aber hinter einem Vorhang dem Schauspiele zugesehen. Und als die Jüngste ihren künftigen Gemahl, den Perser, betrachtete, entdeckte sie, dass er ein 100-jähriger Greis war, mit einer Stirne voll Runzeln und Falten, mit borstigem Haupthaare, während die Haare der Augenbrauen und des Bartes ausgefallen waren. Seine Augen waren rot und triefend und seine Wangen so abscheulich gelb und eingefallen, dass man jeden Knochen seines Gesichtes sehen konnte. Er hatte eine Nase wie Bedinjan, seine paar Zähne waren teils ausgefallen, teils locker, seine Lippen blau und lappig wie Kamelnieren und seine ganze Haut eingeschrumpft und lederfarben. In der Tat, er war ein Wunder von Hässlichkeit und von einer ganz unbekannten Rasse. Der abscheulichste unter allen Menschen glich er ganz und gar einem Teufel, sodass selbst die Vögel vor ihm in ihr Nest flohen. Das Mädchen aber war das Schönste und Liebenswürdigste ihrer Zeit. Niedlicher als eine Gazelle, zarter als ein Sephir, übertraf sie den Mond an Glanz und milder Schönheit. Sie beschämte alle Baumzweige, wenn sie sich sanft wiegte, und keine Gazelle kam ihr gleich in der Geschwindigkeit und Kühnheit der Wendung. Sie war schöner und anmutiger als ihre Schwestern. Als diese Prinzessin nun ihren Bräutigam sah, eilte sie in ihr Gemach, streute Erde auf ihr Haupt, zerriss ihre Kleider und fing an, unter lautem Weinen und Wehklagen, sich Gesicht und Brust zu zerschlagen. Ihr Bruder, der sie weit mehr als seine anderen Schwestern liebte, kam eben von der Reise zurück. Wie er nun ihr Geschrei und Weinen hörte, eilte er zu ihr hinein, schlug sich an die Brust und fragte sie, was ihr denn zugestoßen sei. Sie solle ihm die Wahrheit sagen und nichts verhehlen. Sie brach in die Worte aus. »Mein treuer Bruder, gewiss, wenn deinem Vater durch mich das Schloss zu eng geworden, will ich es gerne verlassen. Hat er an mir etwas seiner Tochter Unwürdiges gesehen, will ich mich von ihm entfernen, oder will er nicht länger mehr für mich sorgen, so gibt es für mich ja einen Gott, der mich führen und nicht verlassen wird.« Ihr Bruder, der den Sinn dieser Rede nicht recht begreifen konnte, bat sie, ihm das alles deutlicher zu sagen, denn noch wisse er den Grund nicht, warum sie so bewegt und betrübt sei. Sie antwortete, »Wisse, teurer Bruder, mein Vater hat mich mit einem Zauberer verlobt, der ihm ein schwarzes, hölzernes Pferd geschenkt und ihn mit seiner Zauberkunst überlistet hat. Ich aber mag diesen Alten nicht. Ich will nicht seinetwillen auf die Welt gekommen sein.« Ihr Bruder sprach ihr Trost und Mut ein, verließ sie dann und eilte zu seinem Vater, den er fragte, »Wer ist der Zauberer, mit welchem du meine jüngste Schwester verlobt hast? Und was hat er dir für ein Geschenk gemacht, dass du seinetwillen deine Tochter vor Gram sterben lassen willst? Das soll nicht sein!« Der Weise, der diese Rede mit anhörte, ergrimmte in seinem Herzen über den Prinzen. Der König aber sprach zu seinem Sohne, »Wenn du das Pferd und seine Kunst gesehen haben wirst, so wirst du vor Erstaunen fast den Verstand verlieren.« Er befahl dann den Dienern, es herbeizuführen, und als der Prinz es sah, gefiel es ihm. Da er ein guter Reiter war, schwang er sich sogleich in den Sattel und stieß ihm die Steigbügel in den Leib. Als sich aber das Pferd nicht von der Stelle bewegte, sprach der König zu dem Weisen, »Geh und zeige ihm, wie man es in Bewegung setzt, dann wird er sich wohl deinem Wunsche nicht mehr widersetzen.« Der Weise, der schon einen tödlichen Hass auf den Prinzen geworfen hatte, ging zu ihm hin und zeigte ihm einen Wirbel an der rechten Seite des Pferdes, welcher dazu diente, das Pferd steigen zu machen, und verließ ihn. Der Prinz rieb den Wirbel, und nun stieg das Pferd mit ihm in die Höhe und flog mit so reißender Schnelligkeit dahin, dass er bald gar nicht mehr gesehen wurde. Der König ward besorgt um seinen Sohn und fragte den Weisen, »Wie kann er aber nur das Pferd wieder zur Erde lenken?« »Herr«, versetzte der Weise, »diese Kunst besitze ich nicht, auch ist seine und nicht meine Schuld, wenn du ihn bis zum Auferstehentag nicht mehr wiedersiehst. Aus Dünkel und Hochmut verschmähte er mich zu fragen, auf welche Weise das Pferd dahin gebracht wird, wieder niederwärts zu fliegen, und ich selbst dachte im Augenblick nicht daran, es ihm zu sagen.« Der König geriet über diese Worte in so heftigen Zorn, dass er den Weisen schlagen und einsperren ließ. Er selbst riss die Krone von seinem Haupte, schlug sich ins Gesicht und auf die Brust, jammerte und weinte. Die Tore des Palastes wurden geschlossen und alle Festlichkeiten eingestellt. Nicht allein der König, seine Gemahlin und Töchter waren von diesem großen Unglück so schmerzlich berührt,
sondern auch alle Stadtbewohner teilten ihren Kummer über den Verlust des Prinzen. So war auf einmal Lust in Trauer und Glück in Unglück verwandelt und aus einem Freudentage ein Trauertag geworden. Der Prinz war indessen von dem Pferde bis in die Nähe der Sonne emporgetragen. Er war dem Tode nahe und war darauf gefasst, zwischen den Himmelskörpern umzukommen. Da dachte er, wenn ich doch sterben muss, so will ich wenigstens sehen, ob der, welcher den Wirbel zum Aufsteigen gemacht, nicht auch einen gemacht hat, durch welchen das Pferd dazu gebracht wird, dass er sich wieder herablasse. Der Prinz war nämlich ein kluger, scharfsinniger und entschlossener Mann. Er streckte daher seine Hand nach der linken Seite des Pferdes aus und fand einen zweiten Wirbel, den er sogleich rieb. Augenblicklich bemerkte er auch, dass das Pferd sich niedersenkte. Und als er wieder rieb, erblickte er bald die Erde. Und so näherte er sich der Erdoberfläche immer mehr. Und er war außer sich vor Freude und dankte Gott für seine Rettung. Dann rieb er wieder den rechten Wirbel ein wenig und flog in geringer Höhe weiter. Als es Abend war, erblickte er ein hohes Schloss mitten in einer blühenden Ebene, durch die murmelnde, silberklare Bäche flossen, wo herrliche Blumen standen und muntere Gazellen umhersprangen. Gleich darauf sah er eine große Stadt, mit einer festen Zitadelle, Türmen und hohen Mauern, und auf der anderen Seite der Stadt war ein sehr hohes und festes Schloss, um welches er 40 bepanzerte Sklaven mit Schwertern, Bogen und Lanzen bewaffnet umhergehen sah. Er dachte bei sich selbst, oh, wüsste ich doch nur, in welchem Lande ich mich befinde. Nach einigem Nachdenken aber entschloss er sich, die Nacht auf der Terrasse des Schlosses zuzubringen und sich nach und nach mit den Bewohnern desselben zu befreunden. Sogleich bemühte er sich nun, das Pferd nach dem Schlosse hinzulenken und es auf die Terrasse niederzulassen. Die Nacht war schon hereingebrochen, als ihm dies gelang und er, äußerst hungrig und durstig, abstieg. Er untersuchte die Terrasse von allen Seiten, bis er endlich eine Treppe fand, die in das Innere des Schlosses hinabführte. Er stieg die Treppe hinunter und kam auf einen Platz vor der Türe des Schlosses, dessen Boden mit weißem Marmor gepflastert, vom Monde beleuchtet war. Hier sah er sich überall um und bemerkte ein Licht, das aus dem Inneren des Schlosses schimmerte. Als er darauf zuging, kam er an eine Türe, vor welcher ein Sklave schlief, gleich einem von Solimans Geistern, lang wie ein Baum und breit wie eine steinerne Bank. Zu seiner Seite brannte ein Licht und lag ein Schwert, das wie eine Feuerflamme funkelte. Nebenan aber stand ein Tischchen mit steinernen Pfeilern. Der Prinz zauderte einige Augenblicke, bald aber fasste er sich und sprach, ich rufe Gott um Hilfe an. Du, o Gott, der mich soeben vom Untergang befreit hast, gib mir nur noch die Kraft, mir über dieses Schloss Auskunft zu verschaffen. Mit diesen Worten streckte er die Hand nach dem Tischchen aus, ergriff es und ging damit auf die Seite, hob die Decke weg und fand herrliche Speisen und aß und trank, bis er satt war. Dann ruhte er ein wenig aus, trug das Tischchen wieder an seinen vorigen Platz, nahte sich auf den Zehen dem Schlafenden und zog ihm das Schwert aus der Scheide. Damit ging er vorwärts, ohne zu wissen, was die Bestimmung über ihn verhängen werde. Bald erblickte er wieder eine Türe, welche mit einem Vorhang bedeckt war. Er ging darauf zu, hob den Vorhang auf und trat in das Zimmer, wo ein Thron aus weißem Elfenbein stand, mit Perlen, Rubinen und anderen Edelsteinen besetzt, und an dem Fuße desselben lagen 4 schlafende Sklavinnen. Er näherte sich dem Throne, um zu sehen, wer auf ihm liege, und fand ein schlafendes Mädchen, schön wie der leuchtende Mond, von ihren langen Haaren umwallt. Er bewunderte ihre Schönheit und Anmut, ihren Wuchs und ihr Ebenmaß. Ihre Stirne leuchtete wie der Mond, ihre Wangen, von einem zarten Male angehaucht, glichen Anemonen. Als der Prinz sie sah, kümmerte er sich nicht mehr um Gefahr und Tod, er näherte sich ihr zitternd und bebend und küsste sie auf ihre rechte Wange. Sie erwachte sogleich und öffnete ihre Augen und blickte den Prinzen an, der ihr zu Häupten stand, und sagte zu ihm, »Wer bist du, Jüngling, und wo kommst du her?« Er antwortete, »Ich bin ein Sklave und dein Geliebter.« »Wer aber hat dich hierher gebracht?« sagte die Prinzessin weiter. »Mein Gott und mein Schicksal«,
erwiderte der Prinz. Die Prinzessin, welche ihr Vater mit einem der vornehmsten Männer der Stadt verlobt hatte, glaubte, der Prinz sei ihr Verlobter. Sie betrachtete ihn näher und da er schön wie der leuchtende Mond war, breitete sich über ihr Herz das Netz der Liebe wie ein flammendes Feuer aus und sie begann sich mit ihm traulich zu unterhalten. Plötzlich erwachten die Sklavinnen und als sie den Prinzen neben ihrer Herrin sitzen sahen, riefen sie: »O Herrin, wer ist denn da der junge Mann, der bei dir ist?« »Ich weiß es nicht«, antwortete die Prinzessin. »Ich habe ihn so bei mir vorgefunden, als ich erwachte. Ohne Zweifel ist es mein Verlobter.« Die Sklavinnen aber sagten: »O Herrin, beim erhabenen Gott, dein Verlobter kann nicht einmal dieses Mannes Diener sein.« Mit diesen Worten gingen sie zu dem noch immer schlafenden Sklaven, weckten ihn auf und riefen ihm zu: »So bewachst du das Schloss, dass Leute hereinkommen, während wir schlafen.« Als der Sklave dies hörte, sprang er erschrocken auf und wollte nach seinem Schwert greifen, da es aber nimmer fand, ging er voll Angst und Betäubung zu seiner Herrin. So wie er den Prinzen neben der Prinzessin sitzen sah, rief er ihm entgegen: »Wer hat dich hierher gebracht, du Betrüger, du Dieb, du Niedriggeborener?« Bei diesen Schimpfreden sprang der Prinz mit dem Schwerte in der Faust wie ein Löwe auf. Aber der Sklave entfloh und eilte zitternd und bebend in die Gemächer des Königs und erzählte ihm, was vorgefallen. Der König erschrak, machte sich auf, ergriff sein Schwert und sagte zu dem Sklaven: »Wehe dir, du Hund, was ist das für eine schlimme Nachricht?« »Herr«, erwiderte der Sklave, »der Schlaf hat uns überwältigt und als wir erwachten, sahen wir auf einmal einen Mann von vornehmem Aussehen und schöner Gestalt neben meiner Gebieterin sitzen. Weder ich noch eine der Sklavinnen konnten begreifen, wie er hereingekommen, ob er von oben oder von unten gekommen ist.« Der König eilte selbst mit dem Schwert in der Hand in die Gemächer der Prinzessin, um diesen Vorfall zu untersuchen. Als er in ihr Zimmer trat und den Prinzen neben seiner Tochter sitzen sah, geriet er in eine unglaubliche Wut. Er zog sein Schwert, drang auf ihn ein und wollte ihm den Kopf spalten. Der Prinz aber hob sich von dem Throne, streckte ihm sein Schwert entgegen und sagte: »Beim erhabenen Gott, wäre mir dies Haus nicht durch meinen Eintritt so heilig, so würde ich dich denen, die in der Vätergruft liegen, nachsenden.« Der König sagte: »Wer bist du, Betrüger? Und wer ist dein Vater, dass du es wagen darfst, in solchem Tone mit mir zu reden und meine Tochter in ihrem Schlosse zu überfallen? Weißt du nicht, dass ich der größte König der Erde bin? Bei dem erhabenen Gott, ich will dich der Welt zum Beispiel und Schrecken der martervollsten Tod sterben lassen, du Dieb, du Niedriggeborener!« Der Prinz lächelte und sagte: »Herr, du setzt mich in Erstaunen durch deinen schwachen Verstand und dein grobes Benehmen. Könntest du dich auch meiner bemächtigen und mich umbringen lassen, was würde es dir nützen? Würden da die Leute nicht sagen, der König hat einen jungen Mann bei seiner Tochter gefunden und ihn töten lassen? So würde Spott und Schande über dich kommen und kein Mensch mehr Furcht vor dir haben. Übrigens sind wir auch Könige und Söhne von Königen. Und wenn wir wollten, wäre es uns ein leichtes, dich vom Thron ins Verderben zu stürzen. Doch Gott sei davor, dass dir etwas Böses von mir bekannt werde. Kannst du übrigens deiner Tochter einen besseren Mann wünschen? Und wenn sie Prinzessin ist, so bin ich ein Sohn des Königs von Persien.« Der König fragte ihn: »Warum aber bist du nicht, wie es Sitte ist, zu mir gekommen und hast um sie angehalten?« Der Prinz erwiderte: »Was geschehen ist, ist geschehen. Doch will ich dir einen Vorschlag machen. Lass von deinen Truppen versammeln, so viel du willst, und ich will ganz allein gegen sie kämpfen. Werde ich besiegt, so geschieht es, weil ich eine Schuld begangen. Schlage ich sie aber in die Flucht, so wird man mich wohl nicht mehr mit Geringschätzung behandeln. Menschen kann man nicht wie Korn abmähen und messen.« Der König war sehr zufrieden mit dem Vorschlag, der ihn aus der Verlegenheit riss, wie er den Prinzen töten lassen solle, ohne sich und seine Tochter in Schande zu bringen. »Es sei so«, sprach er, versammelte, sobald der Tag anbrach, seine Truppen und stellte sie in Schlachtordnung und befahl, den Prinzen herbeizuführen und ihm ein Pferd und Waffe zu bringen. Der Prinz aber sagte: »Ich will mein eigenes Pferd besteigen, befehle nur, dass man es von der Terrasse, wo es angebunden ist, herabhole.« Als das Pferd herbeigeführt wurde, bewunderte der König die Schönheit und künstliche Arbeit desselben. Der Prinz bestieg es und die Truppen umringten ihn von allen Seiten, um ihn zu erschlagen.
Der Prinz drehte den Wirbel an der rechten Seite des Pferdes und augenblicklich erhob er sich in die Luft wie ein Vogel. Der König rief immer, ergreift ihn! Die Soldaten aber sagten, O König, wen sollen wir ergreifen bei dem erhabenen Gotte? Der ist ein Teufel, ein abtrünniger Geist. Gelobt sei Gott, der dich von ihm befreit hat. Der König und seine Truppen kehrten verwirrt und betäubt ins Schloss zurück. Der König ging in die Gemächer der Prinzessin und erzählte ihr das Vorgefallene. Dann schimpfte er über den Prinzen und sagte, Gott verdamme diesen schlechten, betrügerischen Zauberer. Der König glaubte nämlich, durch solche Reden seine Tochter trösten zu müssen und ahnte nicht, dass ihr Herz für den Prinzen in Liebe entbrannt war. Als er aber die Tränen sah, die ihren Augen entquollen, suchte er sie zu beruhigen und verließ sie. Die Prinzessin aber brach nun in lautes Weinen und Jammern aus und konnte weder essen noch trinken noch schlafen. Der Prinz Kamr al-Akmar, Mond der Monde, so hieß er, durchflog indessen die Luft, bis er in das Land seines Vaters kam. Er ließ sich auf der Terrasse seines väterlichen Schlosses nieder und stieg vom Pferde. Wie er die Treppe in das Schloss hinunterging, fand er Asche auf die Pfosten des Schlosses gestreut, sodass er glauben musste, es sei jemand von seinen Verwandten gestorben. Er eilte in die inneren Gemächer nach seiner Gewohnheit, und hier fand er seinen Vater, seine Mutter und Schwestern in Trauerkleider gehüllt, mit bleichen, schmerzentstellten Gesichtern. Sein Vater sah ihn zuerst. Er stieß einen lauten Schrei aus und fiel in Ohnmacht, und als er nach einer Weile wieder zu sich kam, drückte er seinen Sohn an seine Brust. Die Königin und die Prinzessinnen, welche dies vernahmen, stürzten auf ihn zu, umarmten und küssten ihn und fragten ihn unter Tränen, wie es ihm ergangen sei. Er erzählte ihnen alles, was ihm begegnet war, von Anfang an bis zum Ende. Als er seine Erzählung geschlossen hatte, sagte sein Vater, »Gelobt sei Gott, der Erhabene, für deine Rettung, du Freude meines Auges und Leben meines Herzens.« Die Nachricht durchflog schnell die Stadt und verbreitete überall Jubel und Freude. Man schlug Trommeln und Pauken und verwechselte die Trauerkleider mit Freudenkleidern. Die Stadt wurde festlich geschmückt und die Leute drängten sich herbei, um dem König Glück zu wünschen. Dieser ordnete große Festlichkeiten an, erließ alle Strafen, alle Gefangenen frei und gab 7 Tage und 7 Nächte lang Mahlzeiten, bei denen jedermann essen und trinken und sich ergötzen konnte. Dann ritt der König mit seinem Sohne durch die Straßen, damit alle Leute ihn sehen und sich seiner erfreuen konnten. Als die öffentlichen Festlichkeiten zu Ende waren, gingen die Stadtbewohner wieder nach Hause. Der König aber begab sich mit seinem Sohne ins Schloss. Da sie nun so bei Tische saßen und aßen und tranken und sich belustigten, ergriff eine schöne Sklavin, die Meisterin im Lautenspiele war, die Laute, schlug die Saiten und sang folgende auf die Trennung bezügliche Verse. Glaube nicht, dass ich in der Ferne deiner vergesse. Denn was könnte ich noch denken, wenn ich dich vergesse? Die Zeit vergeht, aber meine Liebe zu dir ist ewig. Mit ihr werde ich sterben und mit ihr werde ich wieder auferstehen. Als der Prinz diese Verse hörte, ward sein Herz ganz entzündet von der Flamme der Sehnsucht. Schmerz und Trauer überwältigten seine Seele und er verließ seinen Vater heimlich, bestieg das Pferd aus Ebenholz und flog auf ihm in einem fort, bis er das Schloss der Prinzessin erblickte. Er ließ sich wieder auf der Terrasse nieder und stieg dieselbe Treppe wie früher hinab, wo er auch den Sklaven wie das erste Mal schlafend fand. Leise ging er an ihm vorbei und auf den Vorhang zu, der die Türe des Schlafgemachs der Prinzessin bedeckte. Er blieb ruhig hinter dem Vorhange stehen und lauschte. Diese fand er laut, weinend und jammernd und Verse rezitierend. Die Mädchen wurden durch das laute Schluchzen und Weinen der Prinzessin aus dem Schlafe aufgeweckt und sagten zu ihr, »O Gebieterin, warum doch grämst du dich so sehr über einen, der dein Gram nicht mit dir teilt?« Die Prinzessin aber sagte, »Oh, ihr unverständigen Mädchen, ist das ein Mann, den man wieder vergessen kann?« Und nun brach sie wieder von neuem Jammern und Weinen aus, bis sie endlich einschlief. Der Prinz hörte und sah das alles von der Türe aus mit an, und sein Herz pochte so heftig und seine Brust war beklommen. Er trat in das Zimmer und ging zu dem Throne, wo die Prinzessin lag und zog sie an der Hand. Die Prinzessin erwachte sogleich bei dieser Berührung
Und wie sie die Augen aufschlug, sah sie den Prinzen vor ihr stehen. Der Prinz sagte zu ihr, »Warum weinst du und bist so traurig?« Als sie ihn erkannte, sprang sie auf, fiel ihm um den Hals, küsste ihn und sagte, »Deinetwegen, weil ich von dir getrennt bin.« Der Prinz sagte, »Lass das Geschehene, ich bin jetzt sehr hungrig und durstig.« Sie ließ sogleich Speisen und Getränke auftragen und unterhielt sich dann mit ihm bis tief in die Nacht hinein. Als der Morgen anbrach, stand er auf, um Abschied von ihr zu nehmen, ehe der Sklave erwachte. Shems Sunaha, so hieß sie, fragte ihn, »Wohin gehst du?« »Und zu meinem Vater«, sagte er, »doch verspreche ich dir, jede Woche einmal zu dir zu kommen.« Sie aber sagte, »Ich beschwöre dich bei dem erhabenen Gott, nimm mich mit dir, wohin auch immer du gehen magst, und lass mich nicht ein zweites Mal die Bitterkeit der Trennung kosten.« Der Prinz sagte, »Willst du mit mir ziehen?« Und als sie mit einem Ja antwortete, sagte er, »So erhebe dich, dass wir abreisen.« Shems Sunaha eilte sogleich nach einer Kiste und zog die kostbaren mit Gold und Juwelen besetzten Gewänder an. Dann gingen sie leise, ohne dass die Mädchen etwas merkten, hinaus und kamen so auf die Terrasse und stiegen beide auf das Ebenholzpferd. Der Prinz rieb dann den Wirbel, worauf das Pferd wie ein Vogel durch die Lüfte flog, bis sie sich über der Hauptstadt des Königs von Persien befanden. Der Prinz ließ das Pferd in einem Garten außerhalb der Stadt langsam nieder, hob die Prinzessin herab und führte sie in ein Lusthaus und sagte, »Bleibe du einstweilen hier, ich will zu meinen Eltern gehen und sie von deiner Ankunft benachrichtigen. Die Visiere und die ganze Armee sollen dir entgegeneilen und mit Pracht und Glanz von dir herziehen.« Hierauf eilte er zu seinem Vater und erzählte ihm sein ganzes Abenteuer. Der König und die Königin freuten sich sehr, und er gab sogleich Befehl, alles zusammenzurufen, und alle Leute strömten hinaus nach dem Garten. Der persische Weise, der den König bei der ersten Rückkehr des Prinzen wieder in Freiheit gesetzt hatte, hielt sich gewöhnlich beim Gärtner auf und ging oft in den Garten ein und aus. So traf es sich denn, dass er an dem Tage, wo der Prinz mit der Prinzessin ankam, sie sah und den Prinzen erkannte. Er näherte sich dem Lusthause und fand ein Mädchen, schöner als die leuchtende Sonne, und neben ihr stand das Pferd von Ebenholz. Da dachte er, bei dem erhabenen Gott, dieser junge Mann hat mein Herz in Flammen gesetzt wegen seiner Schwester. Ich will ihm jetzt das Gleiche mit Gleichem vergelten und dieses Mädchen mit seinem Pferde zugleich hinführen. Er klopfte dann an die Türe des Gemachs, und als die Prinzessin fragte, wer da sei, antwortete er, »Dein Sklave und dein Diener, dein Herr schickt mich zu dir und lässt dich bitten, mir zu folgen. Ich soll dich auf dem Pferde der Stadt näher bringen, weil meine Herrin, die Königin, nicht so weit gehen kann und sich doch so sehr darauf freut, dich zu sehen und zu begrüßen, dass sie sich niemand zuvorkommen lassen will.« Die Prinzessin zweifelte nicht im Mindesten an der Wahrheit dieser Botschaft und öffnete die Türe. Wie sie aber seine hässliche Gestalt, seine abscheuliche Gesichtsfarbe und Züge sah, sagte sie, »Hat meine Herrin keine feineren Diener als dich, um mich zu ihr zu bringen?« Der Perser antwortete, »Meines Herrn Sklaven sind alle schöner als der andere, aber aus Eifersucht wehte er mich aus den Sklaven, den du hier vor dir siehst, denn ich bin einer seiner ältesten Diener.« Die Prinzessin fand dies alles sehr wahrscheinlich. Sie schwang sich aufs Pferd und der Perser saß hinter ihr auf, rieb den Wirbel, sodass sich das Pferd in die Lüfte schwang und die Richtung nach China nahm. Zu gleicher Zeit, wo der Weise die Prinzessin entführte, brach der Zug zu ihrem Empfang von dem Palaste auf. Unter dem Schall von Trommeln, Pauken und Trompeten zog der Prinz mit seinem Vater, seiner Mutter, den Visieren an der Spitze der Truppe in den Garten ein. Der Prinz trat zuerst in das Lusthaus, um seine geliebte Prinzessin zu holen. Als er aber das Gemach leer fand, warf er seinen Turban auf die Erde und schlug sich ins Gesicht und auf die Brust. Als er den Gärtner bemerkte, schrie er ihn an, »Du Betrüger! Wo ist die Prinzessin? Was hast du mit ihr begonnen? Sage mir die Wahrheit, oder schlage dir den Kopf am Rumpfe!« Der Gärtner, der in der größten Verlegenheit war, sagte, »Mein Herr, du sprichst davon etwas, wovon ich gar nichts weiß, mit meinem Leben und dem Gärtenbarte deines Vaters. Ich weiß nicht, was du meinst und habe nichts gesehen von dem, weshalb du mich in Verdacht hast.« Er fragte dann den Gärtner, wer heute in den Garten gekommen sei. Dieser antwortete, »Niemand als der persische Weise.« Der Prinz wusste, als er dies hörte,
dass der persische Weise die Prinzessin entführt. Er geriet ganz außer sich und schämte sich auch von den Leuten. Nach einigen Nachdenken sagte er zu seinem Vater: »Geh du mit den Truppen in die Stadt zurück. Ich weiche nicht von hinnen, bis ich im Klaren über diese Sache bin.« Sein Vater schlug sich weinend auf die Brust und sagte: »Mein Sohn, fasse dich und tröste dein Herz und wähle dir eine Prinzessin zur Gattin von allen Prinzessinnen der Erde.« Der Prinz aber antwortete nicht hierauf, sondern ließ ihn allein in die Stadt zurückkehren. Und so ward die Freude wieder in Trauer verwandelt. Um aber wieder auf den persischen Weisen zurückzukommen, so lenkte dieser das Zauberpferd in China zur Erde, stieg mit der Prinzessin in einer grünen Ebene unter einem Baum an einer Quelle ab. Als sie sich hier niedergelassen hatten, fragte die Prinzessin: »Wo ist dein Herr und wo ist dein Vater und seine Mutter?« Er antwortete: »Gott verdamme sie alle, jetzt bin ich dein Herr. Dieses Pferd hier gehört mir, ich habe es gemacht, glaube nur nicht, dass du den Prinzen je wiedersehen wirst. Ich bin besser als er und werde jeden deiner Wünsche befriedigen und dich kleiden, wie du verlangst. Ich bin ein reicher Mann und besitze nicht nur viele Sklaven und Sklavinnen, sondern auch viele Güter, und mein Einkommen ist unermesslich.« Er scherzte dann mit ihr und suchte sich bei ihr einzuschmeicheln, aber sie stieß ihn 500 Meilen von sich weg und fing an zu seufzen und zu weinen. Der Weise lag zu Boden und schlief ein. Möge Gott ihn nie wieder aufrichten. Durch die Bestimmung des erhabenen Gottes traf es sich nun, dass der König von China gerade in jener Gegend jagte. Und da ihn große Hitze sehr durstig machte, suchte er diese Quelle unter dem Baume auf, um seinen Durst zu löschen und auszuruhen. Als er hier ein weinendes Mädchen sah mit einem Pferde an der Seite, während der Weise auf der anderen Seite hingestreckt lag, bewunderte er ihre Schönheit und ward ganz entzückt von ihr. Als er sie eine Weile betrachtet hatte, stieß er den Weisen mit dem Fuße an, bis er sich erhob. Dann fragte er ihn, wer das Mädchen sei, das er mit sich führe. Er antwortete: »Sie ist meine Frau.« Die Prinzessin sprang bei diesen Worten auf, küsste die Steigbügel des Königs und sagte: »Er lügt, o Herr, und ist ein listiger Zauberer, der mich durch List und Verrat gestohlen hat.« Der König von China sagte: »Gebt zu diesem Alten sogleich die Bastonade und führt ihn gefesselt ins Gefängnis.« Die Diener des Königs vollstreckten diesen Befehl. Der König kehrte dann an ihre Seite nach der Stadt zurück. Unterwegs fragte er sie, was denn das für ein Pferd sei. Die Prinzessin antwortete: »O Herr, auf dem hölzernen Pferde ritt er von den Leuten und machte allerlei Kunststücke darauf.« Wie der König das hörte, befahl er seinen Dienern, das Pferd in die Schatzkammer zu führen. Er gab die Jagd auf und sagte: »Wir sind ausgegangen, wilde Tiere zu jagen, und haben dafür eine menschliche Gazelle gefangen.« Er war sehr heiter und vergnügt. Als er in seinen Palast kam, ließ er die Prinzessin sein Gemach anweisen, und noch am selben Abend ging er zu ihr, um ihr seine Hand anzubieten. Die Prinzessin stellte sich aber wahnsinnig. Sie schlug die Hände zusammen, stampfte mit den Füßen und zerriss unter wilden Schreien ihre Kleider. Der Sultan verließ höchst verwirrt und betrübt über diesen Krankheitsanfall ihr Gemach, stellte Frauen zu ihrer Bedienung auf und verschwendete viel Geld an Ärzte und Astrologen, die die Prinzessin von ihrer Verstandsverwirrung heilen sollten. Während das mit der Prinzessin vorfiel, wanderte der Prinz von einem Land zum anderen und durchstreifte alle Städte, bis ihn das Allwissende und Allhörende wie durch einen Zufall nach China führte. Er kam in die Hauptstadt, und als er die Basare und öffentlichen Plätze besuchte, um zu hören, womit die Leute sich unterhalten, hörte er mehrere Leute auf dem Basar von dem König und einem Mädchen sprechen, das man allgemein bedauerte. Er näherte sich den Leuten und ersuchte sie, ihm diese Begebenheit auch mitzuteilen. »Wisse«, sagte der eine von ihnen, »unser König ging vor einiger Zeit auf die Jagd, da sah ein schönes Mädchen mit einem alten Mann, und neben ihm stand ein Pferd von schwarzem Holze. Als der König den Alten nach dem Mädchen fragte, sagte dieser, sie ist meine Frau. Das Mädchen aber schrie: Bewahre Gott, er lügt und ist ein Zauberer, der mich listigerweise aus meines Vaters Haus entfernt hat. Ja, der König ließ den Alten ins Gefängnis werfen, das hölzerne Pferd befahl er in seine Schatzkammer zu führen. Das Mädchen aber nahm er mit sich ins Schloss und wollte sie heiraten. Da ward das Mädchen plötzlich verrückt und besessen.
Seit einem Jahr wendet der König alles für Ärzte und Astrologen auf, aber noch hat sich keiner gefunden, der ihr hätte helfen können. Als der Prinz diese Erzählung hörte, war er außer sich vor Freude und rief: Gott sei gelobt und gepriesen! Es bringt dir jemand Neuigkeiten, die du nicht gesucht hast. Der Prinz kleidete sich als Astrologe, machte sich weite herabhängende Ärmel, setzte einen großen Turban auf, färbte seine Augenbrauen und kämmte seinen Bart. Dann nahm er einen Schachtel mit einer Handvoll Sand und ein altes Buch von feinem Pergament unter den Arm. In die eine Hand nahm er einen Stock, in die andere einen Rosenkranz und ging, wie die Astrologen pflegen, die Perlen des Rosenkranzes abzählend, langsam einher und schrie: Glück unserem Quartier und dem eurigen! So kam er an das Tor des Palastes, wo er zu dem Pförtner sagte: Ich möchte, dass du dem König sagst, ein weiser Sterndeuter ist aus Persien gekommen, hat die Geschichte deiner Sklavin gehört und will sie heilen. Der Pförtner eilte schnell ans Tor, führte den Prinzen zum König. Dieser benahm sich ganz wie ein echter Sterndeuter, sprach vieles Vernünftiges und Verständliches und murmelte eine Menge Worte untereinander her, die keiner der Anwesenden verstehen konnte. Er grüßte dann den König und neigte den Kopf zur Erde. Der König sagte zu ihm: O Weiser, ich habe ein Mädchen, das seit einem Jahr mit den Händen schlägt und mit den Füßen stampft. Wenn du sie heilst, so gebe ich dir, was du begehrst. Der Prinz sagte: Lass mich zu ihr führen, dass ich die Ursache ihrer Krankheit erforsche und sehen kann, zu welcher Klasse von Geistern der gehört, der in ihr haust. Der König befahl sogleich den Oberstkämmerer, den verkleideten Prinzen in die Gemächer der Prinzessin zu führen, damit er ihren Zustand untersuche. Als der Prinz vor die Türe ihres Zimmers kam, hörte er, wie sie unter vielen Tränen Verse rezitierte. Sein Herz entbrannte um ihretwillen und er trat schnell in das Zimmer, in welchem sie mit geschlossenen Augen ganz entstellt von brennender Liebe lag und sagte: Gott möge dich aus diesem Zustand erretten, Schems Ulnaha, mit der Hilfe des Allmächtigen ist die Erlösung da. Ich bin's, Kamra al-Akma. Als sie seine Stimme hörte und ihn erkannte, erhob sie sich, schlang ihre Arme um seinen Nacken und küsste ihn. Dann fragte sie den Prinzen, wie er denn zu ihr habe kommen können. Er aber antwortete ihr: Es ist jetzt keine Zeit zu langen Gesprächen, denn der Oberstkämmerer steht im Vorgemache. Und noch weiß ich nicht, auf welche Weise ich dich befreien soll. Indessen will ich einen Versuch machen, ob es nicht durch List geschehen kann. Ist das nicht möglich, so eile ich zu meinem Vater zurück und werde dann an der Spitze aller Truppen nach China kommen und Krieg mit ihm führen. Gott wird dann nach seinem Willen beschließen. Er verließ sie dann, ging zu dem König zurück und sagte: Herr, ich will dir ein Wunder zeigen. Der König erhob sich sogleich und ging mit Kamra al-Akma zu der Prinzessin. Diese fing sogleich an zu schreien und zu schäumen, stampfte mit den Füßen und schlug mit den Händen. Hierauf ging der Prinz auf sie zu, murmelte seine Beschwörung her und schäumte und blies ihr ins Gesicht, biss sie ins Ohr und flüsterte ihr zu: Steh jetzt mit Würde auf, geh zum König hin, küsse ihm die Hand und zeige dich ihm gefällig. Als der verkleidete Prinz das Ohr der Prinzessin losließ, sank sie wie ohnmächtig nieder und blieb einige Augenblicke so liegen. Dann stand sie auf, wie eine vom Schlaf erwachte, und näherte sich dem König, küsste voll Ehrerbietung seine Hand und sagte: Willkommen, mein Herr und König. Ich bin erstaunt darüber, dass du deine Sklavin heute besuchst. Der König war außer sich vor Freude, als er diese Worte hörte, welche mit einer süßen Stimme gesprochen wurden. Er wendete sich dann zu dem Prinzen und sagte: Wünsche dir etwas, ich gewähre dir deine Bitte im Voraus. Der Prinz entgegnete: Herr, die Zeit der Wohltat ist noch nicht da, denn ich fürchte sehr, dass die Krankheit des Mädchens wieder ausbreche. Ich wünschte, fuhr der Prinz fort, dass sie von 10 Sklavinnen ins Bad getragen werde. Sie darf aber nicht mit dem Fuße den Boden berühren. Dann lass ihr den kostbarsten Schmuck von Edelsteinen umhängen, damit ihr Herz seinen Kummer vergesse und ihr Gemüt sich erfreue. Ist das alles geschehen, so lass sie außerhalb der Stadt an den Ort bringen, wo du sie gefunden hast, denn dort ist der böse Geist in sie gefahren. Als der König diese Worte des Prinzen hörte, sagte er ihm: Gott grüße dich, oh du Künstler, oh Philosoph, ich habe noch keinen so geschickten Arzt gefunden. Wie mochtest du nur wissen, dass ich das Mädchen außerhalb der Stadt gefunden? Er ließ sogleich die Befehle des Prinzen vollziehen und kleidete sie mit Schmuck.
eine ganze Schatzkammer wert war, dann trug man sie unter den Baum, wohin sich auch der König mit den Vezieren und seinen Truppen sowie mit dem Prinzen begab. Dieser murmelte Beschwörungen her, blickte bald gen Himmel, bald zur Erde und ließ Räucherwerke bereiten. Nach einer Weile hob er den Kopf in die Höhe, trat zu dem König und sagte: »Herr, mir ist klar geworden, dass der Teufel, der in dieses Mädchen gefahren, seinen eigentlichen Sitz im Leibe eines Tieres aus schwarzem Ebenholze hat. Wird nun dieses Tier nicht gefunden, dass ich dem bösen Geister auflauern kann, so wird das Mädchen jeden Monat von ihm befallen werden.« Bei diesen Worten des Prinzen sagte der König: »Oh, du bist ein göttlicher Mann und Meister aller Weisen und Philosophen. Du hast bei Gott recht, denn ich sah mit meinen eigenen Augen, wie neben dem Mädchen und dem alten Räuber ein Pferd von schwarzem Ebenholze stand. Das ist vielleicht das Tier, von dem du sprichst.« Der König gab sogleich die nötigen Befehle und nach kurzer Zeit ward das Pferd herbeigeführt. Der Prinz untersuchte es aufs Genaueste, um sich zu überzeugen, dass es unbeschädigt sei. Dann befahl er, das Räucherwerk anzuzünden. Hierauf zog er eine Handvoll zerschnittenes Papier aus seinem Turban und sagte: »Sobald ich auf dem Pferde sitze, so setzt das Mädchen hinter mich und werfe dies Papier in die Flammen. Wenn dem Pferde dieser Geruch in die Nase kommt, wird es das Maul und die Nüstern aufsperren und ihn einsaugen, und dann wird der Teufel aus seinem Leibe fahren, sobald ich diesen Wirbel drehe.« Man befolgte genau seine Befehle, und sobald das Mädchen hinter ihm saß, drehte er den Wirbel und das Pferd erhob sich mit ihm und der Prinzessin wie ein Vogel. Der König rief seinen Leuten: »Haltet sie an, haltet sie an!« Als sie ihn aber davonfliegen sahen, sagten sie: »O Herr, was ist da zu tun? Das ist ein Teufel oder ein böser Geist.« Der König aber, der noch in die Luft starrte, als schon längst jede Spur von dem Pferde verschwunden war, schrie plötzlich laut auf und fiel in Ohnmacht. Als er wieder zu sich kam, sagte er: »Es gibt keine Macht und keinen Schutz außer bei Gott, dem Erhabenen. Hat jemals einer einen Menschen fliegen sehen? Bei Gott, das ist höchst wunderbar.« Dann kehrte er mit seinen vor Erstaunen ganz erstarrten Vezieren und Truppen in die Stadt zurück, ließ den weisen Perser aus dem Gefängnis holen und schrie ihn an: »Elender Betrüger, warum hast du mir die wunderbare Eigenschaft dieses hölzernen Pferdes nicht gesagt, sodass einem nichtswürdigen Landstreicher gelungen ist, mir dieses Mädchen zu entführen, das nur einen ganzen Schatz an ihrem Körper hängen hat?« Als der Weise diese Worte hörte, schrie und weinte er laut und schlug sich in das Gesicht und sagte: »O Herr, wisse, ich habe dieses kunstreiche Pferd gemacht und es Sabur, dem König von Persien, gebracht, der mir dafür die Hand seiner jüngsten Tochter versprach. Sein Sohn aber ist der Räuber des Mädchens und des Pferdes, und es sieht so und so aus.« Hierauf erzählt er ihm seine ganze Geschichte von Anfang bis zu Ende, und der König geriet darüber in solchen Grimm, dass er dem Bersten nahe war, und er betrauerte sein ganzes Leben hindurch den Verlust des Mädchens und des Pferdes. Der Prinz aber durchflog die Luft, bis er der Residenz seines Vaters nahe war. Dann ließ er sich im Schlosse seines Vaters nieder, denn das Sprichwort sagt: Durch häufiges Fallen lernt man gehen. Und wäre er gleich anfangs vorsichtig gewesen, so wären ihm all diese Unglücksfälle nicht zugestoßen. Seine Eltern waren über seine Ankunft mit dem Mädchen und dem Pferd nicht wenig erfreut. Diese glückliche Nachricht durchflog schnell die ganze Stadt und alle, die es hörten, lobten und dankten Gott, dem Allmächtigen. Das ganze Volk, die Veziere und die Truppen versammelten sich, um dem König Glück zu wünschen. Auch dem großen König, dem Vater der Prinzessin, schickte man Boten mit Briefen. Und dieser sandte die herrlichsten Geschenke an seine Tochter und an seinen Schwiegersohn. Nun ließ der König die Stadt festlich schmücken. 7 Tage und 7 Nächte dauerten die Festlichkeiten, und eine Menge Geldes ward unter den Armen ausgeteilt. Das Zauberpferd ward in die Schatzkammer gestellt, und ihr ganzes Leben war nur eine fortlaufende Kette der süßesten Annehmlichkeiten, bis auch sie, der Zerstörer aller Freuden und der Trenner aller Bündnisse, der Tod überfiel.